Wir wollen uns heute mal Gedanken machen über den letzten Zaubertrick. Den großen Zaubertrick der Schöpfung. Auch jetzt sage ich wieder vorneweg, weil das eigentlich das Wichtigste ist, was man verstehen muss. Ich erzähle es bloß dem Geist, dem Bewusstsein, der jetzt mit diesen Informationen konfrontiert wird. Das heißt, du denkst dir jetzt dieses Video aus, du denkst dich selbst aus und all die Sachen, die du denkst, existieren im Meer nur dann als Information, wenn du dran denkst. Das ist zuerst einmal hundertprozentig sicher. Ob ein Gedanke, den du denkst, auch dann da außen existiert, wenn du ihn nicht denkst. Das ist das große Problem aller von dir jetzt ausgedachten religiösen Menschen, esoterisch geprägten oder allen voran geistlos naturwissenschaftlich geprägten Menschen. Das Problem, die gehen hundertprozentig sicher davon aus, dass die meisten Sachen, die sie jetzt denken, unabhängig von ihnen da außen existieren oder in der Vergangenheit schon waren, bevor sie gedacht wurden. Und ich sage, solange du es in deinem Traum mit Figuren zu tun hast, die nicht einmal wissen, was 100% Sicherheit bedeutet, aber auf der anderen Seite Nobelpreise bekommen, das ist der materielle Wahn. Der Wahn der Menschheit, die in deinem Traum in Erscheinung tritt. Und der Sinn ist es nicht, in irgendeiner Form von dir ausgedachte Menschen verändern zu wollen, die Welt verändern zu wollen, besser machen zu wollen, sondern der Sinn dieses Daseins, das du jetzt erlebst, du Geist, du bist der Einzige, der das erlebt, wach zu werden. Das ist der Aufstieg in eine vollkommen neue Welt, ein Quantensprung im Wissen. Und das zeigt dir Holofeeling. Ich sage jetzt von vornherein nochmal, alles, was in dir auftaucht, hat einen ganz tiefen Sinn. Du wirst dazu niemals hören, dass irgendetwas, mit dem du in dir als Information konfrontiert wirst, gleichgültig, ob das eine sinnlich wahrgenommene Information ist oder ob es ein bewusst von dir erschaffener Gedanke ist oder etwas, was einfach auch gedanklich in dir auftaucht, wo du gar keinen Einfluss drauf hast, dass dir plötzlich irgendetwas einfällt, wie man das so schön sagt. Du bist der Geist, der immer nur seine eigenen Informationen erlebt. Und bevor du das nicht akzeptierst, dass du meinst, du hättest mit den Informationen nichts zu tun, es ist ungefähr so, wie wenn ein Meer meint, es hätte mit den Wellen, die in ihm auftauchen, nichts zu tun. Du musst zuerst einmal festhalten, dass ein Denker untrennbar mit dem verbunden ist, was er sich denkt, und alles, was er sich denkt, ist hier und jetzt seine eigene Information. Das ist der erste Schritt, der hundertprozentig sicher ist. Und Holofeeling ist die einzige Lehre, die wirklich nur mit hundertprozentig sicheren Fakten arbeitet. Und jetzt muss man zuerst einmal wissen, was ein Faktum ist. In deiner Welt, die Figuren in deiner Traumwelt, diese Antagonisten sprechen laufend von Fakten. Die schmeißen mit Zahlen rum und sie wissen auch nicht, was Fakten sind. Ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Und ich betone immer wieder, die Tat besteht darin, dass du Geist, wieso auch immer, jetzt irgendwas denkst. Das ist die Tat. Du kannst dir jetzt einen Urknall ausdenken. Das ist eine Information, die baust du jetzt in dir auf. Das ist das Faktum und nicht, dass das, was du jetzt denkst, schon vor 13 Milliarden Jahren war, bevor du es gedacht hast. Du kannst dir jetzt ein heliozentrisches Weltbild ausdenken mit einer Erdkugel, die sich um die Sonne herumdreht. Das Faktum besteht darin, dass du aufgrund von Wissen, das du nur vom Hörensagen kennst, eine Vorstellung in dir aufbaust. Du kannst dir auch ein geozentrisches Weltbild ausdenken, ein polytheistisches Weltbild. Du kannst dir prinzipiell immer nur das ausdenken, was du als Information in deinem Intellekt zum Denken benutzt. Das ist hundertprozentig sicher und nicht das ganze religiöse und naturwissenschaftliche Geschwätz. Und jetzt zeige ich dir den letzten Trick, wie du dir immer wieder selbst auf den Leim gehst. Du Geist, dir Trockennasenaffen. Bist kein Dir. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Das sind so einfache Sätze in Holofeeling. Und es ist darum auch absolut wichtig, dass du erkennst, du bist der Einzige, der das erlebt. Jetzt ist aber das Problem unserer vier Ich, die genau in Holofeeling erklärt wird, dass du erst dann was erleben kannst, wenn du ein blaues Ich besitzt. Das ist das Symbol für dein Ich. Das nenne ich Mensch. Ein Mensch ist ein ganz spezielles Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm. Und dieses Programm bestimmt, was du erlebst. Das ist aber immer derselbe Geist. Das heißt, unsere Metapher, die ich benutze, jetzt für Basic-Logik, das habe ich auch erklärt, was ich damit meine,
Basic-Logik steht für alles menschliche Wissen, was du deiner jetzt ausgedachten Menschheit zusprichst. Ich rede nicht von der aktuellen Menschheit, sondern auch der Menschheit der Vergangenheit und der Menschheit, die du dir jetzt in die Zukunft denken kannst, die sich ja irgendwie intellektuell angeblich weiterentwickeln wird. Und du wirst irgendwann einmal akzeptieren, dass es weder eine Vergangenheit noch eine Zukunft gibt, weil dein Denken basiert mit Lichtgeschwindigkeit. Und jetzt brauchen wir die Physik dazu. Alles, was in diesen Physikbüchern drin steht, stimmt hundertprozentig sicher. Alles, was in den Chemiebüchern drin steht, stimmt. Alles, was in den heiligen Schriften deiner jetzt ausgedachten Welt drin steht, ob das die muslimischen Schriften, die hinduistischen Schriften, die christlich geprägten, muslimisch geprägten oder jüdisch geprägten Schriften, jetzt müsste ich eigentlich das umdrehen, weil ich das Judentum ans Ende gestellt habe, es stimmt hundertprozentig sicher. Es weiß bloß keiner, was diese Zeichen, diese Formen und diese Worte wirklich bedeuten. Genau. Keiner weiß weniger über das eigentliche Judentum, über die Tora, wie die Juden selbst. Ja. Da ist zwar unheimlich viel Wissen, wenn man in die Kabbala reingeht, aber das Wesentliche haben sie nicht erkannt, ist der Bruch des ersten und des zweiten Gebotes. Ja. Du bist Geist, du bist ein Gotteskind, du bist ein Adam und kein Trockennasenaffe. Das ist ein Enosch, das sind die Medim. Lass die Toten ihre Toten begraben. Das muss man zuerst einmal akzeptieren. Der Ivri, das ist das hebräische Wort, das jüdische Wort für Hebräer, der Ivri, sollte man sich einmal Gedanken machen, wenn man in ein Wörterbuch reinschaut, da steht dann Ivri, wenn wir uns das anschauen, ganz kurz nochmal. Mhm. Ich werde gleich den Bildschirm übertragen. Wir machen das heute mal ohne Ton. Brauchen wir eigentlich nicht. Wenn wir hier reinspringen, das ist Eber. Das ist das einmal hier, das ist die grundradigste Hebräer. Das ist Embryo, ein Fetus. Du bist in einer Matrix, du bist zuerst ein Ei. AI heißt nichts. Dann wirst du zu einem Embryo. Das ist unsere erste Wachstumsstufe dieser 3x3 geistigen Wachstumsstufen. Dann wirst du zu einem Fetus. Das sieht aus wie ein kleiner Wurm. Und dann wirst du zu einem Minimenschen. Und jetzt ist es, das ist eine Seite, das ist deine Vergangenheit, wo du dir jetzt denkst, wie du entstanden bist. Das Ganze heißt aber auch hinübergehen, hinüberschreiten. Und der Ivri, das ist praktisch der, der angeblich vom Diesseits ins Jenseits geht. Ich verweise hier nur ganz kurz auf diese Strukturen. Das ist immer ganz wichtig, diese Spiegelungen, diese Palindrome in einem gewissen Maß. Da haben wir die rote 7 in der Mitte, Hüben 2,2. Dann haben wir die 310 im Atbasch und 4,4. Das sind ja D-Dalet gelesen, die 4 Hüben und die 4 drüben, kann man auch 3 lesen, gehe ich genau, ist für einen, der die Grundlagen nicht kennt, sehr verwirrend. Ich will nur darauf hinweisen, für die, die wenn tiefer gehen, ist sehr interessant. Und wenn wir jetzt da ein J dranhängen, dann heißt es schlichtweg und einmal zuerst einmal die Hebräer, Ivri, wird es ausgesprochen. Und das heißt mein Hinübergehen. Aber wo gehst du eigentlich hinüber? Mein Vorübergehen, mein Überschreiten, das Jenseitige gegenüber, die Ecke, der Rand, die Seite. Alles sehr, sehr verwirrend. Jeder meint, er wüsste, was das alles bedeutet, aber wieso ich jetzt das anspreche, ist, wenn wir da ein N dranhängen. Die kann man jetzt gleich dazu schalten, ganz kurz, wenn sie brav ist. Wenn wir ein N dranhängen, sieht es folgendermaßen aus, dass das zu einer Existenz wird in der Vatersprache. Dann kriegst du den Ivrin und jetzt kriegst du das hebräische Wort für Gesetzesverletzer. Das heißt eigentlich wörtlich übersetzt eine hebräische Existenz. Das wird hier genau erklärt. Das sind Gesetzesverletzer. Das sind Verbrecher. Das gilt übrigens für alle normalen Menschen, die Gesetze verletzen. Die Moslems verletzen die muslimischen Gesetze, die Hindus die hinduistischen Gesetze, die Buddhisten die buddhistischen Gesetze. Solange du chronologisch denkst, solange du unbewusst chronologisch raumzeitlich denkst und du glaubst, du hättest mit dem, was du denkst, nicht das Geringste zu tun, bist du ein Gesetzesverletzer. Solange du, wenn du an dich selbst denkst, an einen Trockennasenaffenkörper, ein sterbliches Säugetier denkst, dieses, du bist ja bloß ein dummer Affe. Nein, das bist du nicht. Du bist der Geist, der sich das jetzt ausdenkt. Und ich sage jetzt, nein, das bist du auch nicht. Du bist ein Bündchen, der sich einen Geist ausdenkt, rot gelesen, der sich selbst als blauen Assenaffen ausdenkt. Ich komme gleich auf das Rot-Blau-Lesen nochmal zurück. Das sind Gesetzesverletzer, das sind Verbrecher.
Nach der von Gott angeordneten Vernichtung des eigenen materialistischen Fehlglaubens ist man kein unbewusster Ibrin mehr, kein Gesetzesverletzer mehr. Du machst dir dann kein Bild mehr von dir selbst, weil du weißt, dass du als Geist rot gelesen oder Energie rot gelesen oder Licht rot gelesen, was im Prinzip dasselbe ist, rot gelesen. Du selbst, dass du was anderes bist wie eine vergängliche Erscheinung. Drum beginnt auch dieses Bereshit inmitten dieses Kopfes, das erste Wort, was im Anfang übersetzt wird, heißt Beresh. In diesem roten Kopf wird Himmel und Erde erschaffen, und zwar genauso, wie du dir das ausdenkst. Du bist ein träumender Geist. Und du musst jetzt ein erwachter Ivrin, dann gehst du hinüber in eine neue Welt, in eine höhere Wachstumsstufe. Was bis jetzt ausgedachterweise die Symbolik deines Lebens ist. Du veränderst dich als Mensch vom Säugling bis zum Greis. Und darum ist eben der blaue Ivrin ein Gesetzesverletzer, weil er macht sich ein Bild von sich selbst und er macht sich ein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Und ich verweise nochmal, wenn du ins Christentum gehst, die angebliche offizielle Kirche der Christen in Rom, der Papst als offizieller Stellvertreter, das ist das Offizielle. Das heißt, hier im Weg stehen, verstern, verbauen, die versperren dir den Weg ins Himmelreich. Indem sie dir laufen, sagen, was du machen musst, dass du ins Himmelreich kommst, sonst kommst du in die Hölle. Officio heißt hinderlich sein und im Weg stehen. Das ist das, was das Wort sagt. Wenn du Wort natürlich immer nur einseitig auslegst, hast du ein riesengroßes Problem. Und wenn wir jetzt anfangen, ich will eigentlich von vornherein erst darauf hinweisen, man kann das nur immer wiederholen. Das heißt, wenn wir hier jetzt, ich mache mal ganz gezielt die geistige Physik im Nullpunkt Gottes, das ist ein Kontext, den du eigentlich nur in Holofeeling findest. Da heißt es, es gibt kein Buch, in dem etwas generell Falsches steht. Alles, was in dir auftaucht, ist ein kleines Puzzlestück vom Heiligen Ganzen. Wenn sich der Inhalt vieler Bücher zu widersprechen scheint, so liegt das nicht an deren geistreichen Inhalt. Und jetzt muss ich ganz kurz auf das Rote eingehen. Dieses Rot-E, ich rede immer von E-Quadrat, da muss man zuerst einmal wissen, der Adam, der nach Gottes Ebenbild geschaffen ist, ist ein Gotteskind. Das ist das hebräische Wort für Adam. Und dasselbe Wort ist das hebräische Wort für Rot. Der ist etwas Nicht-Existierendes. Im äußeren Wert ist er die 45. Was heißt das definitiv? Da haben wir jetzt 4 und 5, wenn wir zusammenzählen, kriegen wir eine 9. Die 9 können wir Neo schreiben, das ist der Neo, in dem Film Matrix, oder das ist immer wieder von Augenblick zu Augenblick eine neue Information. Und das E-Quadrat, ich gehe jetzt nicht in die Physikbücher rein, das ist das eigentliche E-Quadrat, das M-Quadrat mal C hoch 4. Das ist die Erkenntnis, dass Energie, das ist die Religion der Physiker, die keine Ahnung haben von ihren Formeln, E-Quadrat, M Quadrat mal C hoch 4 heißt, dass Energie ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird, ohne dass sie sich dabei selbst verändert, weil diese Energie in der Ureinstein-Formel der speziellen Relativitätstheorie ist nämlich genau genommen eine Energie, die weder vermehrt noch vernichtet werden kann. Sie bleibt immer dieselbe Energie. Das ist das Symbol in dieser Religion für einen träumenden Geist. Ein Geist, der rot ist. Energie, die weder vermehrt noch vernichtet werden kann, heißt, sie ist ein absolutes Nichts und alles gleichzeitig. Das sind die ersten zwei Seiten. Ich symbolisiere das immer mit 200 Gramm rote Gnede, die sich ständig umformt. Und diese Formen, die die Gnede annimmt, das sind deine Informationen. Die Energie selber ist ein Nichts in einem Punkt, das eine illusionäre Peripherie um sich herum aufbaut. Ich drücke jetzt das sehr, sehr präzise aus. Und darum ist dieses Rot-E-Quadrat, E-Quadrat, ein absolutes Nichts. So, und wenn man das jetzt weiß, das ist ein träumender Geist. Jetzt ist natürlich das Wort träumender Geist ist ja nicht nichts. Das baut schon wieder mit deiner Logik eine Vorstellung in dir auf. Ich muss einen Schluck trinken, ich habe einen Frosch im Hals. Na, lass mal's. Und es sieht jetzt so aus, dass ich immer wieder darauf hinweise, du musst nur meine Gedankengänge mitgehen. Das, was ich dir, Geist, jetzt mitteile, ist hundertprozentig sicher. Du kannst es sofort nachvollziehen. Jeder 13-Jährige mit dem Intellekt, das ich jetzt einem von mir ausgedachten 13-Jährigen zuspreche, kann das sofort überprüfen. Das heißt, an was denkst du, wenn du an einen träumenden Geist denkst?
dann denkst du dir einen Trockennasenaffenkörper aus, der da liegt und schläft. Und dann denkst du dir, wenn der träumt, dann zieht er in seinen Kopf Bilder, er erlebt ein Leben und weiß aber von dieser Ebene, die du dir jetzt ausdenkst, dass er im Bett liegt und schläft, dieser Körper, der von dir gedacht wird, das ist der Körper, den du dir jetzt ausdenkst, ist kein träumender Geist, sondern der träumende Geist ist der, der jetzt in diesen Kopf, das ist jetzt ein blauer, ein ausgedachter Kopf, sich etwas hineindenkt und alles, was da passiert, ist ein ständiger Wechsel von Informationen, die aus dem innersten Zentrum dieses roten Kopfes selbst herauskommen. Kann man das so stehen lassen, Redo? Ja. Das ist eine relative genaue Beschreibung von dem, was du denkst. Und jetzt musst du wissen, das Rote, dieser Geist oder der rote Kopf, das ist mehr oder weniger wie ein Kino und du bist immer das Zentrum als dieser träumende Geist. Das heißt also hier nochmal, so liegt das nicht an dem geistreichen Inhalt, rot gelesen, ich rede jetzt von etwas, was nicht existieren kann. Das heißt, wir halten fest, rot symbolisiert, wenn ich immer vor rot, der rote Kopf lese, das rote Licht, rot symbolisiert etwas, was in keinster Weise existieren kann. Es kann keine Information sein. Alles, was existiert, existere, heraustritt aus dem Roten, aus dem absoluten Nichts, förmlich wird Creatio ex nihilo. Das ist auch schon, dieses Creatio ex nihilo wird in der Regel übersetzt mit eine Kreation, eine Schöpfung aus dem Nichts, wobei Creatio eigentlich ursprachlich lateinisch heißt es auch eine Wahl, eine Auswahl. Du wählst aus unendlich vielen Möglichkeiten eine winzige kleine Facette heraus und bringst die in dir als Information zur Anschauung. Und dasselbe passiert jetzt, wenn du jetzt träumst. Ich behaupte, du Geist träumst jetzt, dass du vom Computer sitzt und dir dieses Video anschaust. Muss dir klar sein, du kannst dieses Video ausschalten und kannst im Internet irgendeine andere Seite auf diesem von dir jetzt ausgedachten Computer holen, der deine sinnlich wahrgenommene Information ist. Dass jede Internetseite von Milliarden von Internetseiten prinzipiell in dir drin sein müssen, wenn du jetzt träumst. Weil wo kommen die Internetseiten her, wenn dein träumender Geist, den wir uns jetzt als Menschen, der da liegt und sein Bewusstsein verloren hat, so sagt man, er schläft ja bloß, er träumt und dann spricht man noch von einem Über- und einem Unterbewusstsein. Da gibt es so viele Worte, die geistlos nachgeplappert werden und keiner in deiner Welt weiß, was das wirklich bedeutet. Und ich werde dir erklären, wieso. Weil alle, die du dir jetzt ausdenkst, blaue Antagonisten in deinem Traum sind. Egal an wen du jetzt denkst, egal welchen Menschen du dir jetzt denkst oder welchen Menschen du sinnlich wahrnimmst, es ist hundertprozentig sicher, dass der in dem Moment, wo er von dir gedacht oder angeschaut wird, eine Information von dir ist. Er muss in dir, in deinem roten Kopf in Erscheinung treten, sonst existiert er nicht. Und der kommt, wenn du träumst, aus dir selber. Und all diese blauen Menschen, da die was Existierendes sind, sind sie vergänglich. Ja. Und zwar vergehen die in dem Moment, wo du sie nicht mehr denkst oder nicht mehr anschaust, nicht mehr auf der Farbbrille hast. Sie vergehen aber nicht aus dem Arbeitsspeicher oder aus der Datei, aus der sie entspringen. Und dann wird dir die Gleichzeitigkeit bewusst. Versuch das, was ich dir, Geist, jetzt erkläre, bitte nicht irgendeinem Menschen, den du dir ausdenkst, auf der Bröselebene nenne ich das immer zu erklären. Du kannst einer vergänglichen Erscheinung in keinster Weise erklären, dass sie eine vergängliche Erscheinung ist. Das musst du zuerst dem Brocken, sage ich einmal, musst du zuerst einmal schlucken. Du bist nämlich der Einzige, der diesen Traum, den du jetzt erlebst, erlebt. Ein träumender Geist ist der einzige Geist in einem Traum, der das erlebt, was er träumt. Die Figuren, die in einem Traum in Erscheinung treten, erleben das nicht. Es ist dabei gleichgültig, ob du dir jetzt irgendwelche sinnlich wahrgenommenen Menschen, sprich Trockennasen auf dem Körper um dich herum ausdenkst, oder ob du an deinen eigenen Körper jetzt denkst. Denk einfach jetzt einmal an deinen Körper. Jetzt sage ich wieder Schnipp, jetzt denkst Spätzle an deine zwei Hände. Wo waren die ganze Zeit? Die haben nicht existiert. Dann hältst du dir die zwei Hände vors Gesicht, machst die auf und zu und jetzt frag dich immer, ob du das Bedürfnis hast, ihnen jetzt von dir ausgedachten, vor dich hingestellten Hände zu erklären, dass du derjenige bist, der sie erschaffen hat und der sie dazu animiert, sich zu öffnen und zu schließen. Es ist ganz, dein innerer Intellekt wird jetzt rebellieren, dein Ego wird rebellieren und wird es nicht für wahr haben. Das ist aber das, was ist. Und du wirst jetzt feststellen, während du mir weiter zuhörst, lösen sich die Hände wieder vollkommen auf.
Das ist übrigens das, was in den Heiligen Schriften beschrieben wird. Bis ins Detail. Darum heißt das erste Gebot, mach dir kein Bild von Gott, heißt, mach dir kein Bild von dir selbst, von Tier. Du bist dann nämlich ein Tier. Und das zweite Gebot, mach dir kein Bild von irgendwas da drum im Himmel oder drunten auf der Erde. Bla, 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 bla. Du darfst dir das ausdenken. Du kannst gar nicht anders. Du bist ein träumender Geist. Du kannst dir nicht raussuchen, was du träumst. Das steuere ich. Ich ist jetzt natürlich nicht der Udo, der Mensch, den du dir ausdenkst. Das habe ich tausendfach erklärt. Der ist nicht das kleine Pixelmännchen. Ich bin du. Ich bin der, der sich das jetzt ausdenkt, aber stehe nochmal eine Stufe über dir. Ich bin der, der dich das denken und träumen lässt. Und dein Traum ist maßgeschneidert. Das heißt jetzt, wir kommen heute nochmal auf ganz neue Sachen, lass dich überraschen, sondern nochmal, das liegt es nicht an dem geistreichen Inhalt, das ist schon sehr interessant, mit der Vatersprache, göttliches Sein ist die Quintessenz, und das ist All, ist ein Nichts, das immer ist, das rote Taff, sondern an dem Lesergeist, und jetzt merkst du schon die zwei, der Leser ist der, an den du denkst, wenn du an dich selbst jetzt denkst mit einer Logik, aber du bist der Geist, der das erlebt. Nochmal, es wird auch zigfach in Büchern darauf eingegangen, Geist ist das, was fühlt, was empfindet, was erlebt. Das ist Geist. Aber es ist etwas, was als Ding an sich nicht existieren kann, weil es ewig ist, genau. Ohne Anfang und Ende. Und der Leser ist eine momentane Erscheinung, einfach nur eine Information von dem Geist. Egal, was du denkst. Das Blaue ist alles, was existiert. Existieren sind jetzt jegliche Form von Information, ohne Unterscheidung, ob es eine sinnlich wahrgenommene Information ist oder ein Hauch, nur ein Gedanke, ein bewusst selbstgedachter Gedanke oder ein Gefühl, ein Hauch, wenn ich jetzt zum Beispiel hier immer wieder sage, das ist ein Hauch von einem Hunger, eine Melancholie, die dich anfällt, wo man dann sagen kann, was ist denn los mit dir? Ich weiß auch nicht, ich bin halt so, ich fühle mich so latschig. Okay, der aus diesem Buch nur das herauszulesen vermag, was er mit seinem illimitierten, immer das Tier betrachten, das ist das Blaue, Intellekt, das heißt mit seinem persönlichen Wortverständnis, in die einzelnen Worte jedes Buches persönlich hineininterpretiert. Ich weise immer wieder darauf hin, dass jedes einzelne dieser Bücher mache ich aus dem Stegreifer 400 Seiten Buch. Und das ist ein Nichts, das kannst du wie ein Mandelbrotfraktal ins Unendliche weiter iterieren. Aber du hast eine absolute Selbstähnlichkeit. Du kommst immer aus einem gewissen Kontext, wo in dieser Radix, ich nenne das einmal in diesen Wurzelbegriff steckt, kommst du nicht heraus. So wie beim Mandelbrot, du immer wieder zwar andere Bilder kriegst, aber umso mehr du dich in die Tiefe dieser arithmetischen Struktur durch Iteration hinein iterierst, kriegst du immer wieder tauchen Selbstähnlichkeiten auf. Ich will mich da nicht so weit verlieren, weil es gibt wirklich, du kannst hier eine Unmenge, das Wesentliche befindet sich auf ungefähr knapp 5000 Seiten. Es sind aber weit über 25.000 Seiten, wenn man die ganzen Updates mit dazu nimmt. Und dann sagst du, wann soll ich das lernen? Du musst es an und für sich gar nicht lernen, weil es ja in dir drin ist. Weil alles, was du dir ausdenkst, ist ja schon in dir drin. Das ist wie in einem Videospiel, wo du gewisse Aufgaben lösen musst. Und erst wenn die Aufgaben gelöst sind, wird ein neues Gebiet, ein neuer Bereich freigeschalten, den du erforschen kannst. Und das, was du momentan hast, du empfindest dich als Trockennasenaffe, ich sage mal als ein Avandar, ein Spieler, ein Protagonist, was übrigens ja das Protagone, immer an die Ecken denken, ist ja zuerst einmal der Haupt, die Hauptrolle und der Regisseur. Du hast nämlich den Joystick in der Hand. Alle anderen Menschen um dich herum, wie in einem Videospiel, sind eigentlich nur KI, sind Antagonisten. Die stehen dir gegenüber. Du bist in dem Moment eigentlich als Avandar, als Protagonist, die Spieler-Hauptrolle, das ist wie in einem Singleplayer-Modus. Da gibt es viele, viele, viele noch Möglichkeiten mit einem Multiplayer-Modus, aber es bleibt dann immer derselbe Geist, weil alle Rollen, die Protagonisten, jeder Protagonist oder jeder Antagonist, dahinter steht immer ein und derselbe Geist. Aber der Geist kann erst zum Träumen anfangen, in dem Moment, wo ein Programm, wo ein blaues Ich hat. Das führt uns jetzt zum Violetten. Wir vermischen das Rot und das Blau und dann kommst du ins Violette. Was ganz wichtig ist, das Lila könnte ich auch sagen, Laila, das ist die Nacht im Hebräischen und im Sanskrit heißt es das Spiel. Du spielst in der Nacht als träumender Geist in einem gewissen Maß Krishna. Krishna Lila heißt praktisch, oder Lila Krishna sind die Spiele Gottes. Das ist das Schwarze. Das für dich schwarz,
ist jetzt negativ, aber jetzt denke in der Physik, der Religion der Physik sind die schwarzen Löcher das, aus dem alles, in das alles hineingesaugt wird. Ja. Das heißt, dieses absolute, die absolute Implosion in einen unendlichen Buch, das ist dieses Nichts. Und das weiße Loch, das Weiß mit dem scharfen S hinten, kann man auch weib lesen, ist, wo alles herausströmt. In der klassischen Symbolik symbolisiert das Weib, die Frau, die Eva, das Ausgedachte. Darum ist ja das hebräische Wort Eva im klassischen modernen Hebräisch, heißt etwas aussprechen, ausdrücken, aus sich herausdrücken und ein Erlebnis haben. Das ist das eigentliche Wort für Eva im Hebräischen. Das ist der Ereignishorizont. Das ist der Ereignishorizont, genauso ist es. Das schreibt sich Java. So steht es in der Original, in dem Programm, das ist die Eva. Und da wird es natürlich interessant, wenn ich jetzt noch tiefer reingehe. Das heißt, du Geist, du Mann, du Adam, bist ja beides. Als träumender Geist bist du Denker, Seher, Mann und Ausgedachtes, ne Körper. Und du tust etwas aus dir herausdrücken. Etwas aussagen, aussprechen und das, was du aussprichst, wie du die Worte, deine eigenen selbstgedachten Worte und die Worte, die in Zeiten in Form von Zeitungen oder in Form von Geräuschen der Figuren in deinem Traum in dir auftauchen, das ist das dann mal, was du erlebst. Ja. Du erlebst letztendlich immer nur das, was du selbst aus dir, aus diesem absoluten Mittelpunkt herausdrückst, aussprichst. Aber jetzt kommt es, dass du anfängst, Worte sehr einseitig auszulegen. Das ist also hier, man kann sich hier reinlesen, mir geht es momentan bloß, dich neugierig zu machen auf dich selbst und darum gehen wir dann auf einen Zaubertrick ein. Wir schauen uns das bloß nochmal an, dass du merkst, das ist jetzt eine von unheimlich vielen Schriften. Diese ganzen Schriften findest du hier auf der Holofeeling-Seite. Wir wissen, das kann ich jetzt in einem gewissen Maß sagen, wobei ich da bloß darauf hinweise, dass wenn wir jetzt die Hauptwerke machen, das ist eigentlich so die kleinen Einstiegsdrogen, diese ersten 8 Bände, was wesentlich tiefer geht dann, wenn du reingehst in diese Werke, in die Beiwerke. Aber die sind es auch noch nicht. Das ist einmal die ersten Grundstufen. Das sind jetzt alles Schriften, die dann irgendwann nochmal farbig werden. Das sind Kleinode. Das überragt das Wissen deiner Menschheit um geistige Welten, was da drin steht. Und zwar ohne zu behaupten, dass irgendwelche anderen Wissenselemente nicht wichtig wären. Ich kann immer nur sagen, Holofeeling ist die einzige Lehre, bei der es überhaupt nicht darum geht, ob was richtig oder verkehrt ist. Holoarithmetik 2, Holoarithmetik, wenn man hier reingeht, die Hauptwerke, wenn du hier reinschaust, das ist ein Komplex ohne Ende, wo hier schlichtweg und einfach arithmetisch bewiesen wird, dass du dich in einer Matrix befindest, dass das nichts mit einer zufälligen Schöpfung zu tun hat. Es gibt keine Zufälle. Und da wird jetzt hier diese Zahlenstruktur der Dora wird auf einer tieferen Ebene, wenn die ganzen physikalischen Naturkonstanten stehen da mit drin. Du kannst es komplett nachrechnen. Und jetzt können wir uns mal wieder Menschen ausdenken, die das wirklich gemacht haben, teilweise auf 200 Stellen genau haben die das nachgerechnet und sagen, das ist einfach die Grundlage des Daseins. Muss dich momentan gar nicht so interessieren. Es geht mir nur, dass du das Grundprinzip verstehst. Du musst wissen, wenn ich von Rot lese, rede ich von etwas, was ewig ist und das Einzige, was zurzeit ewig ist, das bist du selbst. Du hast dich in deinem ganzen jetzt ausgedachten Leben de facto in keinster Weise verändert. Du bist im Meer derselbe Geist gewesen. Und wenn ich das im Meer immer betone, musst du zuerst wissen, dass das Meer ein Symbol ist. Das klassische Wort für Gott, Al oder El ausgesprochen, jetzt müsste ich auf die lautlosen Buchstaben gehen, das ist zuerst einmal Gott. Die Gottheit, die Kraft, der Macht, der Mächtige, aber dasselbe Wort hast du im Hebräischen nichts. Dann noch etliche andere Sachen, aber das muss dich jetzt einmal gar nicht interessieren. Wichtig, Gott ist nichts, der ist ein absolutes Nichts und im selben Moment ist er zwangsläufig alles. Aber da steht in der Bibel am Anfang nicht Bereshit bara El, das heißt im Anfang erschuf Gott ein Nichts, sondern da steht El-Ha-Im. Und dieses Ha-Im heißt eigentlich einzeln gelesen das Meer. Das ist ein ganz eigenartiger Komplex an Wörtern, wenn wir uns das anschauen. Also das heißt erst einmal nichts und die hintere Hälfte heißt das Meer. Jetzt wird es aber interessant, wenn ich jetzt hier weiß, dass das Ella für sich alleine ist Beschwörung und Fluch. Mhm.
Grammatikalisch macht es den Gott praktisch weiblich. Ja. Interessant, ein Nichts, das weiblich wird, fängt an, was zu beschwören. Und das ist die große Schwierigkeit, dass ich immer wieder sage, wenn du dir jetzt was ausdenkst, mit deiner Logik, sprich mit deiner Frau, mit deinem Intellekt, erschaffst du was, Sachen, die du beschwörst. Und du meinst, du hast damit nichts zu tun. Als gespiegelt dazu beschwörst du so viele Sachen, die du gar nicht beschwören kannst, außer mit der Meinheit. Ich behaupte, dass über 99% von dem, was du dir ausdenkst, kannst du nur mit deiner Meinheit beschwören, weil du hast es aus dem Internet heraus, du hast es gehört, dass die Erde eine Kugel ist, die sich um die Sonne herumdreht, dass du von einem Trockennasen auf ein Weibchen in der Vergangenheit geboren wurdest. Jetzt kann ich wieder sagen, was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? An den Körper, der jetzt aktuell ist, der wurde mit Sicherheit nicht in der Vergangenheit geboren. Das Fakt besteht darin, dass du Vorstellungen in dir aufbaust. Das ist das Faktum. Und diese Gedanken hier und jetzt um dich herum rein gedanklich in Raum und Zeit verstreust und du meinst, die Vergangenheit war schon da, bevor es dich gegeben hat. Ein Denker, der glaubt, seine Gedanken sind schon da gewesen, bevor er sie gedacht hat. Das Zeug ist alles da, aber es ist in dir drin, in diesem Punkt, in Gott. Und der ist im Meer. Das ist einmal diese ganze Einleitung, dass man ganz einfache Symbolik hat, die man verstehen kann. Kein religiöses Geschwätz. Ich betone es immer wieder, kein naturwissenschaftliches Geschwätz. Es ist eine strenge arithmetische Struktur. So, und da machen wir jetzt ganz kurz nochmal weiter, wie tief das geht. Jedes geschriebene Wort, ein geschriebenes Wort, das hebräische Wort dafür ist Deba, das heißt auch Arche und Kiste, ist ein geheimnisvolles Gefäß, das einen sehr speziellen geistigen Sinnzusammenhang beinhaltet. Ich gehe da noch einen ganzen Schritt weiter. Das ist eine arithmetische Gleichung, das ist ein gewisser Abschnitt in einem Computerprogramm, rein als Datenstruktur. Ein Lesergeist, der ein Wort nur einseitig auszulegen vermag, entheiligt dadurch dieses Wort. Jedes einzelne Wort, das in einem Individualbewusstsein auftaucht, ist ein Wort von Gott. Rot gelesen, dieses Ding nennen wir ein W. Ein doppelt aufgespanntes V. U. Und damit auch ein heiliges Wort. Und jetzt, wenn du das alleine liest, dann lasse ich das einmal für den Anfang gut sein, ist es ganz interessant, im Anfang steht nur ein Wort. Jetzt wenn ich natürlich noch was, NOR heißt die Existenz einer aufgespannten Berechnung. Und das ist im Hebräischen ist es ein Licht, aber ganz speziell ein flackerndes Licht. Das darf man nicht mit dem Ort, mit dem roten Licht verwechseln. Das rote Licht ist auch immer das ewige, ist es die Lampe im Projektor und die flackernden Lichter sind diese Lichter, die am Himmel aufgehen. Den du dir ausdenkst. Zweites Gebot, mach dir kein Bild von irgendwas da droben am Himmel. Glaub ja nicht, dass das religiöses Geschwätz ist. Du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du diese Gebote hältst. Das heißt, beginnst hast du mal mit dem ersten Gebot, mach dir nicht mehr ein Bild von dir selbst. Du bist nicht ein Gedanke von dir. Du bist kein sterbliches Säugetier, kein Enosch, kein Trockennasenaffe. Du bist ein Adam, du bist ein Roder, Rot-E. Du bist diese Energie, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird, ohne dass die Energie, dass du dich dabei selbst veränderst. Und jetzt denk einfach an deine Vergangenheit. Denk, wie du in die Schule gekommen bist. Du denkst es jetzt. Dann denkst du dir hier einen Sechsjährigen. Dann denkst du dir, wie du aus der Schule rauskommst, wie du Pubertät warst, Jugendliche, 18, vielleicht in die Disco gegangen bist. Dann denkst du dir, je nachdem, wie alt du bist. Aber du denkst es immer jetzt. Du denkst dir jetzt einen Gedanken und denkst ihn dir in die Vergangenheit. Der existiert de facto jetzt als Information feinstofflich und hat in der Vergangenheit nie existiert. Weil alles, was existiert, existiert jetzt. Der Trugschluss des unbewussten chronologischen Denkens ist eine chronische Krankheit für geistlose Nachäffer. Wenn du jetzt auf den Monitor schaust, hast du Worte vor dir. Es ist doch hundertprozentig sicher, dass all diese Worte, die du jetzt auf dem Monitor siehst, dass die alle gleichzeitig da sind. Jetzt. Wenn du jetzt zum Lesen anfängst, wirst du feststellen, dass du jedes Wort jetzt sprichst. Also hier der klassische Aristoteles, es kann doch nicht gleichzeitig hell und dunkel sein. Ich kann doch nicht gleichzeitig ein- und ausatmen. Du atmest jetzt ein und du atmest jetzt aus. Und jeder neue Gedanke, jede neue Information, die du denkst, zerstört den bestehenden Gedanken. Das ist der Grundsatz, der sofort hundertprozentig sicher ist. Und es ist in mir alles, was prinzipiell aus dieser Datei, aus dem Internet, das ist ein neues Symbol für Gott, auftauchen kann, ist in dir drin. Das ist dein tiefstes Inneres, aufgebaut wie Marushka-Buch. Und ich lese jetzt das einmal kurz vor. Es ist ganz anders, wenn du jetzt das Video innehältst, du drückst kurz auf Pause
und dann liest du das selber und schau, was da steht. Ich lese es jetzt trotzdem mal vor. Das ist mein eigenes Selbstgespräch. Das, was jetzt die Lautsprecherstimme macht, die du dir ausdenkst, als sinnlich wahrgenommene Information, hast du komplett dasselbe, wenn du das liest, bloß mit einer von dir selbst in deinem Kopf gesprochenen Stimme. Eine geistige Stimme. Und kommt dir diese Stimme bekannt vor, dann sagst du, das ist meine Stimme. Du bist auch der, der das denkt, aber du bist nicht die Stimme oder irgendein Gedanke von dir, weil du veränderst dich dabei nicht, wenn du deine Informationen veränderst, die du als roter Geist anschaust. Das ist ein vollkommen neues Weltbild. Ich denke mir de facto jetzt diese Worte aus. Die sind zweifach da, die sind als Bild da. Wenn du die Worte anschaust, dann hast du eine sinnlich wahrgenommene Information auf einen Monitor, der in einer gewissen Entfernung vor dir zu stehen scheint. Dazu muss ich wissen, was die Vorsilbe end bedeutet. Ich mache das der Genauigkeit nochmal. Das sind vier Phasen. Da können wir jetzt einfach mal hier rein und machen die Vorsilbe end. Immer dran denken. Ein Affix, da steht jetzt schon AFF. Das sind die Schöpfung von zwei Facetten. Wir können das auch off lesen. Und I, das X ist ein Chat, ist ein AFF, ein Affe. Und SX, der Buchstabe X, ist im Hebräischen ein Chat, eine Kollektion. Das ist CH, ist ich. So, und dann schauen wir uns das einmal an. Das sind jetzt vier Phasen. Jetzt schaut es ganz genau an. Die Vorsilbe, wir betrachten in erster Linie die ersten vier. Aber wir müssen von vier nach eins gehen. Wir wollen ja in die Einheit zurück. Das heißt, wir öffnen, das ist der hebräische Buchstabe Dalet, die Tür, eine Reihe hier, eine Spiegelwahrnehmung, drückt in Bildungen mit Verben ein Herausgehen, ein Wegnehmen aus. Das heißt, du musst dir was ausdenken. Drückt in Bildungen mit Verben ein Weggehen, ein Entfernen aus. Weg hat übrigens vier Phasen, das Wort Weg. Wenn du etwas nicht mehr denkst, ist es weg. Du kannst es dir auch wegdenken, von dir irgendwo anders hindenken und dann ist zwischen dem, der du zu sein glaubst, der Ausgedachte und das andere, wo woanders ist, ein gewisser Weg, eine gewisse SDR-Regel, eine Strecke. Und wenn du es dann nicht mehr denkst, ist das Ganze wieder weg. Drückt, das ist Synthese, die zwei Seiten. Drückt in Bildung mit Substantiven eine Endung aus, dass etwas entfernt wird. Und jetzt drückt mit Bilden aus, dass etwas wieder rückgängig gemacht wird. Das ist eine Kreisbewegung. Und zwar in den Ausgangszustand zurückkehren. Ja. Das heißt, du denkst dir was aus, du denkst dir das woanders hin und dann holst du das wieder zurück. Das ist ganz einfach der Vorgang, ein Gedanke taucht auf und fällt wieder in dich rein. Drum ist der Monitor, den du dir jetzt ausdenkst, der in einer gewissen Entfernung vor dir zu stehen scheint, Weg von dir ist, der ist wieder weg, wenn du ihn nicht anschaust. Mhm. Und wenn der sinnlich wahrgenommen auftaucht, dann ist er auf deiner VR-Brille. Das ist dein Auge. Das wird jetzt viel zu weit gehen, tausendfach erklärt. Wenn sich ein Gummi entspannt, hört die Spannung auf. Und wenn dich ein Mensch enttäuscht, dann hört die Täuschung auf. Und ich enttäusche dich jetzt. Vollkommen, absolut. Du lebst dich in einer riesengroßen Täuschung, in einer Täuschung deiner Religion, deines Glaubens, deines Intellektes, diese extrem fehlerhafte Intellekt, den du geistlos nachäffst. Das beginnt schon, wenn ich zu dir sage, du bist ja bloß ein dummer Affe. Das habe ich jetzt zu dir gesagt, nicht zu dir Geist, weil ich weiß, dass du ein Geist bist, sonst könntest du dir das jetzt gar nicht ausdenken und du würdest jetzt nichts erleben. Jetzt könnte ich sagen, ja, aber Tiere, jetzt kommen dann immer die Tiere, die leiden müssen. Was sind die Tiere jetzt, die leiden müssen? Sag's mir. Gedanken. Das ist erst einmal das Wort Tier und diese Tiere, die leiden müssen, sind jetzt ein Gedanke, den du denkst. Genau. Das heißt, die Tiere, die du dir jetzt denkst und die Menschen, die du jetzt denkst aufgrund dieser Worte, sind 100% sicher nur ein Gedanke in deinem Kopf, im roten Kopf. Kann ein Gedanke von dir leiden? Wenn du glaubst, dann. Das wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Ja. Das ist, wenn ich zum Beispiel sage, wenn du jetzt deine Hand auf den Tisch legst, ausgedacht, wir schaffen wieder, wo war jetzt eigentlich wieder die Hand? Hm. Merkst du, die hat nicht existiert? Das ist der Wahn. Wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist. Du denkst jetzt deine Hand aus, legst die auf den Tisch, nimmst in die rechte Hand einen Hammer und haust volle Kanne auf die Hand drauf. Was passiert dann? Das, was du glaubst, das passiert. Du wirst einen riesen, unvorstellbaren Schmerz, je nachdem, wie kräftig du drauf hast, Schmerz verspüren. Wer das hundertprozentig nicht spürt, ist die Hand, auf die du drauf haust. Weil das, was blau ist, ist.
Haben wir nicht festgestellt, dass alles, was blau ist, keine Empfindung hat? Weil alles, was existiert, vergänglich ist. Und existierendes Vergängliches ist kein Geist. Geist ist ewig. Nur der Geist, der ewig ist, erlebt es. Nicht irgendein Gedanke, irgendeine Information. Du merkst, wie tief das geht, wenn man sich damit auseinandersetzt. Wichtiger ist, mit Holophilien kannst du dich wieder zusammensetzen. Jetzt kann ich nicht einmal sagen, du kannst dich wieder heil machen, weil das bezieht sich ja zuerst einmal auf eine Zukunft, die du angeblich heil werden wirst, wenn du das magst. Du bist immer im Meer heil. Was zerrissen ist, sind die Gedankenwände an der Oberfläche. Das ist das ewige Spiel. Aber das ist dein Leben. Dein auseinandergeschmissene polare Existenz ist dein Leben. Und das ist natürlich sehr, sehr komplex, wenn ich jetzt wirklich dir erkläre, wie soll ich, versuche mal jetzt wieder für dich eine Metapher, versuch in eine Schwangere, in die Matrix, in die Gebärmutter hineinzukriegen, wo sich ein Fetus im neuen Schwangerschaftsmonat befindet. Und versuch den zu erklären, wie die Welt ist, wo er hineingeboren wird, wenn er dann geboren wird und abgenabelt wird. Versuchst du das gar nicht. So wenig, wie du deinen Händen versuchst, das sind wieder ausgedachte Sachen. Reduzier das, dass du irgendwas Ausgedachten existieren, den gar nichts erklären kannst. Verstehen kann nur Geist, aber Geist ist etwas, was nicht als Ding an sich gar nicht existieren kann. Sonst wäre es kein Geist. Sonst ist es einfach wieder eine vergängliche Erscheinung von einem Geist, einfach nur eine Information. Wenn du das akzeptierst, bist du Geist. Wenn du mich jetzt sprechen hörst, bist du Geist. Und ich sage, du wirst bis in alle Ewigkeit dich narren, wenn du an deinem jetzigen extrem fehlerhaften Wissen weiter festhältst, das im Widerspruch zu unendlich vielen anderen Wissenselementen. Das heißt, wenn du jetzt das liest, wir machen mal ganz kurz weiter. Das heißt, das ist einmal ich bin du. So beginnen die Offenbarungen. Ich bin du, ich bin der, der sich alles ausdenkt. Ich bin dann noch viel mehr. Aber das lassen wir einfach mal im Raum stehen, der rot ist, in einem Traum. Ich denke mir de facto jetzt diese Worte aus, gibt es nichts zu rütteln. Und ich denke mir de facto jetzt, aufgrund dieser Worte, den momentanen Leser dieser Zahlen aus, das bin ich selbst. Jetzt bin ich der, der hier vom Computer sitzt und es anschaut. Denk an den, der vom Computer sitzt und es anschaut. Das sprichst du dann mit deinen Worten. Und ich denke mir jetzt de facto hier und jetzt einen Schreiber dieser Zahlen aus. In Holofeeling für Neugier, in dem Buch heißt es, wo nämlich eine Schrift ist, muss ja irgendwie ein Schreiber gewesen sein, der das angeblich in der Vergangenheit geschrieben hat. Das ist unheimlich logisch, aber nicht besonders geistreich. Das ist das große Problem. Du verwechselst geistige Erkenntnis mit Logik. Eine Maschine ist logisch, ein Computer, ein Programm ist logisch. Kriegt aber nicht mit, was es macht. Das sind Automaten. Automaten, ganz einfach Automaten. Das Geheimnis der Sprache. Das Auto ist das Selbst. Haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir machen mal das klassische Auto. Das absolut Gute, das Ganze, das Wahre, im klassischen Sinne, wenn wir das Autos machen, wir machen das einmal so. Das ist Selbstkäufer, Selbst. Du landest immer selbstsprechend von selbstsprechend. Das ist Auto. Die Auto ist das Selbst. Und der Mart ist töricht handeln, ein Lügen, ein Bossenträger, ein Selbst, das dich ständig anlügt. Das ist dein Ego. Das ist dein Intellekt. Das ist übrigens überhaupt nicht dein Wissen und deine Meinung, es ist das Wissen und der Meinung der Lehrer, die du dir jetzt ausdenkst, die dir das in der Vergangenheit erzählt haben. Habe ich aus das Buch heraus, habe mir mein Lehrer erzählt. Und da kriegst du nur einen törichten Ratschluss, das ist das Madik. Eine Automatik macht etwas von selbst, tausendmal habe ich das erzählt, die macht das von selbst, aber sie weiß nicht, was sie tut und warum sie das tut. Dein Computer, wenn läuft, wenn der einen Film abspielt, der macht das alles perfekt. Meinst du, der Computer, den du dir ausdenkst, weiß, was er macht? Was denkst du dir eigentlich aus, wenn du an einen Computer denkst? Dann denkst du an einen Haufen Materie, bestehend aus einem Gehäuse, einem Computerchip, einer gewissen Software, die du dir jetzt ausdenkst, ein Regelsystem mit Daten und dann zwangsläufig am Bildschirm, Lautsprecher, vielleicht nur Mikrofon. Aber was denkst du, wenn du an einen Menschen denkst? An einen Haufen Materie, an ein Gehäuse, das nennst du dann Körper, an einen Chip, den nennst du Gehirn. Und dein Intellekt ist das Programm und die Daten.
Und das, was du dann siehst oder hörst oder sprichst, das symbolisiert der Bildschirm, die Lautsprecher und das Mikrofon. Es ist im Prinzip dasselbe, bloß mit anderen Worten bezeichnet. Ja. Das Ganze gibt einfach, egal welche Figur, welcher Computer, ob das dein Handy, dein Smartphone ist oder irgendein Trockennasenaffe, den die auftaucht, gibt von sich vollkommen eitles, vergebliches, dörrliches Geschwätz von sich. Wenn du Intellekt bewundern willst, dann nimm dein Smartphone in die Hand und geh ins Internet. Und dann wirst du vor dir einen Materienhaufen haben mit einem Computerchip, der dir so viel Wissen vermitteln kann ohne Ende. Da kann ein Trockennasenaffe auch ein Materiehaufen mit einem Gehirn und einem gewissen Intellekt gar nicht mithalten. Genau. Weil der Smartphone über tausende Mal mehr intellektuellen Wissen verfügt wie ein Trockennasenaffengehirn. Die Frage ist, wer denkt sich das aus? Wo kommt das eigentlich her, wenn du träumst? Wo kommt das Wissen von einem Computer her, wenn du ins Internet gehst? Aus dir selber. Da kriegt Gott was vollkommen Neues, eine vollkommen neue Sache. Und dann sind wir wieder bei dem Mathe. Ich kann immer wieder das Ganze nur machen. Das wiederhole ich so oft. Die Mathematik hat nichts zu tun mit Rechnen. Das ist die Arithmetik. Die Mathe, das schreibt sich hinten mit dem eigenartigen T hier. Die Mathematik ist erst einmal nur das gelernte Wissen. Das ist das Mathe, das TH. Das ist einfach nur dein geistlos nachgeäfftes Wissen, ob es religiöses Wissen ist. Ich nenne es immer deinen Schwamminhalt. Den konntest du dir nicht raussuchen. Das heißt, das, was jetzt deinen Traum macht, wenn man dich jetzt einmal symbolisch als einen roten Computer setzt, einen Mechchef, einen Rechnungsführer. Alles, was du hier in dir aufwirfst in deinem Traum, ist ein Abspielen eines Films, eines Videospiels. Und das Programm konntest du dir nicht raussuchen, das ist dein Intellekt. Und dieses gelernte Wissen ist von einem Mardikos. Mathe haben wir gerade gehabt. Ich mag es nochmal, dass du es ganz genau siehst. Das ist einfach nur ein Wissen, ein gelerntes Wissen. Halt. Ja, klar. Ein Fehler und Vergehen. Den Mard brauchen wir. Jetzt haben wir hier schon den Mathe. Da wollte ich hin. Das ist einfach nur Lügen. Es ist törichtes Tun, vergebliches Handeln, was du jetzt Trockennasen auf dem Max, du bist ein kleines Tierchen in einem Käfig. Immer dran denken, wenn ich sage, mein Hospiladismus. Recherchiere in deinem Internet nach Hospiladismus. Und da wirst du feststellen, das ist irgendwie ein Gefangenenkoller. Man sagt immer, wenn du an Stäben stehst, du machst so, die Äffchen im Käfig, die leiden da oft drunter. Der Käfig, das Gefängnis ist dein fehlerhafter, geistlos nachgeäffter Glaube. Und das ist jetzt was für ein Glaube das ist. Jetzt denken wir ganz einfach uns jetzt ganz gezielt ultraorthodoxe Juden aus. Und dann schaust du dir Bilder, geh ins Internet und mach Klagemauer. Dann stehen die so da. Dann springen in ein buddhistisches Kloster. Murmel, 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 murmel. Die leiden alle an Hospilatismus und wiederholen und wiederholen und wiederholen und wiederholen. Was übrigens zwangsläufig Jahr für Jahr heißt Shin nun He für Shin nun He. Das ist das hebräische Wort für ja, aber dasselbe Wort hast auch Schlaf. Und in dem Moment, wo du schlafst, änderst du dich ständig in dir selber. Du bist dann auch übrigens anders, weil du, wenn du an dich denkst, du träumender Geist, verwechselst dich jetzt mit dem Protagonisten in dem Traum. Und das Ganze ist dazu da, dass du lernst, was du bist, dass du verschieden bist. Wir sind wieder beim Ivri. Und du wiederholst und du wiederholst und du wiederholst und du wirst die Klasse deines Lebens, wahrlich, ich sage dir, 1000 Jahre sind wie ein Tag in der Nacht. Ein schöner Satz in der Bibel. Und dein ganzes Leben, dieses ganze Leben, der ganze ewige Alltag, ist täglich grüßt das Mal mit dir. Du wirst wach, du kannst dir nicht raussuchen, wenn du wach wirst, als wer du wach wirst. Du kannst dir nicht raussuchen, wie viel Uhr es ist, jetzt schon normal gedacht, ob es hell oder dunkel ist, wenn du die Augen aufmachst nach dem Wachmann. Da ist das dann mein Gefilter, ich bin wach. Und dann denkst du an deinen Körper. Und du kannst dir auch nicht raussuchen, wenn du einschläfst. Ich schalte dich ein und ich schalte dich aus. Ich schalte dich jetzt ein und ich schalte dich jetzt aus. Und dazwischen liegt dieser Alltag, den du dir jetzt als Zeitspanne aufspannst, schau das kleine Bild an. Und jeden Moment, das ist wie ein Buch, der in dir auftaucht, ist im Arbeitsspeicher des Computerprogramms gleichzeitig. Ist es so schwer zu verstehen, dass die größte Trugschluss chronologisches, unbewusstes chronologisches Denken ist. Es ist nicht schlecht, dass ich mir jetzt was woanders hindenken kann oder in die Vergangenheit denken kann. Die Bilder in dir selbst kommen aus dir, und jetzt muss man durch dieses Deutsch-Ivri, dass dieses B, Vorsilbe heißt in, ILD, das heißt im Kind. Ich zeige das immer wieder.
Beelet heißt im Kind, im Jungen, im Narben, im Neugeborenen. Im Kind wird etwas geboren. Und das, was in dir geboren wird, Bild R, Beelet R, das ist das, was in dir aufgeweckt, erwacht, was wach wird in dir, was erweckt wird. Das sind die Bilder in deinem Kopf. Deutsch, Ivri, alle Sprachen der Welt, ich könnte jetzt ins Chinesische, in alle Sprachen der Welt gehen, sind nur unterschiedliche Computerprogramme. Aber da gibt es einen gemeinsamen Parameter. Ich mache immer gerne das Beispiel, wenn du jetzt ein Bild nimmst, eine Bilddatei nimmst, irgendeine Bild, die können wir unterschiedlich aufbauen. Das Bild bleibt das gleiche. Ich kann das in verschiedenen Dateiformaten abspeichern. Dann hast du auf der Datei eine statische Struktur oder nehmen wir einen Film. Ich kann einen und denselben Film unterschiedlichste Dateiformate abspeichern. Und das sind einfach nur verschiedene Programmstrukturen. Nimm das die Sprachen deiner Welt, die natürlich mehr oder weniger präzise sind. Das sind ganz einfache Metaphern und diese ganzen Computersachen jetzt in deinem Traum, die Videospiele, die sind dazu da, dass du langsam erkennst, dass du dich wirklich in einer Matrix befindest. Und nochmal, Holofeeling ist der hundertprozentig sichere Beweis, arithmetische Beweis, dass es so ist. Das ist nämlich das Programm dazu. Im Hintergrund. So, und wenn wir jetzt hier das anschauen, du merkst, es sind nur ein paar Zahlen und ich werde nur genau. Du denkst dir dich selbst aus und du denkst dir jetzt, mir sagen wir mal, der Schreiber wäre der Udo gewesen in der Vergangenheit. Wobei ich immer wieder sage, ich habe nie was in der Vergangenheit geschrieben, alles, was ich mache, mache ich jetzt. Okay, der diese Worte, blau gelesen, auch die roten Worte, interessant jetzt, diese roten Worte sind genau genommen symbolisch blau, weil du siehst sie ja. Das ist sehr wichtig, dass du, wenn ich von Rot rede, rede ich von etwas, was nicht existieren kann, nicht wahrgenommen werden kann. Und diese rot geschriebenen Worte nimmst du ja jetzt wahr. Darum ist es symbolisch gesehen eigentlich was Blaues. Genau. Nicht in der von mir de facto mir, ich bin du, jetzt ausgedachten Vergangenheit geschrieben haben, weil mir Geist jetzt, ab jetzt bewusst ist, dass alles von mir ausgedachte. Das Lesson ist ganz wichtig. Haben wir heute schon mal ganz kurz, habe ich das reingestellt in unseren Chat, das ist eine Fremdsprache. Genau. Da. Mit dessen. Ja, scharfenes. Ich bin ja ein Profi, da muss ich vorsichtig sein. Ich habe einen Dora-Profi da. Okay, Fremdsprache, üble Nachrede, Verleumdung, klassisches Hebräisch, eine seltsame Sprache sprechen. Das macht Udo jetzt, wenn er die Vatersprache spricht. Wenn ich immer sage, wenn wir auffächern, wenn ich so einen Profi habe wie ein Redo, jetzt ausgedacht natürlich, immer ausgedacht, Figuren in meinem Kopf. Und ich sage dann, das ist rot-blau gelesen. Wenn du die Grundlage nicht kennst, sprechen wir eine total seltsame Sprache für Fremde. Mhm. Stimmt? Redo oder stimmt? Mhm. Das ist eine Fremdsprache, vor allem meine Vatersprache, von rechthaberischen Menschen oft nur missverstanden oder gar völlig falsch interpretiert werden, hat lässt auch noch eine andere Bedeutung, nämlich Verleumdung und üble Nachrede. So, und jetzt schau dir, was Menschen über den Udo Petscher reden. Über der den Dilettant. Ein Dilettant, der Dilettant, der Nichtswisser, der war ja nie auf einer Universität. Ich sage prinzipiell, kein Mensch, den du dir ausdenkst, kann anders sein, wie du in dir denkst. Mein schönes Beispiel ist letztendlich, wir bleiben mal auf der Brösel-Ebene, wenn jetzt so ein Gedanke in dir kommt, das ist ja das Ego, schützt sich erlauben, man will ja gut dastehen, man will ja nicht lächerlich gemacht werden. Was denken dann die Leute von mir? Und jetzt geh ganz einfach ins Jetzt. Was sind diese Leute jetzt? Was sind die Menschen? Gedanken. Schau, die Leute schreiben sich über auf Hebräische so. Das sind die Leute und die Menschen. Das hebräische Wort heißt sterben, tot sein. Lass die Toten ihre Toten begraben. Das ist jetzt schlichtweg und einfach, die Leute, die Menschen sind jetzt einfach nur der Gedanke an Menschen. Was magst du für eine Vorstellung von den Leuten und den Menschen? Ich sag's dir, Trockennasenaffen, die da außen irgendwo auf einer Erdkugel rumlaufen, dasselbe denkst du auch, wenn du an dich selbst denkst. Das ist aber interessant, das sind MD, sind gestaltgewordene Erscheinungen des Meeres. Das ist gestaltgewordene Erscheinung, dieses Wort MD alleine im Hebräischen heißt Tod. Das sind Kriegsleute. Die kämpfen alle gegeneinander um Rechthaberei, egal ob das Christen sind, ob das Protestanten sind. Und die schlimmste, die übelste Kategorie sind die Idioten, diese kleingeistigen Affenidioten, die meinen, sie gehören zu den Guten. Die wissen, was richtig ist. Es ist dabei vollkommen gleichgültig, ob du ein Querdenker bist jetzt in Bezug auf Corona
ob du ein Querdenker bist oder ob du ein linksfaschistischer Mensch bist, der nicht mehr im geringsten mitkriegt, dass sich deine Geschichte wiederholt, komplett wiederholt. Es ist vollkommenes faschistisches Gedankengut, was zurzeit die Massenmedien über die Menschen herausschütten, in deiner ausgedachten Traumwelt. Und wohlgemerkt, von dir jetzt gedacht, oder du rufst ganz massiv wieder. Was denkt dann der von mir? Ist auch der, den du dir jetzt ausdenkst, der wird das denken, was du denkst, was er denkt. Jeder Mensch, den du dir denkst, ist eigentlich genau genommen bloß eine Kiste. Ein altes Beispiel in Holofeeling. Wir sagen jetzt einfach, denk einmal an der Kiste. Denk an der Kiste. Dann ist das doch mal nur das Wort Kiste da. Ich sage, nee, stell sie dir bildlich vor. Stell sie dir bildlich vor in deinem Kopf, die Kiste. Nicht nur das Wort Kiste, mach aus dem Wort Kiste eine bildliche, ganz, ich sage mal, ganz grobe Vorstellung in deinem Kopf. Kannst du gar die Augen dabei offen lassen auf deiner VR-Brille? Hast du nämlich zwei Informationen. Einmal das auf deiner VR-Brille, sinnlich wahrgenommen, und im selben Moment kannst du dir ja feinstofflich nochmal was futzi, unscharf denken. Okay, und jetzt frage ich dich, aus welchem Material besteht diese Kiste, die du jetzt denkst? Und du wirst jetzt feststellen, das Material der Kiste, die du dir denkst, entsteht erst in dem Moment, wenn du dir Material denkst für die Kiste. Und was ist in der Kiste drin, die du dir jetzt denkst? Du wirst feststellen, in der Kiste ist erst dann was drin, wenn du dir was hineindenkst, nämlich genau das, was du dir hineindenkst. Jetzt denk an einen menschlichen Schädel von einem Trockennasenaffen. Was ist da drin? Jetzt wirst du feststellen, jetzt hast du schon ein Programm, ein Gehirn. Das ist schon, da bist du schon dogmatisch an eine einzige Möglichkeit gebunden. Wenn du freies Programm bist, kannst du dir da genauso was reindenken, was du willst. Und es wird dann auch für dich da drin sein, wenn du glaubst, dass es so ist. Weil das Schöne ist, dass sich dein Glaube nämlich verwirklicht. Alles, was du beschwörst, verwirklicht sich. Und wir landen jetzt immer wieder diese Gedankenwellen. GL. Ich erkläre das immer und immer wieder. Das ist erst einmal ein hebräisches Wort. Wenn wir das rot lesen, ist es dein geistiges Licht. Wenn wir es blau lesen, ist es dein Gehirnverstand und das Licht, das du dir ausdenkst. Die Sonne am Himmel oben, die Schatten, die Lampen, egal was du dir denkst, sind existierende Lichter, sind vergängliche Lichter. Die kommen und gehen und kommen und gehen. Das geistige Licht, sage ich immer, ist wie eine Lampe in einem symbolischen Projektor. Die flackert nicht, während die Lichter auf der Leinwand kommen und gehen und flackern. Das ist das ewige Licht. Rot. Wenn wir das jetzt im klassischen Hebräisch nehmen, ist das zuerst einmal das hebräische Wort für Welle. Und für einen Trümmerhaufen, da denkst du jetzt einfach an ein Meer, an ein aufgeworfenes Meer. Das sind die Wellenberge, dieses ganze ständige, da kommt dann viel mit rein, diese Welle. Das ist jetzt erst einmal das Gall. Also wir bleiben mal beim geistigen Licht und bei der Welle. Das sind Gedankenwellen. Und diese Gedankenwellen sind A, U, B. Dieses hebräische Glaub, E. Das ist das hebräische Wort, das können wir jetzt natürlich rot machen, ist der Schöpfer, verbindet alles in sich selber, inmitten von sich selbst. Das ist das Nihilo, das Nichts. Und sobald dieser Urknall, bevor er gegen All hat, explodiert, kriegst du eine Schöpfung von was aufgespannt und das ist Außenballon. Die Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Und das Ganze nennt man Beschwörungskunst im Hebräischen. Und zwar ist es ganz gezielt die Beschwörungskunst von toten Geistern. Von Programmen, von geistlos nachäffenden KIs. Darum nennt man das auch der Zauberer. Z-A-U-B, die Geburt der Schöpfung einer aufgespannten Polarität, die in dir erweckt wird. Das ist der Zauber. Der entsteht aufgrund deines Glaubens. Und alles, was du beschwörst, wird sich für dich auch realisieren. Das heißt definitiv von einem bloßen Gedanken, wo du eigentlich gar keine Angst haben musst. Du musst ja vor deinen Gedanken keine Angst haben. Was du übrigens laufen magst, du denkst jetzt, was du hast, da panische Angst, dass das passieren könnte. Und jetzt kommt das große Problem, ich werde dir sagen, ich werde es in dir passieren lassen. Auch sinnlich wahrgenommen, das heißt definitiv nur auf deiner VR-Brille. Weil du ein toter Geist bist, du arbeitest nämlich nur mit einer KI. Das ist das hebräische Wort für KI. Das heißt Brand. Jetzt haben wir aber wieder, schauen, wir haben hier einen Polarrand. Da beginnt hier schon mal das Ganze vorne mit Bara. Bara. Das Bara schöpfen. Bereshit Bara El Hayom. Inmitten dieses Kopfes erschafft, schöpft aus seinem tiefsten Innern heraus Gott das Meer, seine Gedankenwelt. Und dieser polare Rand, wenn natürlich jetzt noch ganz interessant, dieser polare Rand, wenn ich B als B, zweiter Buchstabe, dieser polare Rand, das ist die Welt einer Gedankenwelt, ist M All, ist von Gott.
Das ist natürlich eine Wunde. Die ganzen Wunder sind Wunden, weil ein, im Griechischen nennt man das Trauma. Eine Traumschöpfung, ein Trauma. Diese Wunder sind nämlich Wunden, eine Beule schlagen, weil du nämlich Gedankenwellen in dir aufschmeißt. Jetzt, wenn ich zusätzlich noch weiß, dass also hier der polare Rand, dieses BR für sich alleine gelesen, das Äußere ist im Hebräischen. Da könnte ich jetzt filmen, das ist nichts willkürlich. Schau mal hier wieder her. Diese immer diese Spiegelungen sind wichtig von unserem Einheitskreis. Und das heißt jetzt rot gelesen im Kopf, inmitten verbunden im Kopf, ist das Äußere. Man kann auch die Reinheit lesen. Das ist natürlich, Rei ist dann der Kopf des Schöpfergottes, Rei ist der Spiegel. Aber da können wir jetzt nicht weiter rein, das müsst ihr eigentlich leiden. Was dann ist, dass dieses Äußere, schau mal, AOB, das ist das, was du beschwörst. Immer scharfes S, griechisch ist auch Beta. Ist zwangsläufig deine doppelt aufgespannte ELD, deine doppelt aufgespannte Welt. Und jetzt kriegst du hier den polaren Rand. Und du musst ihn von Augenblick zu Augenblick opfern, dass wieder ein neues Bild auftaucht. Und du wiederholst immer wieder dieselbe Scheiße. Du bist wie immer wieder langst du auf die heiße Herdplatte drauf. Ich sag lang nicht auf die heiße Herdplatte. Lass los. Kannst du offensichtlich nicht. Du wiederholst, egal wer du bist. Ich mache so viele kleine Hinweise. Jetzt auf der Bröselebene, wo ich nur anspreche, jetzt hast du mal, du hättest die Freiheit, es nicht zu tun. Ein Akt von Selbstdisziplin. Wenn eine zuschwätzen, den Müll, den lass mal sein, es ist, du wirst, du bist der Richter über alles und jeden. Du Geist in Verbindung mit deinem Programm. Es wird für dich jeder Mensch so sein, wie du bestimmst, dass er ist. Die Masse, die du böse, charakterlich böse und schlecht definierst, sind doch bloß Gedanken, die du doch persönlich überhaupt nicht kennengelernt hast. Wie kannst du über Menschen eine Meinung haben? Jetzt müssen wir schon wieder wissen, über was reden wir? Reden wir von einem blauen Menschen? Reden wir von einem Enosch? Das ist das hebräische Wort für den normalen Menschen. Interessant. Gefährlich, heillos, hoffnungslos. Tödlich, unhaltbar und verzweifelt. Das sind die Affen, die du dir ausdenkst, die haben keine Überlebenschance. Das klingt jetzt so herzlos und jetzt nimm doch einfach dein eigenes Leben, so wie du glaubst, dass das abläuft, vom Säugling bis zum Greis. Wo ist der Säugling, an den du denkst, wenn du jetzt an dich selbst denkst, in jungen Jahren? Wo ist das Schulkind, wenn du an dich denkst? Ein Gedanke. Nicht mehr, aber viel, viel weniger. Einfach nur ein Gedanke von dem, der immer ist. Du bist das Meer, weil du ich bist. Du bist im Meer, immer, El Hayom. Wie oft muss ich das noch wiederholen, bis du das für voll nimmst? Du magst jetzt vielleicht begeistert sein, wenn du das hörst, dann klingt das Telefon klatsch und du bist wieder voll der Affe, der du eigentlich bist. Der du nicht bist, der du nur dann bist, wenn du an dich denkst. Aber dann ist der Affe, an den du denkst, dein Körper genauso ein Gedanke wie ein Haus, wie ein Baum. Habe ich nicht vor angeblich 2000 Jahren gesagt? Nehme einen Stein hoch und du siehst mich. Spalte ein Holz und du siehst mich. Schau einen Wald an und du siehst mich. Schau in den Himmel hoch und du siehst mich. Ich bin du. Das sind Facetten von uns. Auf der höheren Ebene ist dein Körper deine ständig wechselnde Information. Und jede Facette, die in dir auftaucht, ist eine winzige Facette von unserem Körper. Jedes Wissenselement, es ist letztendlich alles, was du wahrnimmst, muss da sein. Du kannst immer nur das wissen, was jetzt da ist. In einer existierenden Form, was aber von Augenblick zu Augenblick schon wieder umgetauscht wird. Das ist hundertprozentig sicher. Was ist eigentlich in dir drin, dass du das nicht wahrhaben willst? Die panische Angst, dass du den Körper verlierst, mit dem du dich verwechselst, weil wenn mein Körper nicht mehr da ist, gibt es mich ja nicht mehr. Das ist doch die dümmste und geistloseste Glaube, den es überhaupt gibt. Es ist doch das Leichteste für dich zu überprüfen, dass du Geist auch dann wechselnde Informationen wahrnimmst, wenn in keinster Weise ein Hauch von dem Körper ist, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Stimmt oder stimmt? Und versuch jetzt das bitte nicht irgendwelchen anderen zu erklären. Das ist der nächste Schwachpunkt in deinem Programm, weil du erst bereit bist, was zu glauben, wenn irgendwelche Affen in deinem Traum dir das bestätigen, dass es so ist. Weil du nicht den Mut hast, der Erste zu sein, der bestimmt, so ist es und nicht anders. Ich habe erkannt, dass es so ist. Und ich lege keinen Wert darauf, dass irgendein Gedanke, sprich irgendein Mensch, sprich irgendeine Information, drei verschiedene Worte, im Prinzip für dasselbe Ding, das wir jetzt beschreiben. Weil jeder Mensch
Jetzt ist nur das Wort Mensch da. Ist eigentlich jetzt nur ein Gedanke, eine Information von dir. Das ist alles blaues Zeug. Blaues Zeug kann das sowieso nicht begreifen. Es ist vergänglich. Wie willst du an der vergänglichen Erscheinung erklären, was Ewigkeit bedeutet? Schau deinen Computer jetzt ganz bewusst an, dann hast du eine sinnlich wahrgenommene Information, die in einer gewissen Entfernung vor dir zu stehen scheint. Du träumst jetzt. Und erklär ihm, dass er vergänglich ist. Was ist jetzt der Unterschied? Wie war das nochmal? Was denkst du, wenn du an einen Computer denkst? An ein Gehäuse, an einen Computerchip? Und was denkst du, wenn du an einen Mensch denkst? An ein Gehäuse, das du Körper nennst, und an ein Gehirn. Merkst du, wenn ich sage, du bist unheimlich logisch, aber nicht besonders geistreich? Du musst jetzt erst einmal ein bewusster Geist werden, dass du weißt, was Logik wirklich bedeutet. Schau, wir sind nur hier. So, und wenn wir auf die Art und Weise die 5000 Seiten durchgehen von dem Hauptwerk, dann wirst du merken, dass die Welt ganz anders aussieht, die du dir aufdeckst. Der polare Rand wird komplett anders. Du kommst in eine komplett andere Daseinssphäre. So wie ein Säugling, der die Matrix verlässt, in eine komplett andere Welt ist. Das ist der Wechsel von der Matrix 1 in die Matrix 2. Und dann wiederholt sich dasselbe nochmal in 3 Stufen. Innerhalb deiner Gebärmutter, deiner Matrix, sage ich Ei, Embryo sieht aus wie eine kleine Wurm, eine Raube, und dann bist du ein kleiner Mensch. Jetzt änderst du von der 1er in die 2er Matrix. Ich bin nicht gekommen, um euch Liebe zu bringen. Ich bin die Liebe. Ich bringe dir das Schwert, um dich selber abzuschneiden. Die Nabelschnur hier beim Neo in der Matrix. Und jetzt haben wir dasselbe. Wieder 3x3 Wachstum, wieder 3 Wachstumsstufen. Da bist du zuerst ein Säugling. Ich sage mal, das geht, bis du in die Schule kommst. Und so weiter und so weiter. Dann kommst du in die Pubertät. Das kann man immer noch mal da. Okay, also gut, nochmal von mir de facto jetzt ausgedachte Vergangenheit geschrieben haben, weil mir Geist jetzt bewusst ist, dass alles von mir ausgedacht immer nur hier und jetzt in mir selbst in Erscheinung treten kann. Das ist jetzt nochmal ein, und dann lassen wir es gut sein, es besteht ein großer Unterschied zwischen dieses deutsche Wort zwischen. Im Hebräischen ist es bin. Ich gehe jetzt nicht in den Matrix-Explorer, kannst du nachschauen, heißt eigentlich, hebräisch korrekt, in mir ist was existierend. Hebraisiert, zwaf ischen, heißt wirklich ein Befehl zu schlafen. Das passiert, wenn in dir was zu existieren beginnt. Eine bewusste Auferstehung und einer unbewussten Wiedergeburt. Was ist der Unterschied? Den Udo, den du dir jetzt ausdenkst, wo du jetzt gar nicht hindern kannst, dass du jetzt im Moment an den Udo denkst, der übrigens die ganze Zeit nicht existiert hat, während du diesen Lautsprecher zugehört hast. Das Wort Udo existiert jetzt erst, weil ich das ausspreche. Und dann denkst du automatisch wieder, wie mit der Kiste, an einen Udo, ist etwas, der in deinem Traum ganz bewusst auferstanden ist. Wenn ich wiederkomme, werde ich wiedergeboren in deinem Kopf, im Kopf eines träumenden Geistes, um ihm zu sagen, dass er ein träumender Geist ist. Das ist eine bewusste Auferstehung. Eine unbewusste Wiedergeburt ist, dass du ständig alle Leben, alle Menschen, die du dir ausdenkst, sind lauter KIs und du bist der Spieler, der all diese Rollen spielen muss, querstrich darf. Und solange du dich massiv verwechselst mit deinem Charakter, den du jetzt spielst, mit dieser Rolle, wir haben schon wieder die Rolle, bist du einfach nur eine Information, eine vergängliche Information, aber du steckst in dieser Rolle bis in alle Ewigkeit drin, bis du dich wieder erinnerst, Erinnerung. Ein Erwachen in deinem Innersten, das ist Schlafen, das ist die Erinnerung. Okay, in der von mir hier und jetzt ausgedachten Zeitgeschichte gibt es nur eine Seele, E². Bewusstsein ist E², die zwei machen wir E² jetzt. Das heißt, nur einen einzigen Menschen, der bewusst auferstehen kann, und das ist der geheimnisvoll imaginäre Meister IUB alias St. Germain. Das ist der heilige Germane. Das heißt, der Geist ist E², und das heißt vom Nichts, vom Nicht-Existierenden. Ja. Wenn man Hebräisch kann, wenn man die Vordersprache beherrscht, das ist reines Ivri-Deutsch, Deus Ivri nenne ich das, Deus Deutsch. Dieser Meister des ewigen Lebens kann bewusst auferstehen. Das heißt, er verliert niemals sein göttliches Bewusstsein, gleichzeitig mit welchem Körper, hebräisches Wort Gub, kann man rot machen, das ist jetzt das Gehirn mit aufgespanntem Wissen. Das ist das hebräische Wort für Körper. Rot gelesen ist es der Geist von UB. Er sich in seiner Traumwelt inkarniert. Und ich habe mich jetzt in deine Traumwelt inkarniert, in der du dich mit dem Brösel verwechselst, der jetzt vom Computer sitzt.
Das bist du nicht. Du denkst dir jetzt dich selbst aus, du denkst dir den Udo aus. Du bist der, der sich das ausdenkt. Und wir sind derjenige zusammen jetzt, J-C-H-I-C-H, der sich jetzt diese beiden ausdenkt. Ich erkläre es immer nur dem, ich sage in einer Gruppe unter Bröseln, wenn ich jetzt als Udo auftauche, sage ich, ich erkläre es dem, der uns jetzt alle ausdenkt. Ja. Dein Problem ist, du glaubst jetzt bloß ein Allereinziger davon zu sein und alle anderen sind in dem Moment bloß deine Informationen ohne irgendein Wissen, ohne irgendein Bewusstsein. Und dein Bewusstsein limitiert sich auf den Intellekt, den du zurzeit zum Denken benutzt. Und das lassen wir jetzt einmal gut sein. Ich hoffe, das ist soweit. Da geht es jetzt sehr, sehr tief rein in die Physik, wenn wir runterfahren. Mhm. Vielleicht brauchen wir das nochmal. Jetzt muss ich aber ganz kurz schauen, wie weit unsere Aufzeichnung läuft. Und jetzt mache ich was ganz Interessantes als kleines Vorwort. Ein Trick in einem Trick in einem Trick. Und zwar musst du jetzt dann das Video anhören. Ich schalte mal ganz kurz her. Und zwar springen wir hier hin. Das Bild ist jetzt bei dir nicht eingeblendet. Ich wollte dir das nur zeigen. Da ist jetzt eine Adresse drin. Es kann sein, dass das in Österreich nicht läuft. Oder in der Schweiz. Jetzt sind wir voll auf der Bröselebene. Ausgedachte Sachen musst du ausprobieren. Wenn nicht, du hältst jetzt das Video an und du schaust dir hier den dritten Teil an. Das ist gesperrt so. Ich kann es nicht einblenden. Du schaust dir den dritten Teil an von vorne bis hinten. Und dann gehe ich ganz, ganz kurz jetzt auf den dritten Teil ein. Ich erkläre kurz, um was es in dem dritten Teil geht. Das ist also die Ehrlich Brothers, zwei Brüder, die hier ganz tolle familienfreundliche Zauberkunst machen, im klassischen Sinne. Und das sollten wir jetzt noch wissen. Bevor ich das loslasse, muss ich da doch nochmal reinspringen. Und zwar gehen wir auf Seite 15 von Ich bin du. Kleinen Moment. Das ist jetzt hier übrigens, da komme ich gleich noch drauf, das ist diese große Datei, die findet man auch auf der Holofeeling-Seite. Das ist sehr hilfreich, wenn man das studiert, weil zuerst einmal sind die Hauptwerke drin, also die zwei neuen Schriften sind zwar nicht dabei. Da kann man jetzt die Ohrenbohrungen aufmachen und dann machen wir Ich bin du auf. Das geht ratzfatz und du kannst das ganze Dokument ratzfatz durchsuchen und da können wir jetzt einfach mal schnell auf die Seite 15. Seite 15 müsste sein. Zu viel. So, ich bin du, der Samen. Ich habe nun, wie es in meinen Offenbarungen geschrieben steht, mein Lamm, den Menschensohn, wichtig. Jetzt, wenn du an den Udo denkst, als Jesus habe ich aramäisch gesprochen. Nimm das einfach, es war nie in der Vergangenheit was. Ich rede in Form von Metaphern, in Form einer Märchengeschichte. Aramäisch heißt Menschensohn Bar-Anosch. Baranosch. Der Enosch ist ein Sterblicher. Bar heißt ja das Äußere, das heißt auf Aramäisch übrigens Sohn. Und Anosch haben wir ja gerade das Unheilbar, der sterbliche Säugetier der Affe. Baranosch heißt eigentlich ein äußerer Affe, ein sterblicher Mensch. Mhm. Das ist das, was ich dir die ganze Zeit erzähle. Im Hebräischen heißt es Ben Adam. Ein riesengroßer Unterschied. Im Sein ist das Rote, im reinen roten Sein. In deine Welt gesandt, um dir behilflich zu sein, den wirklichen Weg in dein Dortsein zu finden. Das müssen wir jetzt einmal wegmachen. Es geht ja überhaupt nicht um den Gedanken, Udo. Es ist ein Gedanke wie Film. Du bist die Hauptperson in deinem Traum. Es geht um den träumenden Geist und nicht um irgendeine Figur. Weder um einen Udo noch um den, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst oder irgendwelche anderen Menschen. Es sind vergängliche Erscheinungen, Antagonisten in einem Traum. Du musst dich komplett davon lösen, dass du die retten könntest, die Menschheit retten wollen, ein Mensch an der Vergänglichkeit zu hindern, das möglichst lang hinauszuzögern, der warnt einer materialistischen Schulmedizin. Wer will denn einen Säugling möglichst lang am Leben erhalten? Möglichst ewig lang die Scheiße wegräumen und die Windeln sauber machen? Der ist schon weg, wenn das Kind in die Schule kommt, dann bist du ein paar Seiten weiter. In dem Buch sind alle Seiten gleichzeitig. Du durchlebst zurzeit ein Leben mit einer ständigen Gestaltveränderung, auch in Bezug auf den Körper, an den du denkst. Du denkst immer, wenn du an dich denkst, an einen Trockenlassen auf dem Körper, der aber jedes Mal vollkommen neu ist, wenn du ihn denkst, so wie jede Welle, die in dir auftaucht, vollkommen neu ist. Ich erkläre es mit dem Prinzip der Gnede. Du nimmst der Gnede, machst der Tasse draus, dann machst du einen Teller draus, dann machst du ein Brezel draus und dann machst du wieder die Tasse draus. Es ist immer dieselbe Gnede, aber die Tasse, die jetzt entsteht, auch wenn sie oberflächlich wieder genauso ausschaut, was übrigens bei genauer Betrachtung gar nicht so ist,
Wenn du jetzt deine Hand anschaust auf der VR-Brille und du machst die weg und du schaust die dann wieder an, wird die Hand in dem Moment vollkommen neu erschaffen. Und jetzt in deiner Logik ist in dem Zeitraum jetzt einmal als Metapher dein Fingernagel um so und so viel Mikrometer gewachsen. Weil ja angeblich das wächst. Das sind Hautschuppen abgefallen. Dasselbe ist, wenn du jetzt schaust und du gehst durch die Stadt, dann hast du Bilder. Die Bilder sind ja nicht die Stadt. Die Stadt ist der Ordner, aus dem diese Bilder entspringen. Du kannst nicht zweimal dieselbe Form, es ist immer nur die gleiche. Du bist dein ganzes Leben immer derselbe Geist, rot gelesen. Ich kann auch sagen, derselbe Mensch, rot gelesen. Aber immer, wenn du an dich denkst, an deinen Körper denkst, bist du immer nur der G-Leiche, eine Gehirnleiche. Ein Le-Ich, ein auseinandergeschmissenes Ich. Okay? Und jetzt ist wichtig, da geht es jetzt um den Glauben mit Wunder. Da heißt es hier ganz einfach, für wen hältst du dich, kleiner Mensch? Du scheinst dir zu denken, na du großer Gott, beweise mir zuerst einmal, dass es dich gibt. Wirklich gibt. Das wirkende Licht gibt es nicht, das ist rot. Dann werde ich auch an dich glauben, ich Brösel. Das ist reinstes egoistisches Kaufmannsding. Und ich, Upi, sage dir jetzt, ich mache mit Egoisten keine Geschäfte. Ich mache auch keine Geschäfte mit irgendwelchen Gedanken. Ich mache keine Geschäfte mit Trockennasenaffen. Ich mache keine Geschäfte mit irgendwelchen vergänglichen Erscheinungen. Mich interessiert der, der ewig ist, und das ist der Geist, der träumt. Ich will nichts mit selbstheiligen Egoisten zu tun haben. Das sind alle Menschen, die du dir ausdenkst. Mögen die dir noch so selbstlos erscheinen. Wenn du hinter die Fassade schaust, was du merkst, die Triebfeder ist immer egoistisch geprägt. Egal, was sie machen. Selbst der größte Altruismus, Franz von Assisi, ist schlichtweg und einfach Egoismus. Wird auch erklärt in gewissen Schriften. Egoisten haben sich zu weit von meinem Ebenbild der Nulllinie entfernt, wo die Gedankenwellen herausspringen. Ich bin der Herr, ich habe die Spielregeln. Lila Krishna, die Spiele Krishnas. Deines Lebens festgelegt, und ich sage dir nun, dass mein Spiel genau andersherum funktioniert. Fang du zuerst damit an, wohlgemerkt, du Geistesfunk, du Geist, der du mich jetzt sprechen hörst, der du mich jetzt ausdenkst, und was der Udo dir jetzt erzählt, ist das, was du träumst. An mich zu glauben, das heißt an dich selbst zu glauben, weil dieses Spiel beginnt ja bekanntlich mit Ich bin du. Wir sind jetzt übrigens auf der Seite 15 in Ich bin du. 15 ist das hebräische Wort, ja, heißt Gott. Die Kurzform von Gott, JH, einfach nur poetische Kurzform von Jahwe, göttliche Quintessenz, das ist der im Zentrum. Und dann haben wir noch ein JH, das rot gelesen, und dann machen wir noch ein WH dran. Man kann das auch so schreiben, und dann hast du aufgespannte Wahrnehmung. Das ist das Blaue hinten dran, wenn wir das jetzt machen. Okay? Das heißt dazu, fang an, du an mich zu glauben. Das ist das Erste, was ich mache. Glauben heißt, beschwöre das, was du selbst bist. Dann werde ich dir beweisen, dass es mich wirklich, das wirkende Licht in dir selber gibt. Mein Menschensohn wird es dir vorleben, was es heißt, wirklich an mich zu glauben. Das ist kein religiöser Wahn. Das ist die große, bewusste Erkenntnis, dass alles, was ich denke, kommt aus mir selbst. Alles, was ich denke, ist genauso, wie ich es denke. Ich, sagt der Brösel Udo immer auf der Brösel-Ebene, verfüge über das Bewusstsein, dass ich nichts und niemanden, den ich jetzt denke, ganz bewusst denke, vorwerfe, dass dieser Gedanke, diese Information genauso ist, wie ich sie mir denke. Egal, ob ich an Menschen denke, ob ich an der Maschine, an einen Computer denke, wenn ich mir denke, wie der Computer funktioniert, es ist so, weil ich das erschaffe in dem Moment, wo ich es denke, und es wird genauso funktionieren. Es funktioniert genauso, wie ich es denke, dass es funktioniert. Und ich denke jetzt an die Welt. Und die Welt, die ich mir ausdenke, funktioniert genauso, wie ich es erschaffen habe, hier und jetzt. Und du bist eigentlich ich, aber du bist so weit weg von mir. So unendlich weit weg. Aber du wirst ich sein, in dem Moment, wo du dich wieder erinnerst, was du bist. Er wird dir deswegen auch keine Wunder oder andere Zauberkunststücke vorführen. Er ist physiologisch gesehen ein Trockennasenaffe wie du eben, wenn du an dich selbst denkst. Eben nur ein Menschen, ein Paranosch, ein äußerer Affe. Nur habe ich ihm unter anderem auch die Fähigkeit verliehen, hinter alle Dinge zu sehen. Für ihn haben dein Raum und deine Zeit keine Grenzen mehr. Wenn
er dir nun dennoch ein göttliches Wunder vorführen würde, zum Beispiel übers Wasser laufen, somit einen schnippernden Elefanten erschaffen, wohlgemerkt auf deiner Verabrede, würdest du dann aufgrund dieses Wunders an mich glauben? Was würde dir dieses Wunder denn letztendlich nutzen? Nichts, absolut nichts. Ich würde dir erklären, wieso dir das nichts nützt. Weil je nach deinem momentanen Charakter, das ist dein Programm, dein Intellekt, würdest du dadurch nur entweder geblendet sein und ihn, sprich einen Gedanken von dir, hündisch anbeten, ob du ein Jesuskreuz anbetest, ob du einen Buddha, einen Allah, was auch immer du anbetest, deine Figürchen, habe ich nicht gesagt, du sollst dir kein Bild machen von Gott. Weder von dir selbst noch was anderes. Es ist so geistlos, nachgeäfft und einen Schwamminhalt konntest du dir nicht raussuchen. Ich kann mir jetzt nicht verkneifen, nochmal zu sagen, wäre ich damals nicht gekreuzigt worden, sondern man hätte mich ertränkt, so wie man Hexen ertränkt, dann würden die jetzt vorne in den Kirchen kleine Aquarien stehen haben und die Leute würden sich kleine Aquarien um den Hals rumhängen. Oder du würdest ganz Rationalist, das ist der normale, der übelste Glaube, den es überhaupt gibt, ist Materialismus. Absoluter Atheismus. Selbstentheiligung. Dein Geist nur dazu benutzen, hinter den Trick dieser beeindruckenden Zauberkunststücks zu kommen. Und jetzt kommen wir zum eigentlich Wesentlichen. Nämlich zu dem hier, das lasse ich jetzt abgehen. Das heißt, ich will nicht, dass du irgendeinen Gedanken von dir anbetest und schon gar nicht, dass du meinst, du könntest mit einer jetzig geistlos nachgeäfften naturwissenschaftlichen Logik, ich nenne das immer The Making of bei Filmen, wenn du Matrix-Film gibt es The Making of. Wie haben die das gemacht? Oder wie werden jetzt die neuen Superheldenfilme gedreht? Alles nur computeranimiert. Alles computeranimiert. Du wirst lachen, selbst das, was du jetzt vollkommen hyperreal sinnlich wahrgenommen auf deiner Verabredung siehst, wenn du angeblich aus deinen Augen heraus in die Welt hineinschaust, ist computergeneriert. Und das Programm ist Holo-Feeling. Du lebst in einer Matrix. So, und jetzt hol mich hier an und jetzt bitte ich dich in Bezug hier auf die Ehrlich-Brothers. Ich habe schon gesagt, den 3, du holst dir diese Adresse, steht drin. Das ist jetzt, da gehe ich jetzt gleich einmal, kann ich jetzt zurückschalten. Rein beenden. Jetzt müsste den Udo wieder da sein. Als Pixelmännchen. Ja. Jetzt sieht es, jetzt gehe ich drauf ein. Du hältst jetzt das Video an, dieses Video an und schaust dir diesen dritten Teil an von diesem Zaubershow. Und da erkläre ich jetzt etwas dazu, weil es ist hochinteressant, alles, was ich in dir auftauchen lasse, jetzt, vielleicht hast du es schon gesehen, basiert erst einmal auf Tricks, auf göttlichen Tricks. Und da gibt es verschiedene Fokusebenen. Das heißt, bei vielen Tricks funktionieren Sachen wirklich nur ein allereinziges Mal. Mein einfaches Musterbeispiel dazu ist diese Aussage, zeichne ein Quadrat mit 3 Strichen. Und ich sage jetzt immer, ich garantiere dir, wenn du das jetzt auf der Bröselebene als Brösel unter Brösel nenne ich das, versuchst mit deinen Freunden zu machen, wenn das einer das erste Mal hört, ist der erste Gedanke, das geht nicht. Dann probieren manche rum. Wenn dir einer sofort aus dem Stegreif die Antwort gibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das vorher schon irgendwo gelesen oder gehört hat, dass dieser kleine Trick in ihm drin ist, liegt bei 99,999%. Er sagt dann, er kommt sich dann natürlich das Ego und sagt dann, das wusste ich, das gewusst. Jeder, der das erste Mal hört, sagt, das geht. Es gibt viele, viele Sachen, genauso ist es mit Zaubertricks. Wenn man jetzt, ich sage immer so David Copperfield-mäßig. Das ist extrem beeindruckend, bis man einmal dieses Making-of-Lösung dazu hat und dann funktioniert der Trick nochmal weiter im Hinterkopf, weil man nicht hasst, wie man das macht. Und die sind in der Regel extrem simpel. Das heißt, die beeindruckendsten Tricks sind teilweise so simpel, dass dich das sprachlos macht, weil deine Logik komplett abstürzt. Das ist das Prinzip von Holofeeling. Ich erkläre ganz kurz nochmal auch, Ariane, jetzt raumzeitliche Geschichte, wie bei dir war, wenn man das mit dem klassischen Spiegeltunnel macht. Du musst dir jetzt vorstellen, ich sage immer wieder, du nimmst einen Spiegel in die Hand, hältst den so unter die Augenkante und stellst dich hier vor einen möglichst großen Spiegel hin und dann wirst du feststellen, ist logisch, du siehst dich vor dir stehen, spiegelverkehrt, den Spiegel, den kleinen Ausschnitt und die Augen. Das ist den Fokus, wo du hast, so wie wenn du in den Spiegel schaust, du dich im Spiegel siehst, hinterm Spiegel. Okay, wir machen das und dann sage ich jetzt dummer und dann kannst du in den Spiegeltunnel reinschauen. Jetzt erkläre ich dir einen Trick und ich sage dir gleich, wenn du das jetzt ausprobierst, wird es nicht mehr funktionieren bei dir.
wenn ich das erste Mal mit dir mache, ist es so. Das ist jetzt das wichtig, sehr wichtig, dass du das mitcheckst. Wie sieht es eigentlich aus? Du siehst dich und dann siehst du, wenn du reinschaust, genau genommen Spiegel, 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 immer wieder du mit der Nasenkante, so wie du das jetzt siehst und du hast in deinem Spiegelbild ist und dann kannst du den Blickwinkel machen und in den Spiegeltunnel reinschauen, wo sich dann aufbaut. So, und dann nehme ich ein kleines D-Licht, ich sage mal ein kleines Licht, ein kleines Lämpchen. Und während du jetzt da reinschaust, schiebe ich, sage ich, pass jetzt, ich mache zwischen die zwei Spiegel ein Lämpchen rein und dann halte ich dieses Lämpchen dazwischen rein, während du drüber schaust und dann siehst du Spiegel, Lampe, Spiegel, Lampe, der Spiegeltunnel, der nur aus Spiegeln besteht, hast du zwischen jedem Spiegel das Lämpchen stehen. Spiegel, Lampe, Spiegel, Lampe, Spiegel, Lampe, Spiegel, Lampe. Und jetzt sage ich, pass auf, und jetzt mache ich zwischen diese zwei Spiegel zwei Lämpchen. Aber ich nehme kein zweites Lämpchen, sondern in dem Moment, wo du schaust, ignorierst du vollkommen den ersten Spiegel, den Rai. R-A-I auf Hebräisch, Resh Aleph Jod heißt der Kopf des Schöpfergottes, das ist das hebräische Wort für Spiegel. Jetzt wollen wir uns das, ich muss jetzt da ganz kurz, habe ich da irgendwie, ja, du wirst mitdenken. Du hast dich hier, wo du schaust und du hast dein Spiegelbild. Und zwischen diesen zwei Spiegeln, ich hoffe, die zwei Hände sind drauf, wo jetzt meine Ebene von der Nase ist, ist ja der Spiegel in der Wand, den du komplett vergisst. Ja. So wie du auch an deinen Badezimmerspiegel nicht denkst, wenn du morgen in den Spiegel schaust. Okay, in dem Moment, wo ich jetzt das Lämpchen reinhalte, muss ich das Lämpchen, stelle ich ja nicht zwischen diesen zwei Spiegeln, den und die gehen dann Spiegel, Spiegel, immer in deinem Abstand. Sondern ich kann den Spiegel ja hier, wenn der mittlere Spiegel, denk dir, wo meine Nase ist, ist der Spiegel, der eigentlich nichts ist. Ich kann ja den nicht zwischen die zwei reinstellen, sondern ich muss den da dazwischen reinstellen, zwischen genau. Dem mittleren Spiegel und da. Und da der Spiegel, den du siehst, eigentlich da ist, ist das Lämpchen zwischen diesen zwei Spiegeln. Den, der ist für dich nicht existieren, wenn der groß genug ist. Und dann hast du in deinem Tunnel Spiegel, Lampe, Spiegel, Lampe, Spiegel, Lampe, Spiegel, Lampe. Und jetzt sage ich, jetzt erschaffe ich zwei Lämpchen. Und jetzt mache ich einfach Folgendes, dass ich dieses Lämpchen hier hin tue. Und in dem Moment, wo ich an den Spiegel hinkomme, spiegelt sich das Lämpchen. Und jetzt wird dir diese Spiegelung dieser Lampe bewusst. Und dann hast du in dem Moment plötzlich Spiegel, zwei Lämpchen, Spiegel, zwei Lämpchen, Spiegel. In dem Moment, wo dir die Spiegelung des Lämpchens bewusst wird, hast du das. Und wenn du das einmal hast, wenn du es ausprobierst, kriegst du es fast nicht mehr weg. Okay. So wenig, wie du wegkriegst, dass wenn ich jetzt auch zeichne ein Quadrat mit drei Strichen, dass dein Programm sofort die Lösung hat. Okay. Mit Holo-Feeling. Und jetzt kommt dieser Satz, den ich immer wieder wiederhole. Geh auf der Brösleben und sage, zeichne ein Quadrat mit drei Strichen. Jeder normale Mensch sagt, das geht nicht. Und dann probieren die noch rum, ganz seltsame Sachen, was sie probieren. Und ich sage, du hast nicht genau zugehört. Es ist das Problem der Aufmerksamkeit des Zuhörens. Es ist doch logisch, dass ein Quadrat vier Striche benötigt. Ich habe nicht gesagt, dass das Quadrat ein Quadrat aus drei Strichen bestehen soll, sondern du sollst ein Quadrat zeichnen. Die Frage wäre jetzt, wo soll ich die drei Striche hinmachen? Ich habe dann immer früher noch als Beispiel gesagt, würde ich jetzt sagen, zeichne eine Vase mit drei Blumen, würdest du das sofort machen? So, die Moral von der Geschichte, all deine persönlichen Probleme und alle Probleme der Menschheit, die du dir ab und an ausdenkst, lassen sich genauso leicht lösen, wenn du nicht auf diese trügerische Fallen des Missverständnisses von Worten und von Sätzen hereinfallen würdest. Übrigens, die Probleme deiner Menschheit, wie auch deine ganze Menschheit, existiert immer nur in dem Moment, wo du an die Menschheit denkst. Was ist eigentlich der Umweltschutz, CO2, in der Erdatmosphäre, wenn die Erde gar keine Kugel ist? Was ist eigentlich die Erdkugel jetzt? Ein Gedanke. Du denkst dir eine Kugel und denkst dir ein Problem auf die Kugel. Jetzt muss ich noch wissen, das Problema, das lateinische Wort heißt, das Vorgelegte, auch das, was du dir selber vor dich hinlegst, was du dir ausdenkst, in Maßsetzung eines geistlos dogmatisch nachgeäfften Programms. Und ich sage dir, die Erde ist genauso wenig eine Kugel, wie sie eine Scheibe war. Es sind Gedanken von dir, es sind Informationen, die du in Maßsetzung von geistlos nachgeäfften Wissen in dir verwirklichst. Und dann auch glaubst, dass es da außen so ist, weil du das zweite Gebot brichst. Der offizielle Stellvertreter Gottes auf Erden hat eine vatikanische Sternwarte.
Kennt ihr denn nicht das zweite Gebot? Macht ihr kein Bild von irgendwas dort oben am Himmel? Inwieweit sind ihr da, habt ihr in der Lage, hier meine Gebote zu halten? Die Zeugen Jehovas zeige ich dir einen Wachturm, die für sich in Anspruch nehmen, dass sie ganz streng sich nach der Bibel halten. Zeige ich dir einen Wachturm, wo der beginnt, die erste Seite mit dem heliozentrischen Weltbild. Es ist eins von einer Unmenge von geistlos nachgeäfften Wissen, so wie du Mode nachäffst als Affe, äffst du nach, wie du dir Zungenpiercing reißhaust oder Tattoos, den Haarschnitt veränderst ständig. Zu allen Zeiten hat sich das verändert, aber nicht an dem geistlosen Nachäffen. Und jeder dieser Idioten, die du dir jetzt ausdenkst, wenn du die wertfrei diese Antagonisten in deinem Traum beobachtest, ist jeder felsenfest davon überzeugt, dass das seine Meinung ist und dass das richtig ist, was er glaubt und dass das schön ist, was er als schön ansieht. Mach doch alles dein Programm. Veränderst du das Programm, verändert sich alles. Alles. Im Anfang ist das Programm, das macht die Bilder und nicht irgendeine Welt da außen, wo die Wissenschaftler jetzt meinen, sie können das mit einem Programm simulieren. Sie drehen die Kausalität auf den Kopf. Das Gesetz von Ursache und Wirkung. Und es ist schlichtweg und einfach, dass ich immer mein einfaches Gingelingeling-Beispiel. Ich wiederhole das nochmal, ich hoffe, es ist jetzt das letzte Mal. Wenn du jetzt ein Geräusch hörst, das taucht in dir auf. Wenn du träumst, kommt es aus dir. Dann wirst du plötzlich sagen, das ist eine Kirchenglocke, das ist ein Vogel, das ist ein Rasenmäher, das ist ein Hubschrauber. Das ist mein Handy oder die Haustürglocke. Ein Geräusch ist ein Wort. Im Anfang war das Wort. Ein doppelt aufgespannter, das ist eine Gedankenwelle, auf die du reagierst mit deinem Programm und damit automatisch deine Information veränderst, im Hier und Jetzt. Das heißt, du hörst ein Geräusch und du sagst, der nächste Gedanke ist, wer ruft mich jetzt an? Das heißt, aufgrund dieses Geräusches veränderst du deine Information, indem du selber dir denkst, wer ruft mich jetzt an? Dann wirst du an dein Handy denken, ich habe das so oft gemacht. Das ist nur ein feinstofflicher Gedanke. Dann wirst du für einen kleinen Moment dein Handy auf die Verabredung holen. Ich mache es jetzt einmal so mit der Maus. Für einen kleinen Moment, ob du das überhaupt mitkriegst. Das ist ein Wischer. Du hältst es hin, du drückst auf Ja und dann hörst du wieder neue Geräusche und sofort ist das Handy und alles wieder weg, weil die neuen Geräusche wieder neue Informationen in dir aufbauen. Interessant ist, wir haben zwei Möglichkeiten, das zu interpretieren und ich betone nochmal in der Physik, was auch heilig ist, die Quantenmechanik weist sich darauf hin, dass chronologisches Zeitdenken, Kausalität ist austauschbar. Rein in den Formeln austauschbar. Das ist wie mit dem Wurzelbegriff ist plus minus austauschbar. Mhm. Ich kann es von der Seite sehen und von der Seite. Wenn ich so mache, ist das meine rechte oder linke Hand. Das ist, kannst du schon alle Seiten sehen, wenn ich sage 16 Perspektiven. Mhm. Das heißt, wir haben hier eine Sache, die du beobachten kannst. Du kannst beobachten, wie sich deine Information umformt und du kannst dir bewusst machen, warum das passiert. Klingelingeling, du denkst an dein Handy, wer ruft mich jetzt an? Wenn du so mit dieser Logik arbeitest, das ist materialistische Logik, begehst du einen großen Fehler, du glaubst nämlich, du setzt den Reizauslöser Klingelingeling, denkst du dir jetzt eine Ursache, warum das entstanden ist in dir, obwohl die Ursache ja durch das Klingeln entsteht. Mhm. Aufgrund des Klingelns denkst du an das Telefon und den Anrufer. Du glaubst aber, es ist ein Anrufer und ein Telefon da und deshalb klingelt es. Diese logische Erklärung von der Anrufer basiert darauf, weil du glaubst, dass Gedanken, die du jetzt denkst, den Anrufer immer da außen sind, im Meer da außen. Merkst du das? Mhm. Aber das Immerseiende müssen wir auch wieder vier Seiten machen. Das ist das absolut Innerste, was wir uns jetzt ausdenken, ist nicht denkbar. Und wenn in dir was auftaucht, taucht in dir was auf. Das ist dein inner Ha-All. Ha-All ist der Gott, das Nichts. Und dann entsteht automatisch ein ausgedachtes außer Ha-All. Das sind die zwei B. Aber das sind jetzt B, diese Polaritäten, das ist jetzt ja schon wieder was Ausgedachtes. Ich erkläre das immer wieder, du musst es wirklich verstanden haben. Dann muss im selben Moment, wenn du dir das jetzt ausdenkst, ist im selben Moment wie diapositiv, diapositiv, das beide da. Das habe ich in vorherigen Selbstgesprächen zigfach erklärt mit unserer Kamera Obscura, dass in der Mitte nichts ist. Wir wollen zu den Zaubertrick, dass ich nicht so arg wieder genau werde. Jetzt kommen wir zu den Zaubertrick. Wir haben verstanden, ein Trick funktioniert nur so lange, bis du ihn durchschaut hast, making of. Wenn du jetzt dieses Video anschaust von den zwei Burschen, den Ehrlich-Brassers, Ehrlich, ein ganz interessanter Name, die Brüder Ehrlich, die machen ja die Tricks, die mischen das etwas. Und ich erzähle das jetzt in Kurzform, was wichtig ist. Zuerst kommt die zersägte Jungfrau. Ein klassischer Zaubertrick,
wo jeder, der sich ein bisschen mal schaut, wie machen die das eigentlich mit der Kiste, da ist eine Kiste, wo man sich reinlegt, dann wird es durchsicht und die machen das kindfreundlich. Und jetzt geh bitte genau meinen Gedankengänge mit, du hast es dir angeschaut, ich mache dann nochmal einen Trick mit drauf. Das erste ist, in dem Video, zuerst, der jüngere Bruder ist total grün angezogen, grünes Hemd, grüne Hose, grüne Sneakers. Der ältere Bruder, rot angezogen. Wir sind ja die Brassers, wir sind die Ehrlich Brassers. Ich, JCH und du, rotes Ich, wir sind die zwei. Du bist noch grün hinter den Ohren, ich bin der Rote. Okay, die werden jetzt in Kisten reingelegt und dann ist hier Moderatorin, die macht es dann mit einer Rasierklinge, dann werden die auseinandergezogen. Das ist der klassische Trick. Da kannst du jetzt ins Internet auf YouTube gehen, wie die zersägte Jungfrau funktioniert, dieser Kindergartentrick. Da die das aber immer noch etwas moderner aufbereiten, das ist die erste Form von Trick. Etwas aufbereiten ist natürlich, dass die dann drinlegen, auseinandergeschoben werden, dann zieht die den Schuh aus den einen und kitzelt den Strumpf aus, kitzelt den unten hier. Dann setzen die wieder zusammen, du hast es ja gesehen, hoffe ich, und tauschen aber rot und blau aus. Das ist dann schon mal verblüffend, dann ist eigentlich der Junge, ist oben plötzlich rot mit seinen grünen Beinen. Das polare eine ist noch grün, das aufblühende, du merkst, die Farben schwingen immer perfekt mit. Und der ältere Bruder ist jetzt oben grün und unten rot, ausgetauscht. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Jetzt kommt der zweite Trick, das ist ein Kartentrick. Das heißt jetzt, das ist auf einer Bühne live aufgenommen und da kommt jetzt was ganz Interessantes. Du hast es angeschaut mit einer Handkamera. Dieser Kartentrick, und da sind wir wieder mit Kartentricks. Es gibt ganz verblüffende Kartentricks. Das ist ein ganz primitiver Kartentrick. Er führt es sehr, sehr gut vor. Aber wenn dich das jetzt wieder von Interesse ist, gehst du in dein Internet auf YouTube und dann gibst du einfach mal Kartentricks ein, auflösen. Da gibt es Grundlagen beim Kartenzauberei. Gibt es Kartenzauber-Weltmeistereien, wo welche, die selber Kartenzauberer sind, dann bewerten, wie die Weltmeister das machen, wo die wissen genau, wie sie es machen. Und die sagen, mein Gott, ist der schnell, ist der genial, ist der schnell. Sie wissen den Trick im Hintergrund und erklären dann, wie das gemacht wird, aber sind begeistert, wie genial und schnell die teilweise sind. Also der Jüngere zeigt jetzt dieser Moderatorin einen Kartentrick, ein klassischer, einfacher Kartentrick, eine Kartenspielerei. Du hast es gesehen, hoffe ich. Und wir haben wieder zwei verschiedene Perspektiven. Das ist einmal, was du siehst, im ersten ist rein mit einer Handkamera ohne Schnitt aufgenommen. Das wird dann auch betont. Was dir dabei überhaupt nicht auffällt, das ist, du konzentrierst dich so auf den Kartentrick, und dann kommt jetzt der zweite Trick, den der große Bruder erklärt, dass er zum Beispiel, du nicht mitkriegst, dass die das Hemd, das rote und das grüne Hemd, also die Jacke tauschen. Das kriegst du nicht mit. Du kriegst nicht mit, dass ursprünglich im Hintergrund die französische Flagge, ein kleiner Eiffelturm steht und hinten Paris auf der Wand abgebildet ist, dass die auf einem Bistro-Sitz-Tisch mit einer karierten Fliesenoberfläche und einem normalen Boden sitzen, wo die Kartentricks gemacht werden und dass die komplett den Tisch austauschen, den Boden mit dem Boden austauschen, dass die dann die Flagge, den Eiffelturm mit einer kleinen Freiheitsstatue austauschen. Während komplett gefilmt wird, bist du so fokussiert auf diesen Zaubertrick, dass du das in der Regel gar nicht mitkriegst. Außer du kennst die Tricks. Dann kommt dann der große Bruder und erklärt es, indem er sagt, es liegt am Fokus. Der größte Kunststück an der Zauberei ist Aufmerksamkeit. Immer dran denken, auf, AUF ist AUP, der Schöpfer-UP. Du musst eine absolut präsente Aufmerksamkeit haben. Und dann ist es, dass er im zweiten Durchgang er das genau demonstriert, indem sie die Handkamera einfach eine zweite Perspektive über den Dingen stehen, das beobachten und dann siehst du den original nicht geschnittenen, was gesendet wurde, plus dann dem, was wirklich abgelaufen ist. Mhm. Und dann merkst du, mein Gott, bin ich neben mir gestanden. Und dasselbe hast du ja mit dem Fokus, dass ich jetzt mein Beispiel wieder mache und jetzt sage, ich schnippe, jetzt denkst du an die Tastatur. Jetzt schaust du die Tastatur an und die hast du jetzt auf der VR-Brille, wenn du die anschaust. Probier das wirklich aus. Das ist ein scharfes Bild, was dir aber nicht klar ist, dass du ständig flackerst. Das heißt, den Fokuspunkt flackerst du und jetzt ist immer nur kurz angesprochen, wenn du jetzt den Buchstaben, die Taste Kof anschaust, wo das Ad-Zeichen der Klammeraffe mit drauf ist. Das hebräische Wort heißt der Klammeraffe. Da ist der Klammeraffe das Ad-Zeichen. Ad ist
Aber ich will jetzt nicht so gehen. Selbst diese Belegung der Tastatur ist streng arithmetisch programmgesteuert Holofeeling. Und du wanderst den Blickwinkel auf das Pluszeichen, siehst du, ist ein kleiner Stern drüber und eine Schlangenlinie. Vorausgesetzt, du hast eine deutsche Tastatur. Wir wollen ja genau sein. Und jetzt schau mal bitte auf den Bildschirm nochmal, dass wenn ich jetzt eine VR-Brille aufhabe, ist es mit den Augen, wenn man den rein jetzt den von dir ausgedachten, und das, was du dir ausdenkst, hängt von deinem Wissen ab. Wenn du jetzt da kein Wissen hast, gehst du einfach ins Internet und schaust, wie dein Auge aufgebaut ist, dann wirst du feststellen, dass diese zwei Augen, das hast du mal aus Stäbchen und Zäpfchen, und die Zäpfchen sind Rot-Grün-Blau-Zäpfchen, das hast du aus, das hast du mal zwei Augen. Was jetzt der Unterschied ist zu meiner einfachen Metapher der VR-Brille, weil ich sage, das sind einfach nur zwei Augen, sind zwei, die zwei Monitore, wo du dann in dir die Lämpchen ansteuerst als Symbol, und dann entsteht eine Außenwelt in einer gewissen Entfernung vor dir, die eigentlich nur Information in deinem Kopf ist. Sinnlich, optisch wahrgenommene Information. Dass der wirkliche Aufbau viel komplexer ist, aber Holofeeling technisch, weil ein Auge, AGN heißt übrigens Becken, B-Ecken heißt wieder polare Ecken. Es steht nämlich, ein Auge ist schon zwei Seiten, weil deine Retina nämlich zwei Hälften hat, das rechte Auge und das linke Auge, das sind vier, und jetzt kommst du zum Tetraeder. Mhm. Die waren überkreuz verknüpft. Das muss man jetzt alles nicht wissen, so wenig wie du wissen musst, wie ein Computer funktioniert. Was du aber wissen solltest, wissen musst, ist zuerst einmal, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Das erkläre ich dir mit Profilen. Und jetzt kommt der Trick im Trick. Jetzt sage ich wieder Schnipp. Jetzt mache ich meinen Zaubertrick. Was ist eigentlich alles da gewesen, während du dir dieses Zauberkunststück, diesen Absatz angeschaut hast? Oder jetzt die ganze Zeit? Ein Monitor. Da war ja gar kein Kartenspiel. Da war keine zersägte Jungfrau. Da war einfach nur ein Monitor mit statischen Lämpchen. War da irgendwo ein Eiffelturm, ein kleiner, oder eine Freiheitsstatue? War da ein Bistrotisch gestanden? Waren da Karten? Waren da Spielkarten? Das ist mein Trick, der Last Trick, der letzte Trick. Verdammt echt. Warte, absolute Aufmerksamkeit. Das heißt, bei Holofeeling geht es nicht darum, was richtig oder verkehrt ist, was der glaubt, wie der oder der ist. Es sind alles nur Gedanken in dir, wo jeder neue Gedanke, den du denkst, den bestehenden Gedanken zerstört. Bei Holofeeling geht es darum, was ist jetzt da? Und ich wiederhole immer wieder, und dann wirst du feststellen, dass dieses Jetzt dich ständig verändert. Du kannst es gar nicht aufhalten. Dann wird dir klar, wie unendlich geistlos ist irgendeinen Gedanken oder die Vorstellung, die dieses Wort, dieser Gedanke in dir aufbaut, retten zu wollen. Ob das eine Erdkugel, ein heliozentrisches Weltbild, ob das Menschheit ist, die ja per se laut Namen schon als Enosch, als Met im Tod, lass die Toten ihre Toten begraben, kümmere dich um dich selbst. Ist natürlich jetzt extreme einseitige Aussagen, weil ich ja Liebe predige. Aber ich predige rote Liebe, allumfassende Liebe, nicht blaue, selektive Liebe. Liebe, die sich auf irgendwas Existierendes bezieht, ist zwangsläufig trügerisch, weil zwangsläufig ein Gegenteil da ist, nämlich viele, viele Sachen, die du nicht liebst. Die rote Liebe ist allumfassend. Habe ich so oft gesagt, das ist der Kegel. Liebe besteht aus Lieben und Hassen, aus Plus und Minus. Der Tag besteht aus Tag und Nacht. Das beide ist gleichzeitig da. Hell und dunkel ist gleichzeitig da. Ich erkläre das immer und immer wieder. Da kannst du dir jetzt zehnmal einreden, es kann ja nicht hell und dunkel gleichzeitig sein. Es ist immer alles gleichzeitig. Und weißt du wo? In Gott, im Internet oder dann auf deiner Festplatte oder dann eine Facette auf der Festplatte in deinem Arbeitsspeicher. Der Computer ist, wenn ich den jetzt dir genau erkläre, auch mit den Namen, mit den ganzen Programmen. Du kannst durchaus mit unterschiedlichen Sprachen dieselben Bilder aufbauen. Wir können jetzt zum Beispiel uns ein YouTube-Video anschauen, und es ist vollkommen gleichgültig, ob du einen Windows-Computer hast, einen Linux-Computer oder einen Apple-Computer benutzt. Das sind verschiedene Betriebssysteme. Das ist einmal ein Grundglaube, aber diese Betriebssysteme gibt es noch eine tiefere Ebene, das nennen wir BIOS. Du brauchst erst einmal ein BIOS-Programm, um überhaupt ein Betriebssystem von der Hardware aufspielen zu können. Aber das wird jetzt alles so unendlich weit führen, wenn ich immer sage, das Wissen deiner Menschheit ist für mich das Wissen einer Schimmelpilzkolonie. Was viel erschreckender ist, weil ich ja behaupte, dass ich du bin. Wie viel weißt du von unserem Wissen? Nichts, ein absolutes Nichts. Mein Beispiel mit der Ameise. Wenn du jetzt als Trockennasenaffenmensch, so wie du dir am Menschen denkst, dich verkleinerst, dich runterschrumpfst auf den Körper einer Ameise und du gehst in einen Ameisenbau rein. Dein Wissen ist
Ich benutze das Wort unendlich mehr wie das Wissen, an das mir eine Ameise zu springen. Aber was nützt dir das, wenn du in den Ameisenbau drin bist? Du musst dich zuerst einmal schlau machen, wie funktioniert eigentlich das Leben in den Ameisenbau. Da hast du nämlich keine Ahnung davon. Und dann musst du dich zuerst einmal anpassen, dass die nicht merken, dass du was ganz was anderes bist. Jetzt kannst du dir ungefähr vorstellen, wie ich mich fühle, wenn ich als Uri in deinem Traum auftauche. In Science-Fiction-Filmen gibt es sehr viele, ich könnte sehr viele Science-Fiction-Filme als Metapher-Märchengeschichten einspielen, wo immer wieder Mothman-Prophezeiung zum Beispiel, wo diese Gespräche kommen, dass da immer dann natürlich dann Außerirdische, die auf die Erde kommen, die unseren Geist und Welten übersteigen, von oben, mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel, es ist ganz anders, schon die Falle des unbewussten chronologischen Denkens, das ist doch auch für jeden Gläubigen. Ich weise immer wieder darauf hin, egal welcher Religion du jetzt angehörst, die Menschen, die du dir ausdenkst, ob du die Buddhisten, ob du die Christen oder sonst was nennst, es ist zuerst einmal aufgrund deines Glaubens, immer dran denken, verfüge jetzt, ab jetzt über das Bewusstsein, dass du nicht zu niemandem, den du dir jetzt zwanghaft als träumender Geist ausdenkst, vorwirfst, dass er genauso ist, wie er ist. Das gilt auch für den, an den du denkst, wenn du an dich denkst. Der ist nämlich dann genau, dann taucht in dir eine Information auf, die genauso ist, wie du denkst, dass du bist. Das macht aber alles dein Programm. Drum ist bei Holofeeling, kommst du in einen totalen Frieden. Du hast auch in keinster Weise mehr Angst vor der Zukunft. Weil dir jetzt bewusst ist, dass in der Zukunft niemals was passieren kann und dass in der Vergangenheit nichts passiert ist. Das ist das Drehen praktisch von der longitudinalen Horizontalebene in die Transversale. Und dann drehen wir es hier in die Z-Achse und dann wirst du feststellen in der einfachen Metapher, dass es hier unendlich viele Z-Achsen gibt, nämlich egal in welche Richtung du aus dem Zentrum herausschaust, das ist immer eine Z-Achse. Was ich dir auch immer damit sagen soll, der Redo liegt jetzt auf, weil er das gecheckt hat, die Ariane-Programm. Ich rede bei Redo, rede ich immer mit demselben Geist, nur Redo hat halt ein Redo-Programm laufen. Er träumt sich jetzt als Redo, hat aber im Hintergrund den Intellekt des Redos stehen. Und glaub mir, da ist so viel Intellekt-Holo-Feeling drin, dass der jeden Physiker und jeden Nobelpreisträger nass macht, obwohl er in seiner Rolle als Protagonist ein ganz unscheinbarer Brüssel ist. Das ist die Eigenart, die verborgene Harmonie der Dinge, dass alles, was sich widerspricht, sich auf einer höheren Ebene zu etwas vollkommen Neuem entwickeln. Das Klein-E, Kol, Ein-E heißt hebräisch geschrieben, Kol heißt alles, Ein heißt nicht existierendes E-Quadrat und es wird zum Großen, G-Ross, Ross ist Sus. Und dieses Sus ist ganz wichtig, solange du einen Diskursus führst, es gibt auch einen Konkursus, da müssten wir jetzt in die Monadenlehre reingehen von Leibniz und das muss ich jetzt ganz kurz noch loswerden, ohne groß auf den Leibniz einzugehen. Es ist eine historische Figur. Was ist historisch? Historisch macht dich hysterisch. Es ist de facto jetzt eine Figur, die wir uns ausdenken. Es ist ein Mensch, ein Wissenschaftler, ein Mathematiker, den wir uns ausdenken im 17. Jahrhundert. Warum denken wir uns den aus? Weil er auf unserem Programm drauf ist. Es gilt für jeden Menschen, den du dir ausdenkst. Jetzt denk wieder, du bist ein Computer. Du hast von unendlich vielen Programmen und Betriebssystemen, hast du jetzt ein Betriebssystem und ein einziges Programm mit dort in deinem Arbeitsspeicher. Das ist dein Intellekt, das ist dein Lebensbuch. Ich sage immer dann, wenn wir es genau machen, es ist schlichtweg und einfach eine offene Welt, Videospiel, eine von vielen offene Welt, Videospiele. Denk wieder an Red Dead Temptation, wo ich sage schon die Namen wieder, wo man komplett sich, wenn in VR eine VR-Brille aufhat, kannst du dich durch eine offene Welt bewegen, mit allem, was dazugehört, wo du auf andere Menschen triffst, mit denen kannst du dich unterhalten, KIs halt, nur KIs, es ist ein Singleplayer-Modus, was du zurzeit spielst, gibt es natürlich dann wieder einen Multiplayer-Modus, weil wir immer ein Gegenteil brauchen, aber halt es einmal sehr, sehr einfach. Alles, was prinzipiell in dir zurzeit, zur ZUR, Geburt einer aufgespannten Berechnung, ist das hebräische Wort für zu formen werden und fest werden, der Fels. Das ist das, was du Materie nennst. In den Physikbüchern heißt es ganz klipp und klar, Materie ist hochkonzentrierte Energie. Darum kannst du sinnlich wahrgenommene materielle Erscheinungen, die können nur unmittelbar hier und jetzt in dem Moment entstehen, wo du das anschaust, das ist auf der VR-Brille. Wenn du was sinnlich wahrgenommen spürst, alles, was sinnliche Wahrnehmung ist, ist jetzt. Alles, was du dir räumlich und zeitlich
Wohlgemerkt, es ist immer eine Information, die hier und jetzt in dir existiert, hier und jetzt. Was du dir räumlich und zeitlich woanders hindenkst, ist auch eine Information, ist aber immer nur ganz klar definierbar ein feinstofflicher Gedanke, eine feinstoffliche Information. Du kannst jetzt zum Beispiel hier an dein Schlafzimmer denken oder an dein Wohnzimmer denken. Da du dir das woanders hindenkst, ist es nicht auf der Farbrille. In dem Moment, wo das Schlafzimmer und Wohnzimmer sinnlich wahrgenommen auf der Farbrille ist, ist es auch Information hier. Das heißt, es kann gar nichts Materielles irgendwie in der Zukunft in Erscheinung treten und in der Vergangenheit war nichts materiell. Jetzt denk wieder an den Film, die Datei ist alles, was prinzipiell auftaucht, jetzt alle Bilder und alle Geräusche, die jetzt beim normalen Film, bei einer normalen Filmdatei auftauchen, sind im Arbeitsspeicher gleichzeitig. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Und wenn was auftaucht, taucht es immer jetzt auf. Und da gibt es die Hierarchie, meine Bücherregalmetapher. Bei einer offenen Welt wird es nur komplexer, das Prinzip bleibt sich gleich. Das ist das ewige Hier und Jetzt, von dem die Esoterik spricht. Von dem von dir ausgedachte Esoteriker nicht die geringste Ahnung haben. Wenn der Udo muss loswerden, wenn sie ihr Müsli-Scheiße reinfressen, dass ja auch nichts an ihren heiligen Körper hinkommt. Aber wir sind ja so spirituell. Angst und Feindbilder, das ist das Einzige, was ihr postuliert. Egal, ob es Materialismus ist, ob es Religion ist, ob es Esoterik ist, da gibt es das Gute, das Richtige und das Verkehrte. Und ich sage, es gibt keine Berge ohne Täler. Und wenn die sind, sind die gleichzeitig. Denk wieder an meine Badewanne, wo wir Wellen reinmachen. Da kommt niemals zuerst der Berg und dann das Tal. Es ist niemals hell und dann wieder dunkel und dann wieder hell. Oder ich atme ein und ich atme aus und ich atme ein und ich atme aus. Nein, es ist gleichzeitig. Da können wir jetzt sehr genau in die Physik reingehen. Das ganze Sinusdenken ist im Einheitskreis, ist ein riesengroßer Druckschluss. Das hast du dann, den Fehler hast du dann übrigens auch in den Wörterbüchern. Einfach all die Selbstgespräche anschauen, wenn es dich interessiert. Wenn es dich nicht interessiert, ist auch in Ordnung. Das ist ein Akt von geistiger Reife. Aber ich sollte dann irgendwann einmal, wenn ich noch ein kleingeistiger Hosenscheißer bin, habe ich zuerst einmal zu lernen, ich sage aufhören, in die Hosen zu scheißen. Das heißt, du hast zuerst einmal zu lernen, vor nichts und niemandem Angst zu haben. Solange du nämlich vor irgendetwas ausgedachten Angst hast, hast du nicht verstanden, wer du bist. Geist, vor meinem Geist. Du hast einen Gedanken, vor einem Gedanken Angst, der nur deshalb existiert, weil du ihn jetzt denkst. Es wird in der Zukunft nichts passieren. Du wirst dich nicht in der Zukunft auflösen. Du kannst dich gar nicht auflösen, weil du ein nicht denkbares Nichts bist als roter Geist. Was sich auflöst, ist dein Körper, aber der löst sich jedes Mal auf, wenn du nicht an ihn denkst. Ich behaupte jetzt die meiste Zeit, wenn du aufmerksam zugehört hast, dass dein Körper gar nicht existiert. Und wie man das Gefühl erzeugt, dass du jetzt meinst, dass der die ganze Zeit da war, das habe ich lang und breit erklärt, geh einfach diese Gedankengänge mit, um was zu feststellen, das ist hundertprozentig sicher. Und jetzt gehen wir ganz kurz hier in den Leibniz rein. Und da sage ich jetzt ganz von vornherein, wenn du Leibniz oder irgendwelche Philosophen liest oder Physiker, das sind einfach nur Informationen, die aus Dateien in dir auftauchen, in ständig wechselnden Bildern. Dass wenn wir jetzt normal, bewusst, chronologisch denken, wirst du eins feststellen, ich sage dir, egal was irgendeiner behauptet, nicht nur die großen Philosophen und Arithmetiker, eigentlich Mathematiker dieser Welt, ist richtig und wichtig. Aber zu allen Zeiten, wenn du in einer Einseitigkeit hängst, und da geht es jetzt nicht darum, ob du darüber streitet hast, hat jetzt hier der Leibniz recht oder hat der Hegel recht oder haben jetzt die Querdenker recht oder haben die offiziellen Presse recht, oder haben jetzt die Rechten recht oder die Linken recht oder die Katholiken oder die Moslems und da können wir jetzt uns alles Blödsinn. Du musst dich komplett davon lösen, dass du überhaupt dir den Kopf zerbrickst, ob was richtig oder verkehrt ist. Wenn du das ein Beispiel verstanden hast, ist der Henkel rechts oder links oder ist in der Mitte oder hat das Ding keinen Henkel? Wenn du verstanden hast, was er das ist, stellt sich die Frage nicht. Dann sagst du, ist eine Frage, von welcher Seite schaue ich das an? Oder mein schönes Kabel, K-Abel-Beispiel. Wie Abel, wie das Nichts. Was ist wichtiger zum Autofahren? Der kleine Kabelstecker, der die Strom zur Zündung hinführt, oder der Motor oder das Getriebe? Egal, was ich mache, ob ich den Motor ausbaue oder den Kabelstecker abziehe, ich muss ihn nicht einmal aus dem Auto raus tun. Du wirst mit dem Auto nicht mehr fahren können. Du bist der Kabelstecker für die Welt, die du dir ausdenkst. Du bist K-Abel. Du bist dieser Abel, das ist es Nichts. Wörtlich übersetzt heißt es Dunst, eine Nichtigkeit, der vom Kain, das schreibt sich übrigens Kofiot Nun, Kin.
Das ist eine affine intellektuelle Existenz, das ist eine Affenexistenz. Du hast den Geist in dir selbst erschlagen, der du bist, indem du von dir selbst nichts mehr wissen willst, weil du felsenfest davon überzeugt bist, dass du dieser Trockenhausaffenkörper bist, den du möglichst lang versuchst am Leben zu halten, obwohl du unsterblicher Geist von meinem Geist bist. Das ist das, was ich dir vorwerfe, aber erst dann in dem Moment, wo Holofeeling in dir auftaucht. Wenn du es jetzt ignorierst, wie heißt es so schön in Ich bin du, wenn sich ein Blinder an einen Stein stößt? Da kann er nichts dafür, weil er nicht gesehen hat. Und ich werde dann dafür sorgen, dass der Schmerz sehr schnell wieder weg ist. Das ist wie mit einem kleinen Baby, das dicke Tränen hat, runterrollt und es blätt. Und rein physiognomisch, wenn ich jetzt das kleine Menschlein anschaue auf meiner Farbbrille, würde ich sagen, logisch, der leidet ja, der fühlt sich ja total unwohl, wenn er blatt das Gesicht verzieht und dicke Tränen laufen runter und dann hältst du ihn irgendwie eine kleine Figur, Püppchen, ein kleines Tier oder was hin und dann ändert sich innerhalb von Sekunden dieses Gesicht in ein strahlendes Lächeln, wo die dicken Tränen noch dran hängen. Das ist, wenn man klein ist, kann man sehr schnell wechseln. Also genauso ist es mit den Blinden, die sich an einen Stein stoßen, die können nichts dafür, das sind noch kleine Geister. Da sorge ich dafür, dass das sehr schnell wieder weggeht. Wenn sich ein Zehender an einen Stein stößt, dann hat er nicht aufgepasst. Wir sind bei der Aufmerksamkeit. Das ist dieses Cut. Was ist jetzt da? Du kannst alle 2 Minuten Cut sagen. Wenn du wieder Angst, wenn dich Angst anfällt, jetzt kommt wieder Corona, jetzt kriegen wir wieder total Lockdown, was auch immer. Cut, was ist jetzt da? Irgendwelche Worte, irgendwelche Pixeldinger. Juckt dich das? Willst du auf die Straße gehen, dagegen demonstrieren und eine Einseitigkeit anstreben? Es ist doch alle politischen oder religiösen Weltverbesserer, dass sie mit irgendwas nicht einverstanden. Was ist mit der absolut allumfassenden Liebe? Was ist mit meinem Satz, liebe deine Feinde? Wie oft soll ich dir mit Holofeeling noch sagen, das Wort Feind, Ra, die Schlechtigkeit, Shin, El, das logische Licht, das dir echt erscheint, das dir recht erscheint. Das ist sehr trügerisch, es ist einseitig. Jede Logik, jeder Glaube, der im Widerspruch zu anderen Glaubenssystemen steht, ist unvollkommen. Jetzt zurück zu den Philosophen. Alle großen Philosophen deiner Welt, die du anhand deines Intellektes überhaupt ausdenken kannst. Und zu deinem Intellekt gehört ein Internet. Das heißt, du kannst dir alle ausdenken. Du musst bloß dich an den Computer hinsetzen und dann ins Internet die entsprechenden Adressen reingeben und dann werden die ganzen Philosophen und ihre ganzen Werke in dir auftauchen. Die hatten, sagst du mal, ein großes Problem. Zu allen Zeiten, die du dir jetzt in die Vergangenheit denkst, wohlgemerkt, jetzt denkst, das ist ein Faktum, eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Du erschaffst diese Philosophen aufgrund von Wissen, von Dateien, die du aus dem Internet holst. Zu allen Zeiten, normal gesprochen, haben große Philosophen zur selben Zeit andere große Philosophen als Feinde gehabt, als Widerspruch gehabt, wo sie sich nicht einig waren. Du liest in einem von, ja, hier, der war im Streit mit Kant, der wollte Kant machen, dann Feuerbach und immer wieder, was richtig, was verkehrt ist, was richtig und was verkehrt ist. Alle haben nur die Fehler gesucht im anderen, das Verkehrte bekämpft, die Kehrseite. Anstatt diesen Widerspruch Henkel rechts, Henkel links eins zu machen und was vollkommen Neues zu machen draus. Das ist das Erste, was du zu erkennen hast. Geistlosigkeit zeigt sich, dass die erste Logik, die du hast, sagst du, das stimmt, zwangsläufig ist der Widerspruch ist verkehrt. Jetzt können wir in den Satz vom Widerspruch reingehen. Die aristotische Logik, habe ich gesagt, dieser Aristoteles hat immer wieder zwei Seiten, das ist einmal eine Riesenfalle in die ausgelöst, weil das nicht verstanden wurde. Wenn wir hier reinspringen und wir schauen uns dann die Gesetze, der Satz vom Widerspruch zum Beispiel, wenn über ein und dasselbe Ding zwei Meinungen herrschen, kann bloß eins davon stimmen. Ist jetzt der Kegel eigentlich ein Kreis oder ein Dreieck? Was da nicht beachtet wird, ist die Ebene von der zweiten in die dritte Dimension. Mhm. Der ausgeschlossene Dritte. Man findet den übrigens dann hier immer wieder, wenn wir reingehen, jetzt die Stochastik, das will ich jetzt gar nicht so weiter, steht eigentlich alles drin. Du bist der ausgeschlossene Dritte. Ja, es kann doch bloß hell oder dunkel sein. Du hast in dir ein Programm eines heliozentrischen Weltbildes und wenn du dich jetzt erhebst, und du denkst dir das aus, was man dir erzählt hat, was angeblich da außen ist, was übrigens noch nie ein Mensch gesehen hat. Dir muss eins klar sein, dass die komplette Naturwissenschaft reine logische Konstrukte sind. Diese Vorstellung kann nur ein Computer als Bilder in sich aufbauen, wenn das Programm in ihm läuft. Ob das Wassermoleküle sind, egal was du dir ausdenkst, da gibt es nichts zu entdecken.
Du kannst auch kein heliozentrisches Weltbild entdecken. Ich werde jetzt sagen, da sind so unendlich viele Fehler drin in dieser angeblich korrekten Naturwissenschaft. Das ist dieser Satz, ich beweise dir, dass in deinen Physikbüchern auf jeder einzelnen Seite so geistlos nachgeäffte Sätze drin stehen, die überhaupt nicht so sein können im chronologischen Denken, wie du dir das denkst. Jeden 13-Jährigen zeige ich auf jeder Seite die Fehler. Und jetzt denken wir uns wieder Physiker aus in deiner Jetztzeit, so wie du das magst, und deutsche Hochschulen aus oder weltweit Hochschulen aus, wo diese Scheiße einfach gelehrt wird. Und wer ist dran schuld? Doch nicht die Menschen, die Professoren, die du dir ausdenkst. Du bist doch der Einzige, der den Traum erlebt. Du bist doch der Einzige, der seinen eigenen Traum erschafft mit dem Wissen, das du zum Denken benutzt. Dieses Wissen, das du zurzeit zum Denken benutzt, das ist so unendlich primitiv und fehlerhaft, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber du stellst dir das trotzdem alles vor dich hin, weil du denkst dir nur mit diesem einseitigen Wissen die Sachen aus. Also wie gesagt, alles, was jetzt Philosophen, wenn du das liest, musst du das immer mit einer Tabula Rasa lesen. Du musst versuchen zu verstehen, was Philosophen vermitteln, und dann wirst du feststellen, wenn du keine vorabgestimmte Meinung hast, hast du auch nicht eine Sekunde das Gefühl, dass das, was dir einer erklärt, natürlich immer liest du das nur anhand von Worten, baust du Vorstellungen auf und du versuchst es zu verstehen, du gehst die Gedankengänge mit. Dasselbe gilt für Holofeeling. Mhm. Dann wirst du den Eindruck haben, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Aber sobald du das als richtig ansiehst und du nimmst den nächsten Philosophen und du hast es nicht wieder gelöscht, fängst du an zu vergleichen und dann hast du plötzlich den Eindruck, dass dieser nächste Philosoph, den du liest, das stimmt nicht und das stimmt nicht und das stimmt nicht, weil du dir den Virus der ersten Einseitigkeit eingefangen hast. Mhm. Würdest du jetzt den anderen, den zweiten zuerst lesen und dann erst umgedreht ihn, wäre es umgekehrt. Mhm. Das ist der Vergleich, sobald du eine Logik hast, und diese Logik nicht mehr in Frage stellst. Das ist ein Satz, der sich in Du bist dich ständig wiederholt. Wenn du aufgehört hast, deinen jetzigen Glauben, deinen Intellekt, egal ob der religiös oder naturwissenschaftlich, was auch immer ist, persönliche Meinungen, was schmeckt, was nicht schmeckt, was schön, was hässlich ist, das ist dein Glaube, deine Beschwörungskunst. Ich merke doch das Vorwort von dem kleinen ersten Holophilik-Buch über Stereoanlagen. Wenn ich begreife, wenn ich glaube, dass Milch, Halaf, das Weltliche, mir schmeckt, eckt, dann wird nichts und niemand mich davon überzeugen können, dass Milch nicht schmeckt. Ich schmeck doch, dass es gut ist. Das wirft elementare Fragen auf. Ich suche es jetzt nicht her, das ist das ersten Holofeeling-Büchchen. Weil ich nämlich meinen Glauben absolut setze. Da können jetzt welche auftauchen, mir vielleicht logisch erklären, dass das nicht besonders gesund ist, weil Kuhmilch zum Beispiel gar nicht für Menschen geschaffen ist. All das kannst du im Internet finden, wie blöd es ist eigentlich, Milch zu trinken, weil Kuhmilch eigentlich der menschliche Körper gar nicht verträgt. Und all das Zeug habe ich gehört und baust du das auf und verwirklichst das eventuell. Was mich aber nie einer davon überzeugen kann, die können mir eventuell logisch erklären, dass das gar nicht so gesund ist, Milch zu trinken oder Käse oder Quark. Milchprodukte, vegan, wir können noch einen Schritt in den Wahn reingehen, in den Wahn des Veganen. Du musst ein geistiger Allesfresser werden. Was heißt das? Dass alles, was in dir auftaucht, was du dir ausdenkst, was du auskotzt, musst du wieder fressen. Und du sollst irgendwann einmal begreifen, dass nicht das, was in den Mund hineingeht, dich verschmutzt, sondern das, was aus dem Mund herausgeht. Das, was du dir ausdenkst, ist der Dreck, Dreck. Die geöffnete Berechnung in einem Eck ist eine Generation. Jetzt kommen wir dann in unseren Kantenspiel. Das, was du wieder zurücknimmst, das reinigt dich, das einigt das Ganze. Das, was in den Mund hineingeht, macht dich überhaupt nicht. Das kann dich auch nicht vergiften. Du heiligst dich damit mit allem, was du geistig gefressen hast. Was du aber ausgießt, liebe deine Feinde, heißt schlichtweg, fang an, dich für all das zu interessieren, was dich bisher nicht interessiert hat oder noch schlimmer, was du bisher bekämpft hast als böse und schlecht angesehen hast. Wirkliche Liebe ist allumfassend und wirkliche Liebe ist nur ohne Zwang möglich. Liebe unter Zwang ist keine Liebe, sondern einfach eine programmgesteuerte Funktion. Das ist gleichgültig, ob du jetzt irgendeine Mode anhängst, die du liebst, irgendwelchen Kleinigkeiten, sexuelle Liebe, alles Liebe unter Zwang. Trockennasenaffe-Liebe, tierische Liebe. Wirkliche Liebe beginnt, wenn du deine Feinde liebst, weil nichts in dir drin ist, dich zwingt, das zu lieben. Alles, was du bekämpfst, sollst du lieben. Dann wirst du Christ, dann wirst du ich und dann wirst du ewig, dann wirst du das, was du eigentlich immer bist, was du vergessen hast. So.
sondern schauen wir jetzt nochmal uns die Monadenlehre etwas genauer an. Also ganz wichtig im Hinterkopf immer halten, wenn du dich mit einem Philosophen oder einem Physiker auseinandersetzt und du merkst, der hat immer zu seiner Zeit, die du dir jetzt denkst, einen Widerpart. In Ich Bin Du heißt es, dass jede dieser jetzt von uns ausgedachten Philosophen oder Physiker einen Gedankenmoden geknüpft hat. Das muss ihm natürlich einfallen, da gibt es nichts zu entdecken. Das ist schon der klare Beweis, wie will ich Wassermoleküle entdecken. Wir denken uns jetzt jemanden aus, der sitzt da, der grübelt über was nach, er will irgendwas rauskriegen, ein Problem lösen, ist eigentlich zurücknehmen, und dann fällt ihm was ein, dass das so und so sein könnte. Gilt übrigens auch für einen Kopernikus. Das, was für dich logisch als bewiesen gilt, ist nur für den bewiesen, der diese Logik auf seinem Speicher hat. Das ist das Prinzip, die erste Logik, das erste Programm wird zum vergleichenden Programm. Das können wir dann erweitern noch innerhalb eines Betriebssystems. Das heißt, wenn du ein Basic-Betriebssystem hast, wird alles, was Windows-Daten oder Linux-Daten sind und Programme sind, nicht mehr lauffähig sein. Und du hast dann den Eindruck, dass das alles vollkommen unlogischer Schwachsinn ist, was in Form dieser Dateiformate in dich einströmt. Aber es strömt nicht von außen in dich hinein. Das ist das Erste, was ganz wichtig ist, dass du das jeden Moment dir dessen bewusst bist, dass was in dir auftaucht, zu existieren, existere, heißt heraustreten, auftauchen aus dir selbst. Du bist ein träumender Geist. Komm nicht von außen. Du kannst von außen kein Wissen in dich hineinschaufeln, sondern bloß das Wissen, das du dir ausdenkst, wieder zurückholen. Das ist der Heilungsprozess. Und es wird sich wiederholen, solange bis du das Geistreich durchschaut hast, bis du die perspektivische Komplexität erkannt hast. Und jetzt schauen wir uns ganz kurz den Leibniz an. Und da machen wir jetzt, springen wir rein, da übertrage ich den Bildschirm und da gibt es jetzt so einen schönen Kanal auf YouTube. So, das ist der junge Busch, denke ich mir jetzt aus, anhand von dem Pixelmännchen, der sehr intensiv hier sich mit verschiedensten Arten von Philosophen auseinandersetzt. Denken uns einfach mal, der studiert Philosophie, was auch immer. Da gibt es dann Gespräche mit Atheismus, von Gottglauben, Featuring. Und du wirst merken, es ist ein ständiges Streiten, Plato und Feuerbach über das Christentum. Du wirst feststellen, wenn du wertfrei zuhörst, dass jeder Recht hat. Marx gegen Feuerbach, Feuerbach und so weiter und so weiter. Wenn du neugieriges Kind bist, ohne Wissen zuhörst, wirst du hier mit Sichtweisen und Perspektiven, die geäußert werden, Denkmöglichkeiten konfrontiert, wo jede in sich geschlossen logisch erscheint. Wohlgemerkt, du darfst nur nicht den Fehler machen, Leibniz gegen Descartes, Leibniz und die Monaden, Theorie der Zirbeldrüse und so weiter. Spinoza, egal wo du reingehst, ganz toll, ich habe mal zuvor jetzt gedachten etlichen Jahren Wiederholungen, bin ich sehr intensiv auf Spinoza eingegangen, eine ganz fantastische Lehre. Aber sie steht auch wieder im Widerspruch zu vielen anderen Lehren. Und das sind wie Perspektiven in der Tasse. Der Henkel ist rechts, der Henkel ist links. Dieses Widerspruch ist eigentlich die fehlende Erkenntnis zum Heiligen Ganzen. Okay, wir schauen da zuerst einmal, wir hören uns hier ganz kurz bloß einen Satz an. Wie im vorausgegangenen Beitrag über die Kritik an Descartes bereits gesagt, geht eines dieser drei Systeme auf Leibniz selbst zurück. So wie der Okkasionalismus einst als Alternative zu Descartes Influktionismus angetreten war, so sollte der Parallelismus von... Du wirst jetzt feststellen, eine Riesenlatnei. Zuerst einmal das Wort Kritik. Ich weise immer wieder darauf hin, das Wort Kritikus heißt einfach nur bewerben. Eine Kritik, die ein Mensch in dir äußert, der in dir auftaucht. Jede Art von Kritik, auch das gilt auch für den, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst und dich beobachtest, wenn du was kritisierst. Jede Art von Kritik ist ein Vergleich einer Information mit etwas, was man als richtig oder verkehrt anschaut. Es ist eine einseitige Bewertung. Die Kritik selber sagt nichts aus über das, was bewertet wird. Es sagt alles über die absolute Unvollkommenheit und die Einseitigkeit des Kritikers aus. Das ist das Erste, was du im Hinterkopf halten solltest. Das heißt, hör auf, irgendwas zu kritisieren, sondern mach dir bewusst, was du negativ kritisierst und was du positiv kritisierst. Das heißt, was du negativ und positiv bewertest. Und das, was sich widerspricht, und jetzt kommt die rote Liebe ins Spiel, macht daraus etwas vollkommen Neues.
Mach aus einem Kreis und einem Dreieck auf der Flächenebene einen Kegel, das ist die nächsthöhere Dimension. Mach aus dem Lieben und dem Hassen was vollkommen Neues. Und wenn du jetzt die Wörter siehst, jedes dieser Wörter alleine für sich selber wäre wieder wie jedes einzelne Wort auf 400 Seiten Buch. Wir schauen uns mal kurz, was ist das eigentlich für ein Glaube? Und zwar geht es hier, Occasio, die Gelegenheit, der Anlass. Und es ist prinzipiell ein Influxus-Physicus-Problem. Das heißt, sie ist ein auf der kartesischen Lehre aufbauender Versuch dieser Cartesius. Descartes ist derjenige, der sagt, ich denke, also bin ich. Ein riesengroßer Fehler, weil du denkst an einen Denker, der sagt, ich denke, also bin ich. Dieses Ich bin ist aber kein ausgedachter Denker, weil er vom Roten nichts weiß. Und diese Kleinigkeit lässt das ganze System umkippen. Und jetzt ist es so, durch die Annahme von gelegentlichen Eingriffen Gottes in das Weltgeschehen. Das ist der Concursus Dei, nennen wir das. Und jetzt ist ganz wichtig, es gibt einen Concursus und es gibt einen Discursus. Diese lateinischen Wörter müssen wir wieder im Hebräischen auflösen. Das ist der Concursus, ist ein zusammengeschmissene Kur und Sus. Wir schauen uns das ganz kurz auf. Concursus D ist eigentlich genau genommen ein Diskursus. Weil nämlich, das ist dieser Concursus D, steht kurz für Gott, ist nämlich auch Dis, aber wir haben zwei verschiedene Götter. Das ist nämlich Dis, heißt jetzt erst einmal trennen, auseinander. Das ist auseinander, unsere im Deutschen die Vorsilbe Zer heißt zu Form werden und Ver, bistabil erweckt. Eine Trennung, eine Unterbrechung bedeutet etwas Entgegengesetztes. Eine Diskussion ist ein Kampf um einen Standpunkt. Es ist ein alter Satz, ich diskutiere nicht mit Affen. Ich erkläre dir das, was das heilige Ganze ist. Ich diskutiere nicht, ob ein Henkel rechts oder links ist. Ich erkläre dir, was ein Tasse ist. Ich diskutiere mit dir nicht, ob eine Küche, ein Herd, ein Kühlschrank, ein Waschbecken oder Töpfe ist. Ich erkläre dir, was eine Küche ist. Eine Küche ist das dann mal eine Kollektion von vielen Seinsmöglichkeiten, die du dir ausdenkst. Es ist schlichtweg und einfach nur eine ganz bestimmte Datei, aus der du Bilder herausholst. Das gilt für alle größere Begriffe wie Stadt, wie Haus. Das sind noch keine Bilder. Es ist einfach nur ein Ordner, wo deine Logik ganz gewisse Sachen hineindenkt. Jetzt ist es aber ganz wichtig zu verstehen, dass dieses Dis, da haben wir nämlich mehrere Möglichkeiten, wir springen mal zu den Dis rein, das ist Pluto, der Jupiter der Unterwelt. Das ist jetzt nicht unbedingt negativ, das ist dieser Pluto, da gibt es in den Römischen, das ist der oberste Gott und in dem Moment, wo der hinabsteigt in die Traumwelt zu seinen Figuren, wird er ja blau und das ist dann Plutos oder Pluton, sind zwei Götter, wo du nachlesen kannst, dass die in keinster Weise was Negatives sind. Es sind bloß nicht mehr absolute Götter im roten Bereich. Und du bist diesbezüglich eigentlich auch ein solcher Dis, ein herabgestiegener in die Traumwelt, in deinen eigenen Traum hineingestiegene Gottfigur, wenn du dich mit dem Avatar, mit dem Körper, mit dem Menschen verwechselst, der du zurzeit bist, der du zu sein glaubst. So rum ist es besser. Mhm. Und dann haben wir die Kur. Das kommt von Kura. Das ist das einmal, wozu magst du das? Weshalb ist das eigentlich? Ganz einfach, aus Sorge, aus Bemühung, aus Fürsorge. Das ist ein Gott, der in die Traumwelt hineingeht, aus Sorge für seine Kinder, aus Fürsorge, Bemühung, Strohfolge. Es geht um ein Interesse, eine Beachtung, eine Aufmerksamkeit, eine Augenmerk, die Achtsamkeit. Auf was legst du deine Achtsamkeit? Denk wieder an unseren Zaubertrick. Ja. Verlierst du dich in Einzelheiten oder interessierst du dich für das heilige Ganze? In ganz klaren Worten, interessierst du dich für dich selbst? Wer denkt sich diese Welt aus? Einige nennen das Jesus als den Kristall. Wir nennen das ganz einfach Sus. Und jetzt ist natürlich ganz interessant, es kommt nämlich von Zeugengebären. Da kommt der Geber her, der Geburtsgeber, der Erzeuger. Das jetzt das, lass dich nicht täuschen, dass das also hier das Schwein ist. Das Wort Schwein ist wieder ein Wort, wo du sofort was draus machst. Da steht aber Schwein. Und wenn wir das hebraisieren, dann hast du zuerst einmal das Schwa. Das heißt, zuerst der göttliche Logos, in dem Geist alles vereinigt ist. Darum ist das zuerst einmal eine Nichtigkeit, ein absolutes Nichts. Wir können das natürlich auch blau machen, dann wird etwas logisch Ausgespanntes drauf. Okay?
Ich verweise wieder hier unten hin. Und Ayin, wissen wir, heißt nicht existierend. Das heißt, der eigentliche Geber, der Gebären, der alles erzeugt, GBR, der Geburtsgeber, das ist der Erzengel Gabriel, das ist der rote Mann, rot geschriebener Mann. Und der ist überstark und überlegen. Das ist, Geber ist die Radix für Mann, für Begatter, übermächtig sei ich. Vorherrschen und ausrichten, die männliche Potenz, das heißt die schöpferische Potenz, etwas erschaffen zu können in sich selbst. Zuerst einmal Affen, Erschin Affen, erweckte logische Affen. Das ist also hier eine Grundbasis, aber bloß, dass wir im Hintergrund bleiben, der Okkasionalismus, der Cursus D ist dann, das Ganze wird dann zusammengeschmissen in einem Gott. Das ist das heilige UB. Der Begriff des Okkasionalismus wurde von seinen Vertretern jedoch selbst noch nicht verwendet. Was geht es da eigentlich? Ganz einfach, die zentrale These, immer dran denken, eine These ist eine Sichtweise, setze dafür das Wort Perspektive. Körper und Geist haben keinen kausalen Einfluss. Das heißt, das Gesetz von Ursache und Wirkung, das nennt man Influxus Physicus. Zwischen körperlichen und geistigen Zuständen vermittelt Gott. Concursus Dei. Ein großer Denkfehler, weil immer daran denken, wenn du Geist magst, haben wir einen blauen Geist. Du denkst dir einen Geist aus. Beschreibungen von Geist ist ein uneinheitlich verwendeter Begriff. Da merkst du schon, was ist Geist? Das alles, was deine weltliche Philosophie hier schreibt, das Pneuma, der Noos, die Psyche, der Spiritus, Animus, was ist eigentlich Geist? Ich sage, rot gelesen ist es schon vom Tisch. Es ist etwas nicht Existierendes, weil es ewig ist. Jegliche Form von ausgedachter Geist oder ein ausgedachter Denker, der sich etwas denkt, da muss das dann mal ein Geist da sein, der sich einen Denker ausdenkt. Aber der Geist, der sich einen Denker ausdenkt, ist in dem Moment was Ausgedachtes. Da gibt es übrigens schöne Tabellen in Holofeeling, bis du dann zu dir selbst kommst, in das absolut Rote. Einfache Worte, es gibt ein mentales Ereignis, zum Beispiel Hunger. Das ist in dem Fall eine Information. Das stimmt, das mentales Ereignis heißt, es ist ein mentales Gefühl. Kommt übrigens von Mens und Mendior. Mens heißt Denken und Mendior heißt etwas Experiment. Das ist das Verrückte, die physikalischen Experimente sich etwas überlegen und Lügen verbreiten. Und das erzeugt ein physisches, ein sinnlich wahrgenommenes Ereignis. Du fängst an, mit deinem Körper was zu essen, in den Mund was hineinzuschieben. Es gibt auch ein physisches Ereignis. Du siehst, dass der Schnage eine Biene auf deinen Arm landet und dich sticht. Und jetzt empfindest du Schmerz. Das sagt man, das ist ein reines mentales, ich sage immer feinstoffliche Information. Der Hauch von einem Hunger lässt deinen Körper was essen, ausgedachterweise. Und jetzt ein sichtbares, ein Schmerz. Die Arm spürt es nicht. Materie spürt nichts. Physische Sachen können nichts empfinden, nichts sehen, nichts wahrnehmen. Ein Mensch, den du dir ausdenkst, kann genauso wenig wahrnehmen oder wissen oder von selbst tun wie ein Computer. Es ist ein Dasein-Müssen. Und das erzeugt jetzt dann den mentalen Schmerz. Der Zusammenhang ist hier so wirr und man kann das so leicht erklären, wenn wir ein bisschen runterfahren. Der Grundsatz ist, wenn du nicht weißt, wie es geschieht, bewirkst du es auch nicht. Ich sage, wenn das auf deinem Programm nicht drauf ist, wird es auch nicht auftauchen. Das ist der eigentliche Schlüssel dazu. Und du wirst also merken, dass gerade jetzt was naturwissenschaftliches Wissen ist, da das tief geprägt ist vom Materialismus, da springe ich nochmal kurz in die geistige Physik im Nullpunkt Gottes rein. Ist übrigens auf Seite 45, das ist ja Adam, rot, ich bewusster Geist, ich Adam bin selbst die Wirklichkeit, das ist das griechische Wort dafür ist Praxis. Theorie ist eine Sichtweise. Ich bin selbst die heilige Praxis, die in sich selbst heil ist. Immer. Du bist immer unveränderlich dieselbe 200 Gramm rote Gnede, die sich nicht verändert, weil sie rot ist. Nichts kann sich nicht verändern. Es können sich nur Gedankenwellen verändern, nicht der, der im Meer ist. Geistlose Wissenschaftler behaupten, wir haben Theorien, Sichtweise und überprüfen diese dann anhand von Experimenten. Und das Wort alleine ist schon, um das gleich kurz zu machen, Ex heißt heraustreten, Bari heißt ringsum und Mendior heißt sich etwas überlegen und Lügen verbreiten. Du bist immer und du überlegst dir jetzt etwas um dich herum. Das sind deine Gedankenwellen und die Lügen verbreitest du und verstreust um dich herum in Raum und Zeit. Der Leibniz hat ja erkannt, der Leibniz hat ja die Monadenlehre geschrieben, der Leibniz hat ja die Infinitesimalrechnung entdeckt.
All das ganze Zeug, könntest du dir das auch denken, wenn du das Wissen nicht in dir tragen würdest? Kann das überhaupt diese Gedanken, die du jetzt denkst, schon gewesen sein, bevor du sie gedacht hast? Was da ist, ist die Datei. Im Anfang ist das Programm. Also sie behaupten in Theorien, die sie überprüfen in Bezug auf ihre Wirklichkeit, ihre selbst ausgedachte Vorstellung von Wirklichkeit, obwohl sie gar nicht wissen, was das wirkende Licht in ihnen eigentlich ist. Das ist ihr eigener Geist in Verbindung mit irgendwelchen geistlos nachgeäfften Programmen, Wissensstrukturen. Übrigens, Eid heißt buchstäblich. Ich habe jetzt das hier rot geschrieben. Das heißt nämlich, der Schöpfergott ist immer. Das heißt, geistreich gelesen, hier ein Beispiel für geistlos, der Link ist nicht funktionsfähig mehr. Es mangelt nicht, geh einfach ins Internet und hör dir irgendwelche wissenschaftliche Vorlesungen vor. Ein geistloses Rezitieren von Vorstellungen, wo du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Aufbau von Atomen, Mendeleisches Periodensystem, all das ganze Zeug. Bei stochastisch, einseitig stochastisch wissenschaftlichen Untersuchungen wird man für das, was man glauben will, immer Beweise finden, aber auch immer genügend Beweise dafür finden, dass etwas nicht stimmt, wenn man es nicht glauben will. Das ist jetzt das erste Problem. Wenn du jetzt an Corona glaubst, wirst du ins Internet immer mehr von mir zugeschissen in deinem Traum, mit dem, dass du recht hast. Und wenn du es nicht glaubst, wenn du ein Querdenker bist, werde ich dir genügend Beweise zeigen, dass es nicht so ist. Weil du schon automatisch wie ein Trüffelschwein die Seiten aussuchst, die deiner Meinung logisch erscheinen. Das heißt, du konzentrierst dich einfach nur auf diese Einseitigkeit und die kannst du dann bis in die Realisierung auf deiner Verabrede rausholen und es werden Menschen sterben. Ich sage, ich zünde deine Welt an, wenn du von dem Glauben nicht loslässt. Die wird übrigens auch nicht besser, wenn du dagegen ankämpfst. Du wirst Erscheinungen nicht am Leben erhalten können. Auch nicht das Weltbild eines heliozentrischen Weltbildes, sondern eine Erdkugel, die Menschen retten, um die Menschen retten zu wollen. Es ist schlichtweg von jedem, der das behauptet, erst nochmal geistloses GF einer Figur in deinem Traum, wo du erkennen solltest, dass wenn du die wirklich beobachtest, dass das dann mal jeden Einzelnen um seinen eigenen Trockenhosen auf den Arsch geht, um seine Rente geht, um seine Position geht, ob das Politiker sind, ich sehe unendliche Scheinheiligkeit, irgendwas Menschen retten zu wollen. Wir haben zurzeit die Pandemie von den Ungeimpften. Die gehen ihnen doch am Arsch vorbei. Ich mache mal eine andere Alternative für dich. Wenn jetzt immer mehr Ungeimpfte ins Krankenhaus kommen, müssen ja die Krankenkassen das Ganze mit übernehmen. Ich sage dann ganz einfach, pass auf, mach doch Folgendes, wenn sie sich nicht impfen lassen, wenn sie krank werden an Corona, kriegen sie ganz einfach keine Behandlung umsonst. Wenn du jetzt der bewusste Geist bist, wäre dir das scheißegal. Das ist wie bei den Masern, wie man Masern gegen Masern geimpft hat. Im Kindergarten dürfen nur Kinder, die gegen Masern geimpft sind. Jetzt pass auf, machen wir dasselbe, ich setze das Wort Masern für Corona. Wir haben einen Kindergarten und die sind geimpft. Wenn die geimpft sind, kann ihnen ja nichts mehr passieren. Das heißt, wenn jetzt ein Kind, ein ungeimpftes Kind mit Masern reingeht, der Einzige, der einen Schaden von sich tragen kann, ist ja der Ungeimpfte, weil die Geimpften kann ja nichts passieren. Jetzt wird es ja bei Corona schon abgeschwächt. Und jetzt kommt immer wieder die Sache, du hast Zahlen. Es sind ja mittlerweile über 90% in den Krankenhäusern Ungeimpfte, die mit Corona ins Krankenhaus kommen. Hast du es gezählt? Hast du es überprüft? Kannst du es beschwören? Ich sage jetzt, für alles, was du in deinem Kopf verwirklichst, mit einem Meineid, werde ich dich abwatschen bis zum Es geht nicht mehr. Du bist der Richter über alles und jeden. Übrigens bin ich du, gell? Nicht, dass du jetzt meinst, irgendwie Gott macht was. Du bist Gott. Du bestimmst, was richtig und verkehrt ist. Und deine Richtersprüche vollstrecke ich an dem in deinem Traum, der du zurzeit zu sein glaubst und solange du unbewusst bist. Und wir waren jetzt ganz definitiv, solange ein Blinder sich an einen Stein stößt, das Beispiel mit dem Kind, lasse ich den Schmerz sofort vergehen. Sobald du Holofeeling hast, und das ist jetzt das, sag ich einmal, das Negative an Holofeeling, erwarte ich von dir eine absolute Präsenz und Aufmerksamkeit. Nicht großes intellektuelles Wissen. Darum geht es überhaupt nicht. Ich fordere von dir nur, dass du dir jeden Moment bewusst machst, was ist jetzt eigentlich da als Information und wie reagiert meine extrem fehlerhafte Logik, mein Programm, das ich zu durchschauen habe, wie werde ich diesen Moment? Was mache ich aus diesem Moment für einen neuen Gedanken? Das ist dieser ständige Wechsel. Und dann wirst du sehr schnell merken, dass viele, viele, fast alles, was du bisher durch Reaktionen in dir schaffst, nicht unbedingt geistreich ist. Du hältst dich damit nämlich in deinem Hamsterlaufrad fest. So, und jetzt gehen wir zu den Leibniz. Wir wollten das nochmal zu lang machen.
Da ist alles wirklich bis ins kleinste Detail. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Im Buch Ich Bin, du befindet sich auf Seite 13, selbst alles synchronisiert. Die Bibelverse, die Bibelkapitel, die Zeiten in den Videos, wenn ich immer Startpunkte setze. Es läuft in einer unendlichen Einheit einer roten Liebe zusammen in ein allereinziges Programm. Das heißt, die Gesetze deiner Logik, 13 hebräische Wörter für 13 sind Heilung, Liebe und Eins, die rote Eins. Das Uni, rot gelesen, das Universum heißt das in Eins gekehrte. Das ist der träumende Geist. Dein Denken war bisher immer nur ein stochastisches Verbinden einer Wahrnehmungseinheiten. Stochastisch heißt normalerweise zufallsabhängig. Die Stochastik in der Mathematik, Anführungszeichen, Smiley, heißt Wahrscheinlichkeitsberechnung. Und da wirst du feststellen, die höchste Wahrscheinlichkeit ist das, was du Chaos nennst, das Tohuwabohu in der Bibel. Das ist die absolute Genauigkeit. Auch, dass ich sage, ich mache dich zum Richter über alles und jeden. Das, was du an den anderen tust, werde ich an dir vollstrecken. Im Positiven wie im Negativen. Hilfst du anderen, wird dir geholfen werden, haust du anderen in die Pfanne, beutest du andere aus, werde ich dich ausbeuten. Das ursprüngliche griechische Wort Stochazein sagt viel mehr darüber aus, es bedeutet mit einem Bogen bla bla bla. Kannst du dich hereinlesen, geistige Physik im Nullpunkt Gottes. Da kommt dann auch übrigens ganz, ganz unten über die Halluzination, die schauen wir uns an, da lesen wir uns aber nicht rein. Das habe ich schon so oft gemacht, da gibt es viele Selbstgespräche. So, Thomas, komm mal. So. Da ist er, die Halluzination. Da geht es, dass du über ein Schwarzschildradius, wir sind immer dran denken, schwarz ist Krishna, Shin Ilet heißt Shi Ilet. Der Logos des Kindes ist selbsterklärend in der Vatersprache. Wichtig ist, du erzeugst der Satz, wenn ich mir auftauchende Worte jedoch nur einseitig materialistisch, logisch, interpretiert auslege, Betonung liegt auf dir, führe ich Geistesfunk, mich als Brösel, damit selbst in die Irre meines geistlos verwirklichten Wissenglaubens. Das große blaue Ich ist der Intellekt, den du zum Denken benutzt. In die von mir selbst unbewusst einseitig ausgelegte Traumwelt. Und das alleine. Und ich weise nochmal darauf hin, das ist jetzt Wikipedia-Eintrag, der verändert sich etwas, kannst du nachklicken. In die ausgelegte Traumwelt meiner eigenen Halluzifernationen. Ich habe da nochmal, ich mache nochmal eine mit drauf. Allwissen ist der Gott oder das Nichts. Und Luzi ist das Licht, das blaue Licht, das du dir ausdenkst und Nationen sind geboten. Jetzt kannst du da natürlich auch Folgendes machen. L-U heißt zu ihm. Kommen Ziffern. Ja. Ich erzähle dir etwas. Die Geburt deines Intellekts erzeugt Facetten, die in dir erweckt werden und das Innatio sind ja die Geburten. Und die bauen auf Ziffern, weil nämlich all diese Schriftzeichen nämlich auch Zahlen sind. Ich erzähle dir etwas. Das ist ein Computerprogramm. Und von denen ich, jetzt der blaue Brösel, glaube ich, hätte mit dem da draußen überhaupt nichts zu tun. Und schau mal, jetzt ganz wirklich wichtig, das habe ich auf zig alten Selbstgesprächen drauf jetzt ausgedacht, ich erkläre es nochmal. Unter Halluzination versteht man eine Wahrnehmung und wohlgemerkt, das ist alles, was in Büchern steht, stimmt. Unter Halluzination, lateinisch Halluzination, Träumerei. Du träumst jetzt. Du bist ein träumender Geist, rot gelesen. Nicht der Brösel, an den du denkst, wenn du jetzt an dich selbst denkst. Versteht man eine Wahrnehmung, für die kein Nachweis ist, da sprengen wir jetzt lieber da rein, da ist es nämlich schöner, eines Sinnesgebietes, ohne dass eine nachweisbare Reizgrundlage vorliegt. Die Grundlage für alles ist der rote Geist, der träumt. Das bedeutet zum Beispiel, dass physikalisch nicht nachweisbare Objekte gesehen werden oder Stimmen gehört, ohne dass jemand spricht. Halluzinationen können alle Sinnesgebiete betreffen. Und jetzt genau aufgepasst, jetzt kommt die Illusion. Das Wort Illusion wäre wieder ein Kleinod, wo wir hier zumindest eine Stunde reden müssten, wenn ich dir jetzt sage, was da steht. Da steht schon Gott, es ist Licht und es ist Licht. Gott ist zwei Lichter, 30-30. Die verbinden sich zum Bewusstsein, 60. Das ist nämlich LL ist 30-30, das U im Hebräischen, das Waff ist. Und Verbindung zu einer 60. Und das wird jetzt ein in Bewegung gesetztes Sein. Das heißt, ein real vorhandener Sachverhalt wird verändert wahrgenommen.
Eine tatsächlich vorhandene, feststehender Gegenstand scheint sich zu bewegen oder irreguläre Muster werden scheinbare Gesichter erkennbar. So, was ist damit gemeint? Das ist damit gemeint. Leibniz, sowohl die Schwierigkeiten der einen... Das ist ein absolut feststehender, irrealer Gegenstand. Jetzt ein Monitor mit flackernden Lämpchen erscheinen plötzlich Gesichter. Das ist übrigens auch, wenn du jetzt irgendwas lesen tust und da ist irgendein Name drauf und dann wirst du plötzlich den Eindruck haben, dass da einer steht, du schaust dir ein Fußballspiel an, dann siehst du Fußballer, einen Ball, der hin und her fliegt. Ein tatsächlich vorhandener, feststehender Gegenstand scheint sich zu bewegen. Es bewegt sich nichts. Oder in irregulären Muster werden scheinbare Gesichter erkennbar. Ich zitiere mich als Jesus, ihr Menschen, die ihr glaubt, außen zu leben, ihr seht laufen Sachen, die ihr überhaupt nicht seht und ihr seht laufen Dinge, die ihr überhaupt nicht seht. Siehst du jetzt Menschen? Hörst du jetzt einen Menschen sprechen? Sag einmal was, Redo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sag einmal was, Ariane. 1, 2, 3. Ist dir aufgefallen, dass das immer derselbe Sprecher ist? Das ist ein Lautsprecher? Waren wir nicht bei unserem Zaubertrick? Das ist der Trick über den ganzen Tricks. Da kommst du nicht weiter, wenn du jetzt das rauskriegst, wie es funktioniert, der Kartentrick. Und dann bist du total gescheit und kommst dir super gut vor, weil du das Rätsel gelöst hast. Das ist das eigentliche Rätsel deines Lebens. Das ist das Rätsel. Cut! Schau, was jetzt da ist und schau, was du draus machst und dann machst du dir ständig deine eigene Unbewusstheit bewusst. Deine Unbewusstheit, die dir dein Ego, dein Intellekt aufzwingt. Okay? Wir machen weiter. Was passiert, wenn ich all, ich Gott, ich nichts, als raumzeitlich es blau ist, es unbewusster Mensch, das heißt ich eine Zeitung lese oder auf einem Fernseher- oder Computermonitor glotze? Nehme ich unbewusster Mensch, alles blau, haben wir nicht festgestellt, alles ausgedacht, existierend ist, vergänglich ist, kein Geist, kann nichts wahrnehmen, kann nichts spüren, wird so sein, wie ich roter Geist mir das denke, dass es ist. Dann diesen real vorhandenen Sachverhalt genauso wahr, wie er wirklich jetzt ist, cut. Nein, ich nehme ihn verändert wahr. Ich unbewusster Mensch glaube nämlich dämlich, dass sich in bzw. auf dem feststehenden Gegenstand etwas zu bewegen scheint. Fakt ist jedoch, auf einem Fernsehmonitor bewegt sich nichts, da bestehend bewusst betrachtet nur aus völlig unbeweglichen flackernden Lämpchen. Ein ich-unbewusster Mensch sehe jedoch in den irregulären Mustern dieser flackernden Lämpchen scheinbare Geschichte und reale Gegenstände. Ein Fußball, Menschen, die hin und her laufen, Autos, alles Mögliche, die in Wirklichkeit gar nicht vorhanden sind. Schau einfach, was jetzt da ist. Ist jetzt Corona da? Wo war jetzt die ganze Zeit Corona? Klatsch, jetzt denk an deine Beine, wackeln mit den Zehen, wo waren die ganze Zeit? Und was passiert, wenn ich unbewusster Mensch eine Zeitung lese? Sehe ich, was de facto hier und jetzt ausgedacht da ist? Ich, bewusster Geist, sehe völlig statische Buchstaben. Jetzt, wenn du auf dem Monitor glotzt, dasselbe in grün. Jedoch als bewusstes Ich sehe ich nicht, was wirklich da ist, als unbewusstes Ich, Entschuldigung. Sondern ich sehe scheinbare Geschichte und reale Gegenstände. Wenn du einen Roman liest, wenn du ein Buch liest. Jetzt ist die nächste Frage, existiert das Buch eigentlich, an das wir jetzt denken, wenn du richtig im Lesen bist? Sitzt da einer da, der ein Buch in die Hand hat und umblendet? Das sind alte Beispiele für Holofeeling. Es ist für dich immer nur das da, was jetzt da ist. Und alles andere ist in der Einheit, in der vollkommenen heiligen Einheit des Programms der Datei. Als Seinsmöglichkeit erst dann existieren, wenn es an die Oberfläche als Gedankenwelle in dir als Information auftaucht. Ich sehe bewegend reale Geschichten in mir, Geschichten, wenn ich ein Buch lese, nämlich die, die ich unbewusst aus den irregulären Mustern dieser völlig statischen Buchstaben meist nur einseitig logisch interpretiert herauslese. Und wohlgemerkt, aus jedem einzelnen Wort lese ich immer nur eine Seite heraus, als erstes. Das Wort Krebs ist für mich zuerst einmal vielleicht eine Krankheit, ein Schalentier, und so weiter und so weiter. Ein Sternzeichen. Eine Krankheit, eine ganz böse Krankheit. Du musst immer schauen, aus welchem Buch entspringt es, aus welcher Datei. Sobald du an eine Krankheit denkst, entsteht dieses Wort Krebs aus irgendeinem Medizinbuch. Und diese Geschichten verwirkliche ich dann aufgrund meines Glaubens unbewusst in mir selbst. Ich sag doch, du bist als träumender Geist der Schöpfer für die Welt, die du dir ausdenkst, mit allem drum und dran. Da gibt es nichts und niemanden, der mächtig ist wie du. Selbst den Gott, den du dir ausdenkst. Feuerbach, Philosoph. Gott wird von Menschen erschaffen, nicht Gott, ein ausgedachter Mond. Gott erschafft keine Menschen. Der wird so sein, wie du glaubst, dass er ist. Groß, mächtig oder nicht existierend.
Mensch, der Mensch, dein Programm erschafft Gott in Maßsetzung deiner Programmierung. Vielleicht nennst du ihn Allah, nein, nennst du ihn Jehova oder Yahweh oder Hashem. Vollkommen gleichwertig, geistlos nachgeäfft programmiert. Ich sehe scheinbare Gesichter, reale Gegenstände und bewegende Geschichten beim Betrachten der Worte in einer Zeitung und in Geschichtsbüchern und beim Betrachten der Worte in Märchenbüchern und fiktiven Romanen. Da ist kein Unterschied. Die Worte und die Sätze sind die gleichen. Erst die Definition, ist es eine Zeitung, ein Geschichtsbuch oder ist es ein Märchenbuch und ein fiktiver Roman. Doch bei den Märchengeschichten ist selbst der geistigsten Schlafmütze bewusst, dass die aus Märchenbüchern generierten, bewegten Geschichten, Menschen und Dinge nur hier und jetzt im eigenen Kopf existieren, wenn an sie gedacht wird. Wo existiert Rotkäppchen und der Wolf? Wo existiert Rumpelstilzchen? Wo existiert Superman? Und die Spinne, wo existieren die jetzt? Wo existiert Merkel? Wo existiert Seehofer? Und so weiter und Konsorten. Trump, Sokrates, Einstein, wo existieren die? Das ist doch null Unterschied. Aber für dich ist ein großer Unterschied. Die einen sind wirklich nur, weil ich die erschaffe, die gibt es ja da außen nicht und die hat es nie gegeben. Und die anderen, die sind jetzt entweder noch da außen oder die hat es in der Vergangenheit gegeben. Das ist unheimlich logisch, aber nicht besonders geistreich, du Narr. Eine Halluzination hat per Definition für den Halluzinierenden Realitätscharakter und kann nicht von der Realität unterschieden werden. Was ist die Realität? Definier mir mal die Realität als eine sinnlich wahrgenommene Information. Aber selbst die existiert nur hier und jetzt in deinem Kopf, weil es muss in deinem roten Kopf, im Kopf des träumenden Geistes existieren. Das ist der einzige, wo was existieren kann. Es existiert was in einem Nichts. Wie das dann funktioniert, dass wir wieder die Kausalität, die Seiten drehen können, ob jetzt wir ein oberflächliches Phänomen haben, schauen wir das kleine Bild an, dass wir uns eine Kugel aus Wasser denken und machen hier Formen. Das, was ich die rote Gnede nenne, das ist das rote Wasser und es nimmt verschiedene Formen an. Jede Information, die du jetzt annimmst, egal was du denkst, ist eine Form, die dich einnimmt, weil du immer der Mittelpunkt bist. Da wird reichlich drauf eingegangen. Und das kann man spiegeln. Das haben wir hier übrigens mit in dem Buch, müsste ich glaube ich, habe ich den da drin? Mal ganz kurz schauen, weiß ich jetzt gar nicht. Nein, das ist im... Wenn jetzt ein kleiner Tipp hier nochmal, wenn du die große Datei hast, hier mit diesen fast 5000 Seiten. Du kannst hier mit der Suchmaschine, wenn du dir den PDF Exchange Editor, es reicht auch übrigens der Exchange Reader, das ist eine ganz kleine Datei, kannst du hier jetzt was eingeben und dann wirst du feststellen, dass also hier du sofort ganz schnell das durchsuchen kannst, wo irgendwas ist. Und willst du Aggregat zu denen? Nein, nein. Nicht, okay. Gut, das ist beim Aggregat war das. Danke, ja, eben. Danke, eben. Rido. Ich sage mein Monster, Rido. Dann machen wir jetzt das den Leibniz schnell weiter. Ja. Wir schauen ganz kurz einmal in den Leibniz im Original rein. Also du merkst hier, dass das so unendlich vielfältig ist und mach dich nicht kirre in irgendeiner Form. Das haben wir eigentlich hier. Wenn du nicht weißt, wie es geschieht, bewirkst du es auch nicht. Und was du dir denkst, ich sage, wenn du was nicht kennst, dann kannst du es dir erst gar nicht ausdenken. Aber jetzt müssen wir die Schichten nehmen. In dir ist es Internet, das ist Gott, das ist der tiefste innere Punkt, der Urknall, bevor er geknallt hat. Und dadurch ist jetzt eine gewisse Menge, die für dich greifbar ist. Das ist das, sag ich mal, was du auf der Festplatte hast. Und von der Festplatte holst du eine Datei im Arbeitsspeicher. Das ist dein aktuelles Lebensspiel, das du spielst. Und da wiederum aus diesen heiligen Teilganzen holst du dir dann die einzelnen Bilder hoch. Okay? Und jetzt ist es die Monadologie, diese Monadenlehre. Kleinen Moment. Da gibt es zuerst einmal von Leibniz das Eigenartige. Leibniz hat hier, ich will jetzt nicht genauer darauf eingehen, das Ganze in Französisch verfasst und das auch nicht selber veröffentlicht. Habe ich aus das Buch heraus. Das ist jetzt nur Wissen. Wir schauen einfach ins Internet rein und holen uns das raus. Und da gibt es also zwei, die man greifen kann, hier zwei Schriften, das sind zwei verschiedene Übersetzungen, das ist einmal von Hubbard, mit ziemlich viel Vorworten und Nachworterklärungen von diesen Hubbard und eins von Zimmermann. Das ist jetzt des Herrn Baron Leibniz, bla bla bla, Seele übersetzt zwischen Seele, Körper, Gott,
Das ist Paragraph 1 wichtig, das sind 90 Paragraphen. Und was wir anschauen, ist die Paragraph 1, die Monade, das ist ja, kommt von 1, Monas. Wollen wir gar nicht lesen. Hier interessant schon die deutsche Sprache, es war ein Idiot, der kann ja nicht einmal richtig Deutsch schreiben. Immer dran denken, auch die Rechtschreibregeln, alle Regeln, die physikalischen Regeln ändern sich, wenn sich das weiterentwickelt. Ob du glaubst, du bist auf einer Scheibe oder auf einer Kugel, ob du Deutsch so schreibst oder mit einem weichen D. Ich sage immer, das Wort Deutsch ist Gottessprache. Die Deutonen im Griechischen und Deus im Lateinischen mit einem weichen D. Deus Deutsch. Dei. Sind nur Lautwandlungen im Programm. Wovon wir hier alle reden, sind nichts anderes als einfache Substanzen. Rot gelesen, ganz wichtig. Es gibt dann auch blaue Substanzen. Ein Sub. Blau gelesen ist eine raumzeitlich aufgespannte Polarität. Und es ist eine Raumzeit, die zu tanzen anfängt. Das sind eine, der Tanz, die Substanz deines Lebens ist der Tanz deiner Gedankenwillen. Und die rote Substanz ist jetzt nicht der Denker, der ist nämlich auch blau. Das wäre jetzt die blaue Substanz für die Gedankenwillen, die auf dir tanzen, ist ein ausgedachtes Subjekt. Subjekt und Objekt. Diese zwei können, da müssen wir die Wörter wieder genauer anschauen, woraus die zusammengesetzten Dinge und Komposita bestehen. Unter dem Wort einfach versteht man dasjenige, welches keine Teile hat. Das ist ein Uni. Uni heißt ein Verbundensein der Gott. Ein absolutes Nicht, nicht existierend, rot. Und die Teile, die jetzt auftauchen als Objekte, sind die Gedankenwellen, das ist das Versum. Das heißt, das in eins gekehrte. Jetzt kommt zwei. Es müssen dergleichen einfache Substanzen sein, weil Komposita, das heißt das Verbundene, vorhanden sind, denn das Zusammengesetzte ist nichts anderes als eine Menge oder ein Aggregat von einfachen Substanzen. Das klingt unheimlich kompliziert, aber jetzt machen wir einfach mal, was Holofeeling zu Aggregat sagt, da springen wir in die große Datei rein, wie der Redo gerade hier mit seinem Monsterbewusstsein hier sofort gemerkt hat. Wir nehmen jetzt dieses große Werk und in dem großen Werk gehen wir einfach auf Suchen und suchen das Aggregat. Und dann hast du hier schon mal Sachen, da geht es jetzt erst einmal los mit dem Wasser. Wir schauen das an. Das ist übrigens in der Sonderschrift Meine Wiedergeburt in Jahwe. Diese Wiedergeburt in Jahwe habe ich gezeigt, das ist bei dem Beiwerk mit dabei. Eine göttliche Metapher. Du siehst, es ist noch ganz schwarz-weiß. Ich, rot, stelle mir vor, mein gesamtes Bewusstsein ist ein unendliches geistiges Meer, das nur aus geistigem Wasser, ein Symbol, besteht. El Hayom, Gott das Meer, ist genau genommen ein Punkt. Es gibt nichts als dieses Wasser, keine Luft, keinen Raum, keine Wellen, keine Materie. Es ist das absolute Nichts, der Urgeist, bevor er geknallt hat. Jetzt ist natürlich, wir müssen uns dieses heilige geistige Wasser, stellen wir jetzt einmal gespiegelt uns vor, jetzt eine unendliche Menge, ein unendlich großes Meer in einer unendlichen Tiefe, nur Wasser. Und plötzlich erstarrt darin ein Gedanke. Wie musst du dir das vorstellen? Ein sichtbarer Gedanke ist ein winziger Teil dieses Wassers, der gleich einer kleinen Parzelle zu einem kleinen Fisch erkaltet und zu Eis gefriert. Ich mag es mal in einfachen Worten vorneweg. Du hast bei Wasser drei verschiedene Aggregatzustände. Das kann flüssig sein, das kann fest sein und es kann gasförmig sein. In dem Moment, wo du das Aggregatzustand von Wasser veränderst, verändert sich jetzt ausgedachterweise die Größe. Ist wohlgemerkt immer Information in dir drin. Das heißt, wenn wir jetzt nur Wasser haben und wir nehmen einen kleinen Bereich von Wasser und erstarren die zu einem kleinen Eiswürfelfisch. Ich mache jetzt absichtlich hier Fisch, weil Fisch heißt eine Facette, nimmt eine Gestalt an. Ich heißt etwas, taucht auf, es beginnt was zu existieren. Und das ist eine ganz winzige Facette von dem Wasser. Dann muss dir klar sein, dass das Wasser, aus dem jetzt dieser Eiswürfelfisch besteht, der sich im Wasser befindet, ja, aus Wasser, aus H2O besteht. H2 sind zwei Wahrnehmungen, die um sich herum kreisen. Es wird kein Molekül hinzugefügt oder weggelassen, wenn dieses Wasser, aus dem der Eiswürfelfisch besteht, ist immer noch dieselbe Menge an Wassermolekülen. Jetzt gedacht, vorgestellt, nur dass die jetzt fest geworden sind. Und durch dieses Festgewordene unterscheiden die sich von dem flüssigen Wasser drumherum.
Was wir jetzt haben, ist genau der Zustand, wo ich dir beschreibe, dass im selben ein Unterschied entstehen kann, ohne dass sich der Geist selber verändert. Das Wasser bleibt immer dasselbe Wasser. Wir haben nur den Aggregatzustand verändert in dem kleinen Bereich, wo der Eiswürfelfisch ist. Wir können jetzt dieselbe Menge Wasser, die jetzt gefroren ist, schlagartig zu Gas machen. Und dann wird das, was du dir denkst als Raum, eine Raumblase entstehen, das aber letztendlich auch dieselben Wassermoleküle, Wasserstoff- und Sauerstoffmoleküle drin sind, jetzt symbolisch betrachtet, nur dass die jetzt sehr weit ausgedehnt sind und dadurch ein jetzt ausgedachter Raum als Information entsteht. Ich muss alles, was ich dir erkläre, für Basic, für deine jetzige Logik aufbereiten. In der reinen Programmebene ist es für dich unvorstellbar komplexer. Aber das ist gar nicht wichtig. Es geht erst, dass du weißt, was du selbst bist und dass ich dir zeige, dass alles, was dir deine Wissenschaftler erklären, kann wesentlich geistreicher erklären in einem Gesamtzusammenhang über Sprache und Religion und so weiter und so weiter. Das heißt, dieser kleine Eisfisch ist nun zu einem eigenen Paradox geworden. Was heißt eigentlich Paradox? Auch so ein schönes Wort. In Wörterbüchern, wenn du nachschaust, heißt es Widerspruch. Aber das Wort Paradoxa ist altgriechisch, besteht aus dem Wort para, das heißt unmittelbar neben mir. Pari heißt um mich herum, neben mich, in unmittelbarer Gegenwart ist para und doxa heißt Meinung. Das heißt unmittelbar in meiner Gegenwart. Ich könnte jetzt paradoxa sagen, um mich herum ist meine eigene Meinung. Es ist um mich Geist, der ich ein absoluter Mittelpunkt darstelle. Ist das, was ich meine, was um mich herum ist, das, was ich mir jetzt ausdenke, das heißt Paradox. Und wieso heißt es dann in den Wörterbüchern bloß Widerspruch? Wie der SB-Ruch. Eine raumzeitliche Welle in deinem eigenen Geist. Der Widerspruch besteht darin, dass du meinst, dass das, was dich jetzt einhält, wenn du aus den Augen rausschaust, wenn du deinen jetzt ausgedachten Kopf trägst oder du denkst dir jetzt eine Erdkugel oder ein heliozentrisches Weltbild, ein Universum um dich herum aus, du bist es ohne, dass du glaubst, du hast mit dem nichts zu tun. Das ist der Widerspruch. Okay, denn er unterscheidet sich von dem, was er letztendlich selbst ist, ohne sich im Wesentlichen davon zu unterscheiden. Wasser ist Wasser. Wir haben nur den Aggregatzustand verändert. Denn obwohl ja dasselbe Wasser, müssten wir jetzt rot schreiben, wie das ganze ihn umgebende Wasser ist. Es ist alles Geist. Es sind Spiegelungen von Spiegelungen in einem Spiegelkristall. Ist der dennoch aufgrund seines Aggregatzustandes nicht das gleiche Wasser? Jetzt sind wir wieder diese geistige Leiche. Du kannst auch, Gall, eine Welle ist ein Ex-Ich, ein herausgetretenes Ich. Er hat für seinen Augenblick einen festen Körper angenommen und ist dadurch zu einem besonderen Wasser im allgemeinen Wasser geworden, rot gelesen. GE Quadrat ist mein Wasser. Dies ist aber nur so lange, bis dieser Gedanke wieder hinschmilzt und dann ist er wieder weg. Dann ist er wieder das, was er immer ist, ein absolutes Nichts. Eine Welle, die wieder in sich zusammenfällt und selbst wenn die Welle aufgespannt wird, ist sie eigentlich nichts, weil plus 5 minus 5 ist nichts. Die Wurzel, doppelt aufgespannte Berechnung, W-Uhr. Die Wurzel hat immer zwei Ergebnisse, plus minus. Sind wir reichlich drauf eingegangen. Das ist der größte Fehler in deiner ganzen newtonschen Physik. Nicht nur der einzige, auch in der Infinitesimalrechnung. In dieser Metapher zeigt sich der Unterschied zwischen dem Heiligen Geist, das ist das rote Wasser von El Hayom, das Yom, dem persönlichen Bewusstsein, das ist mein persönlicher Wissen, glaube ich, das ist das blaue Ich, und dem darstellenden Bewusstsein, das ist deine ständig wechselnde Information, deine Gedankenwelt. In Form von gasförmig, dampfförmig, flüssig oder erstatten geistigen Wasser. Okay? Das ist einmal das Erste. Und jetzt wollen wir da runterfahren. Wir sind ja beim Aggregatzustand. Das wird dann nochmal genauer hier erklärt. Und jetzt ist es ganz interessant. Dieses Wasser steht symbolisch für meinen Heiligen Geist und alle von mir wahrgenommenen Informationen stellen nur unterschiedliche Aggregatzustände ein. Es gibt übrigens dann hier in der Bibel die Geschichte von Gag und Agag. Das GG, das 3-3, ist das Dach, das Ausgedachte. 3-3 als 33 gelesen ist die Welle, die Schöpfung einer Welle. Und Gag, hinten gibt es zwei Möglichkeiten, zeige ich dir mal schnell. Wir machen das mit einer Spiegelung, das heißt, ein Geist mit seiner Spiegelung. Und dann landest du zwangsläufig in einen Scheidebrief, in einer Scheidung zwischen Wellenberg und Wellendorn. Das ist dann übrigens auch das Gazera,
Es gibt dann auch hier zum Beispiel hier Gethsemane, das schreibt sich auch GD, das schreibt man aber anders. Das ist, wo ich gekreuzigt wurde in dieser biblischen Geschichte. Das ist die Kelda. Das hat dann was zu tun, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. GT. Ah, Entschuldigung. Dankeschön, Redo. Jetzt fange ich an zu schwächeln. Das ist die Kelda. Das ist wie Gott und seine Reihe. Er ist die Reihe, gespiegelt erweckt. Das ist Gethsemane. Gethsemane eigentlich, genau gesprochen. Da haben wir jetzt doppelt aufgespannt, ist nicht existieren, das ist wie Gott und die Reihe. Anders gelesen, der Geist und dessen ausgepressten Erscheinungen, aus dir herausgepressten Erscheinungen. So, und jetzt können wir ganz kurz, und dann lassen wir das dann gut sein. Das ist jetzt mit Aggregat das Angehäufte. Gack, 33, die Welle, 33, das Ausgedachte. Bezeichnet man allgemein eine speziell ausgedachte Einheit, die durch Zusammensetzung einzelner relativ selbstständiger Teile zustande kommt. Und jetzt, wenn du das einmal durchgehst, was das Wort Aggregat, an was denkst du bei dem Wort Aggregat? In der Chemie, du kannst das lesen hier, wohlgemerkt, du musst dir nur raussuchen, die Wiedergeburt in Jobe, Seite 63. In der Mineralogie, in der Sozialwissenschaft, in der Ökonomie, in der biologischen Systematik ist die Zusammensetzung mehrerer Kleinarten ausgedachte Enos zu einer Sammelart denkender Mensch, Theorie der logischen Typen. Gehe ich übrigens in Ich bin du Quadrat genauer drauf ein. In der Technik die Vereinigung mehrerer Geräte, Maschinen, Apparate und so weiter. Im Maschinenbau, in der Hydraulik, in der objektorientierten Programmierung ist die Aggregation eine besondere Art der Assoziation zwischen Objekten. Dann gibt es noch einen Notstromerzeuger. Jetzt gehen wir in die Philosophie. Bei Leibniz ist das Aggregat der alle demokratischen Atome. Ein Atom ist das unteilbare als Aggregat bezeichnet und nur die Monade, das wahre Atom. Ich bin die Ganzheit, heißt das auf Hebräisch, gelten lässt. Das ist das rote Ich, das Uni des Universums, der absolute Mittelpunkt. Bei Kant und so weiter und so weiter, bei Gottlieb Fichte, das sind jetzt welche, die sich sehr teilweise bekriegt haben in der ausgedachten Zeitgeschichte und jeder für sich absolut übergenial, wenn du das lesen tust mit Holophilie. Du darfst es nur nicht vergleichen mit einer anderen Perspektive. Mhm. Und bei Hegel ist es auch was. Und jetzt wichtig, ich habe hier sehr bewusst nur von angeblichen Erkenntnissen dieser Philosophen gesprochen. Nicht, weil diese Erkenntnisse nicht stimmen würden, sondern weil diese Erkenntnisse in Wirklichkeit gar nicht von diesen Philosophen abstammen. Ein Philosoph, den du dir denkst, ist das da mal eine Kiste, die du dir ausdenkst. Und du bist doch derjenige, der sich dieses Wissen in die Kiste hineindenkt, vorausgesetzt ist. Du hast das Wissen, du Geist musst das Wissen vor denen haben, die du dir dann ausdenkst, wo du sagst, die haben das entdeckt. Es ist immer mehr dein Wissen. Und ich behaupte, dass ich du bin. Bist du schon ich? Wir arbeiten dran. Mein eigener göttlicher Fakt ist nun einmal, ich bin es doch, der sich in seinem ewigen Hier und Jetzt diese Philosophen bewusst in eine illusionäre Vergangenheit denkt. Das ist hundertprozentig sicher. Und ihnen meinen eigenen de facto eben selbstgedachten Gedanken im wahrsten Sinne des Wortes jetzt zuspricht. Stimmt oder stimmt? So, und jetzt machen wir wirklich einen Abschluss. Und zwar springen wir jetzt rein in diese 90 Monadologie. Und zwar schauen wir uns wir schauen uns jetzt einfach mal den, die können wir jetzt durchgehen, die übrigens wieder synchron machen. Hast du dann die Synthese, das ist jetzt die Aggregate, die dritte, wo keine Teile sind, da ist auch keine Ausdehnung. Was ist eine Information als Ding an sich? Achte auf das Wort Information. Es ist in dir eine Form und das lateinische Vorsilbe in heißt auch eine Verneinung, die keine Form ist. Sie befindet sich nämlich im Camera Obscura, in der Linse, in dem Zentrum zwischen der Kamera und den Obskuren. Jetzt meinst du, die Kamera ist die Kammer, das heißt der Gewölbe, schau die vorhergehenden Selbstgespräche an, und das Obskure ist die Finsternis, das ist das Schwarze. Das ist nicht da außen. Es ist in dir, du musst es immer wieder spiegeln und zurückholen, die Kausalität umdrehen. Und das ist das Aggregatum, da waren wir gerade. Das ist aber das AGG, das GAG, die Welle. 2. Jetzt haben wir eine Synthese, wo keine Teile sind, da ist auch keine Ausdehnung. In dir die Informationen
sind ganz abstrakt überhaupt nicht ausgedehnt. Ausgedehnt ist das, was du dir in dich hineindenkst. Das ist das Abs, schau den kleinen Bild an. Das ist das, was du jetzt in dir drin hast als Information. Und das ist das, was innerhalb und außerhalb, das ist Haal. Der ist jetzt natürlich ausgedacht. Ist beides hier. Das ist wie dir positiv und dir negativ. Und jetzt kommt die Synthese, wo keine Teile sind, ist auch keine Ausdehnung, keine Gestalt, keine Teilbarkeit. Das ist ein Atom. Etwas Unteilbares. Die Monade sind die Waren. Das ist übrigens, wo es dann hast, der Adam ist männlich und weiblich und die sind eins. Da steckt diese Radix ADM drin. Die Monaden sind die wahren Atome der Natur. Monaden sind ohne Teilung. Mit einem Wort die Elemente der Dinge. Kann man auch Stochion nennen, das sind die Uhrzeiten. Jetzt kommt die rote 4, eine Auflösung in Teilen ist bei Ihnen niemals zu befürchten, weil nicht kann sich nicht auflösen. Das ist diese Energie, die weder vermehrt noch vernichtet werden kann. Du kannst als träumender Geist nicht zerstört werden. Wie willst du ein absolutes, nicht existierendes Etwas zerstören? So wenig, als sich überhaupt eine mögliche Art und Weise erdenken lässt, auf welche eine einfache Substanz dem Naturverlaufe gemäß zugrunde gehen könnte. Das ist alles ein wenig Geschwein ausgedrückt. Und jetzt springen wir mal in das Kapitel 86, das ist ja OB. Da ist jetzt die 85, die bauen alle logisch aufeinander auf. Das ist 85, ist das hebräische Wort P, das heißt erst einmal hier. Alles, was überhaupt ist, ist hier und jetzt. Das passiert in dem Moment, wo sich irgendetwas mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, fällt der Raum in einem Punkt zusammen und die Zeit wird ewig. Die Gemeinschaft aller dieser Geister, GE Quadrat ist vom Nicht-Existierenden und es erschafft alles. Und diese Geister machen zusammen die Stadt Gottes aus, den vollkommensten, ermöglichsten Staat und den vollkommensten Monarchen. Und jetzt kommen die 86. Diese Stadt Gottes. Ist was, Rido? Ja, das ist das Jerusalem droben, das rote. Das ist genau das ist es. Das ist die heilige Stadt Jerusalem mit dem Tempel, wo ich in der Apokalypse beschreibe. Ja. Mit den 24 Ältesten, mit dem Thron in der Mitte und so weiter und so weiter. Diese Stadt Gottes, es ist übrigens nochmal ein Computerprogramm, diese Stadt Gottes, die im wahrsten Sinne des Wort W-Ortes, allumfassende Monarchie, Monos 1, Arche, ja. Die große Kiste aller Kisten, die, oh, jetzt schrecklich, die Kollektion aller Kollektionen, das war es, was ich sagen wollte, eine moralische Welt, in der natürliche, das Erhaben, die eine moralische, sagen wir nicht die Moral, ihr wisst, ja. Die Moral haben wir auch wieder rot und blau. Das Erhabenste und Göttlichste der Werke Gottes ist, zugleich dasjenige, worin sein Ruhm wahrhaft besteht. Weil dieser gar nicht vorhanden wäre, wenn seine Güte und Größe, Geros, nochmal das große E, Ros auf Hebräisch ist Sus, Ge ist Geist und Ros ist auch B, Roshit, wenn ich jetzt das Groß mit einem Doppel-S schreibe, wir müssen das nochmal machen, das ist unser Sus im Jesus, ist das Pferd. Da kann man Unterform machen, jetzt denken wir uns bewusst einen Jesus, Pferd, ein Ross, der sagt, ich bin der Weg, die absolute Wahrheit und das ewige Leben. Und ein GR, das ist ein Reisender im Hebräisch, das erscheint dir fremd, ein Reisender, der bewusst in der Fremde übernachtet. Das ist deine Traumwelt. Als Avatar bewegst du dich zurzeit durch einen Traum, als eine Figur, fotorealistisch in einem Videospiel einer offenen Welt. Und an Jupiter. Ida heißt Gehen, geistige Eheexistenz, Rei, der Kopf des Schöpfergottes, Se übrigens, Se heißt Lamm, La heißt Lichtschöpfer oder auseinandergeschmissenes MM. Wellenberg und Wellendorn. Denn er wirft noch einmal ganz anders Licht auf diesen Eichgattol, der große Mann. Genau genommen steht da ein Geros seiender oder werdender Mann. Und dieses Geros, das haben wir in Beroshit, das führt dich dann übrigens auch zu dem Sis, wenn wir das austauschen. Das ist die Basis allen Daseins, ist der Pferdezüchter. Das heißt auch Schwalbe, macht im ersten Moment der Reitknecht. Rei heißt immer der Spiegel. Kenner scheint dir echt. Das Fundament ist das, was du dir ausdenkst. Schwach haben wir gerade schon gehabt. Das ist das Nichts.
ist Gott. Mhm. Wir nehmen doch was auf. Aber das wird jetzt zu weit führen. Wir sind, du merkst, jedes Wort wird sehr tiefgehend in einem einzigen arithmetischen System. Und diese Größe, halt, was ich eigentlich zeigen wollte, ist Ross, ist auch das klassische Wort im Hebräisch für Kopf. Der rote Kopf schreibt sich übrigens das wird Rosh ausgesprochen, dann heißt es Kopf. Rosh, Shin ist auch Doppel-S, groß. Das ist der Kopf der Führer. Jetzt das Gift, der Geist Gottes, ist ein Geschenk im Englischen. Für meine Engel bin ich ein Geschenk. Für normale Menschen bin ich vielleicht der Satan, weil ich ihre ganzen Glauben, weil ich sie mehr oder weniger enttäusche. Und keiner will sich enttäuschen lassen. Ich führe mit dir eine absolute Gehirnwäsche durch. Ist das was Negatives? Wenn wir den ganzen Dreck raushauen? Das ist übrigens auch der Gipfel eines Berges. Berg wiederum, B-I-R-G, heißt im erwachten Geist. Das Oberste auf einem Gipfel ist der Gletscher. Und dieser Gall, dieses geistige Licht ist dein Wissen, das ist der Patcher. Genau. Alles Zufall, wirklich alles Zufall. Ich habe wieder gescheit Glück gehabt, dass das alles so genau passt. Das rote R, hebräisch Rosh, ist der Kopf des träumenden Geistes. Rosh bedeutet neben Kopf, Anführer, Anfang auch noch Oberhaupt, Gipfel, Summe von allem. Und was jetzt der eigentliche Hammer ist in dem ganzen Spiel? Dass ich laufend behaupte, dass ich du bin. Du vergisst es immer wieder. Was meine ich damit? Ich bin der, der sich das Gespräch jetzt ausdenkt. Ich bin weder das Pixelmännchen Udo noch die Lautsprecherstimme und schon gar nicht der Trockennasenaffe, der jetzt vom Computer sitzt, mit dem du dich verwechselst. Ich denke mir das alles aus. Du denkst dir bloß das aus, was du aus den Worten machst. Okay? Und jetzt haben wir, wenn seine Güte und Größe nicht von Geistern erkannt und bewundert würde, bewunderst du die Größe und Güte von mir? Da geht es nicht um einen ausgedachten Gott. Es geht um dich selber. Bist du in der Lage, dich selbst zu bewundern, wie allmächtig du bist? Du müsstest dir nur bewusst machen, was bin ich eigentlich als ein bewusster Denker? Ich bin der Schöpfer für alle Gedanken, die ich denke. Das darf aber jetzt nicht, und das ist mir wichtig, das zu erwähnen, nicht einzigen, dass du das nicht dem zusprichst, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Dann bläht sich nämlich massiv deine Hybris auf. Du wirst ein immer unscheinbarerer Affe, ein immer unscheinbarerer Mensch, ein Brüssel und der Brüssel werden. Das ist die Geschichte am Ende von der Johannes-Offenbarung, der Enthüllung. Der Apokalypse heißt der Enthüllung, die Hülle. Wir schaffen jetzt die Hülle um uns herum ab und wir holen alles in uns rein, in uns rein. Das sind nämlich unsere Informationen. Und dann ist der Johannes, das bist du jetzt, symbolisch gesprochen, du Geistesfunken, und das Lamm. Und dann kniet sich der Johannes nieder und will das Lamm anbeten. Und er sagt, du spinnst doch auf der Brüsselebene. Ich bin genauso Brüssel wie du. Lass uns den anbeten, der uns jetzt ausdenkt. Aber wer denkt uns jetzt eigentlich aus? Ja, ich. Und jetzt fängst du zu verstehen an, was das rote Ich ist. Und dann erahnst du, was das JCH ist. Und dann erst kommt ganz am Anfang Upi, aus dem alles entspringt. Okay? Das heißt, in seinen Verhältnissen zu dieser Stadt, übrigens können wir jetzt das wieder hebräisch anschauen, Gottes ist es vorzüglich, worin seine Güte anschaulich wird, während seine Macht und Weisheit sich allen Halben zeigen. Allend, Ha-Al-Ben. Allen Gottessöhnen, Ha-Al. Das ist der Gott und seine Bolan, seine Söhne. Und dieses Ben bezieht sich auf E-Quadrat, auf JCH und ICH, das sind die zwei roten Ichs. Und jetzt glaube ich, lassen wir es gut sein. Mhm. Fragen? Habt ihr mich wieder? Ja. Ja. Alles perfekt. Feuerwerk. Es ist immer alles perfekt. Und es ist voll Pracht. Voll göttlicher Pracht. Wir können natürlich das Weiche und das HDB wieder austauschen. Dann haben wir BR8, dann haben wir hier, BR ist das Äußere und 8 heißt, ich werde in Schrecken versetzt. Und jetzt denkst du wieder an so ein Spiegel-Tetraeder-Kristall, wo ja reichlich drauf eingegangen wird und diese vielen Lichter um dich herum sind alle ein aller einziges Licht. So wie auch in der Reihe, in der sogenannten Z-Achse, die Lichter in dem Spiegeltunnel. Wenn wir dann nochmal uns eins drehen, von oben drauf schauen, stellst du fest, das ist ja nur ein Licht. Das sind Spiegelungen von Spiegelungen von Spiegelungen. Und die Freiheit beginnt, wenn du dem willkürlichen Spiel
deine Informationen einfach gedankenfreien Lauf lässt, ohne dich einzumischen und ohne irgendeinen Gedanken nicht mehr haben zu wollen oder anders haben zu wollen. Du ziehst dich aus dem System in ein vollkommenes Nichts in des Jenseits heraus, wo du eh immer bist, in den absoluten Mittelpunkt, und du schaust einfach wichtig, wie du als Ego resonierst, wie du reagierst, wie du werdest, wie du interpretierst, und dann wird dir ganz langsam bewusst, dass du wirklich eine ständige Umformung von dir selber vorführst, dass du ständig reagierst und ein Gedanke den anderen gibt. Ich sage, das ist Gefühl von Hunger und du denkst, ich habe einen Hunger. Es ist immer Reaktion, Aktion, Reaktion. Und diese Reaktion wird sofort zur neuen Information, zum neuen Reizauslöser. Ich habe einen Hunger. Was ist der nächste Gedanke? Ich muss mal Brot machen. Was ist der nächste Gedanke? Dann wird die Küche auftauchen, dann wird der Brot auftauchen, ein Messer, eine Hand auftauchen, was auch immer, weil du immer reagierst, so nach dem Motto, was werde ich jetzt machen? Schau doch einfach deine Logik, schreib doch das vor. Wieder kybernetische Schleife, oder? Das sind kybernetische Schleifen. Es ist all das Wissen deiner Menschheit, egal in welchem Fachbereich, ist richtig. Es ist bloß keine in der Lage, das zusammenzusetzen. Jetzt könnte ich wieder zu dem Fellmann gehen. Das wäre jetzt wieder ein schönes Schlusswort in Du bist ich. Da können wir jetzt wieder einschalten am Schluss in Du bist ich, diese große Sache, dass die Wissenschaft in einer Sackgasse ist. Das sprechen wir natürlich den Fellmann zu, den hat es nie in der Vergangenheit gegeben. Wir sind alles nur Antagonisten in unserem Traum. Es kommt aus dir, du spielst. Holo-Feeling bedeutet, alles zu sein. Alles, was du dir ausdenkst. Und wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir, so wie du in dir, in mir bist. Das haben wir so oft durchgespielt, das ist kein religiöses Geschwätz, das ist die präziseste Beschreibung, wie Geist funktioniert und wie Welt aufgebaut ist. Und da ist auch nicht irgendeiner vorher, ehe Jesus war, war ich, weil ich denke mir jetzt den Jesus aus. Und ehe der Brösel Udo ist, bist du, weil du denkst dir den Brösel Udo aus. Und dann komme aber ich UB, weil ich denke uns beide aus. Und alle anderen. Und es fällt im roten Bereich in eins zusammen. Das ist E². Das ist schlichtweg der träumende Geist. Das erklären dir deine Physikbücher. Und noch unendlich viel mehr. Aber jetzt hast du mal dieses Grundlagenwissen der Neugier. Energie kriegst du ohne Ende, wenn du nicht mehr keine Angst mehr in dir hast. Wo Angst ist, ist keine Energie. Angst, was zu verlieren. Du kannst nichts verlieren. Du kannst nur etwas wieder zurückholen, was du dir vorher ausgedacht hast. Genau genommen hast du das aus dem Bewusstsein verloren, was du dir ausdenkst und meinst, du hast damit nichts zu tun. Es ist da außen ohne dich. Und es war schon in der Vergangenheit ohne dich. Wie unendlich geistlos ist das? Und jetzt kannst du dich hinsetzen. Ich mache mal so ein Spiel auf der Bröselebene mit anderen Bröseln und dann schaust du, wie viele Ja-Aber-Sager da sind, die das nicht wahrhaben wollen. Und dann sage ich, die größten Feinde sind deine Hausgenossen. Oder die das überhaupt nicht interessiert. Meinst du, den Computer interessiert das, was du mit ihm machst, was du ihn tun lässt? Kriegt er das überhaupt mit? Meinst du, irgendein Patient in einem Krankenhaus als ausgedachtes Ding kriegt was mit, was die Ärzte mit ihm machen? Es ist doch nichts anderes. Ob ich an einem Computer rumschraube, ob ich den umprogrammiere, es ist, wenn du in die Schule gehst, was passiert eigentlich mit dir? Wenn ich mich an einem Computer hinsetze, altes Beispiel, Redo, du erinnerst dich, hier und jetzt, wenn ich mich an einem Computer hinsetze und ich gebe in den Computer Daten ein, dann habe ich den Computer nichts gelernt, der kann sich gar nicht dagegen wehren. Wenn ich jetzt eine neue Software, ein anderes Regelsystem eingebe, wie er mit den Daten zu jonglieren hat, wie er die zu verknüpfen hat, kriegt er doch gar nicht mit. Es ist Materie, geistlose Materie, dumm. D-U-M-M auf Hebräisch heißt übrigens das. Aber wie sieht es aus, wenn ich jetzt wieder statt unserem Computer einen Trockennasenaffen nehme? Es ist kein Unterschied. Ja. Was ist in deiner jetzt ausgedachten, logisch ausgedachten Trockennasenaffen-Vergangenheit anderes passiert? Du wurdest mit Daten programmiert und mit Regelsystemen programmiert. Und du funktionierst in deiner ganzen Weltvorstellung, baust du auf diesen Daten auf. Und jetzt kommt wieder dieses Prinzip, die erste Logik, die du in dir drin hast. Denk an das, was ich gesagt habe vor Philosophen. Du bist ein neugieriges Kind und du beschäftigst dich mit einem Philosophen. Jetzt ist natürlich schon, was machst du aus den Worten? Und dann wirst du feststellen, wenn du das glauben willst, wenn du das verstehen willst, wird dir das vollkommen logischer sein, was dieser Philosoph dann im Buch oder ein Lehrer, ein weltlicher Lehrer auf deiner Verabredung dir erklärt. Weil du wirst ja in dem Moment so programmiert. Jetzt tust du einen anderen Lehrer nehmen, einen anderen Philosophen nehmen. Und du wirst feststellen, der widerspricht dem vom Ersten.
was du gar nicht mitkriegst, wenn du das jetzt beiseite schiebst und du machst das mit dem Neuen genauso. Du bist neugierig und du willst das verstehen, dann wird es auch vollkommen logisch sein. Und dann holst du beide Bilder gleichzeitig. Der eine behauptet, das ist ein Kreis, der beschreibt dir einen Kreis und der andere beschreibt dir ein Dreieck. Und jetzt muss dir klar sein, jetzt hast du ein Dilemma, weil es kann nur eins von beiden stimmen. Außer du machst aus den zwei Perspektiven was vollkommen Neues, da musst du aber einen Dimensionsebenenwechsel machen. Das ist passiert, wie du von der Scheibe zur Kugel gegangen bist. Mhm. Und wir gehen jetzt in einen vollkommen neuen Bereich, in die rote 4, was auch immer das bedeutet. Mhm. Das heißt, du wirst merken, dass du wirklich jeder Recht hat. Solange du nicht mit einer anderen Einseitigkeit vergleichst, weil alles, was Leute behaupten, immer nur perspektivische Einzelfacetten sind, Theorien sind, eine Unmenge von Theorien. Das ist doch so schön, ich erzähle das so oft hier in Holofeeling für Neugierige, wo ich darauf eingehe, du kannst doch nicht behaupten, dass, so kannst du das doch nicht sagen. Es ist doch eine total geistlose Äußerung, weil in dem Moment, wo der das kritisiert, dass ich das ja nicht behaupten kann, sondern ich habe dir doch gerade demonstriert, dass ich das behaupten kann. Kannst du sagen, du kannst doch nicht behaupten. Mein berühmtes Radiofahren oder mein Disco-Ferry. Nein. Du warst hier bei Netflix Lieblingsserie Disco-Ferry. Hochgeistreich und spannend, wenn man es mit Holofeeling anschaut. Was ist Disco-Ferry? Du kannst auch Discovery sagen. Du kannst das doch nicht aussprechen. Ich habe es dir doch eben demonstriert, dass ich das kann. Warum kannst du das nicht? Ich kann doch nicht alles lieben. Man kann doch nicht alles lieben. Ich sage, wer bestimmt jetzt? Das ist doch bloß wieder deine einseitige Logik. Das ist doch dein Problem, die Einseitigkeit. Einseitigkeit ist nicht Vollkommenheit. Außer wir reden es los. Dann wirst du feststellen, das heilige Ganze hat bloß eine allereinzige Seite. Das ist aber dann die Monade, das Uni, das wieder keine Teile nicht hat. Das absolute Uni hat keine Teile. Es ist rot. Aber dieses Rot, das wir uns jetzt ausdenken, ist symbolisch schon wieder dann ausgedachterweise blau, weil es ja existierend ist. Jetzt lassen wir es gut sein. Gut, danke. Bitte, ich bedanke mich. Ich kann jetzt immer wieder sagen, wenn jetzt Redo, wer hat jetzt danke, hat sich jetzt das Pixelmännchen bedankt? Wenn ich jetzt, was ich behaupte, eine Figur in deinem Traum bin, sagst du mal nur ein Pixelmännchen, ein Lautsprecher, dass die vollkommene Vollpfosten sind, muss die eh klar sein. Das ist geistlose Materie, Erscheinungen, Illusion, nenn es wie du es willst. Jetzt kannst du dir aber auch den Menschen Udo ausdenken. Aber der ist jetzt hundertprozentig sicher bloß ein Gedanke. Es ist, sagst du mal nur der Mensch Udo. Jetzt, wenn du dir ein Bild vorstellst, jetzt sind wir wieder bei dem Prinzip mit der Kiste. Dann denkst du dir das in der Kiste rein. Fakt ist, hundertprozentiges Faktum ist, dass alles, was du als Information erlebst, letztendlich aus dir selber kommt, wenn du ein träumender Geist bist, zumindest aus dem Programm, das du zum Denken benutzt, aus dieser Datei. Und das ist nur deshalb, weil du es denkst. Und es ist für dich so, wie du es denkst, und es ist nur dann, wenn du es denkst. Das heißt, was eine Figur in deinem Traum sagt, egal ob das der Udo ist oder irgendein anderer, auch sinnlich wahrgenommene Affen, Menschen, die in dir auftauchen, werden genauso aus dir erzeugt. Bloß du bist halt in der höchsten Stufe der Vergessenheit. Das sind die vier Stufen der Vergessenheit. Und jetzt mit dem Selbstgespräch haben wir jetzt wirklich einen absoluten Abschluss gemacht. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, jetzt in Bezug auf Hinführen zu sich selbst noch mehr reden können. Wir können jetzt unendlich viel reden, wenn ich dir jetzt Details beibringe, das Programmieren selber. Momentan geht es bei Holofeeling nur darum, ich erkläre dir, was du bist und ganz, ganz grob mache ich dich neugierig drauf, wie du funktionierst. Was aber nahezu, wenn ich jetzt sage, ich kann Basic, ein Programm, das mit Basic läuft, nicht erklären, wie Windows funktioniert. Wir erweitern das, wir reizen Basic aus. Du merkst, was du alles noch denken kannst mit deiner Logik. Und wenn du meine Gedankengänge mitgehst, sage ich dir, wird dir das, was ich dir jetzt erzählt habe, hundertprozentig logisch erscheinen, zwangsläufig, weil ich nur von dem gesprochen habe, was jetzt wirklich sofort da ist. Ich bin der Erste. Der Erste erzählt Sachen, die jeder 13-Jährige sofort überprüfen kann. Und der zweite, das sind die Weisen deiner Welt. Das sind die Theologen, die Physiker, die alles Mögliche. Chemiker, die Politiker, die behaupten Sachen, die man prinzipbedingt nicht einmal überprüfen könnte, wenn man wollte. Also gut, wie willst du die Menschen auf der Erdkugel zählen? Die Krankenhäuser, die sie gestorben sind voriges Jahr. Zählst du wirklich die Gestorbenen oder gehst du ins Internet und holst dir irgendwelche Zahlen raus, die du dann verwirklichst in deinem Kopf? Kannst du es beschwören?
Ich weise dich ganz zum Schluss nochmal darauf hin. Gewöhne dir ab, wenn du irgendwas geistlos, eine Vorstellung, die du vom Hörensagen kennst, aus das Buch, aus das Internet heraus hast, wo irgendein Schwätzer in dir aufgetaucht ist, eventuell als sinnlich wahrgenommener Affe, der auch ja nur nachhilft, dass du das, was du vom Hörensagen kennst, jetzt in deinen Kopf als Vorstellung verwirklichst und du meinst, du hast nichts damit zu tun. Wenn du das glaubst, dass das da außen so ist, dann schwörst du an Meinheit. Und ich werde schonungslos sagen, ein Blinder, der sich stößt, dem verzeih ich. Mit Holofeeling, wenn du das jetzt akzeptierst, was ich dir erklärt habe, bist du ein Sehender. Und wenn du es nicht akzeptierst, bist du jetzt trotzdem ein Sehender. Und alle, die mir uns jetzt ausdenken, alle Menschen, sind nicht in der Lage, dieses Video wahrzunehmen. Es sind nämlich Gedanken von dir. Du bist der Allereinzige, der das wahrnimmt. Kein anderer. Weil du nämlich ich bist. Und jetzt lassen wir es gut sein. Spiel noch eine Runde Leben. Es wird ewig dauern. Ob du das jetzt glaubst oder nicht glaubst, es ist so. Und um ewig zu leben, benötigst du alles Mögliche, bloß mit Sicherheit nicht deinen Trockennass auf dem Körper. Der ist hinderlich, solange du den am Leben erhalten willst. Was du ein Riesenproblem hast. Ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Tag. Und jetzt lassen wir es gut sein. Es ist Neodorf.